Aufbruch der neuen Welt und ihre Phänomene. Teil 1 von 3. Klar.TV-Gründer Ivo Sasek erklärte in seiner dreiteiligen Online-Großkonferenz vom 12. September 2020, warum der Aufbruch der neuen Welt ein unbezwingbarer ist. Aber auch, was die neue Welt Atemberaubendes mit sich bringt und wie sie genau funktioniert. Wer das absolut Außergewöhnliche sucht, sollte sich diese Reden nicht entgehen lassen. Erleben Sie diese Schulungen an die Hauptträgerin von Klar.TV, an die OCG, aus erster Hand. Hier jetzt der Live-Schnitt des ersten Teils. Die Fortsetzung folgt. Hallo ihr da drüben, alle. Hallo. Seht ihr mich? Schön. Super, dass es wieder geklappt hat. Danke, danke der Technik und all den vielen, vielen Händen, die das wieder möglich gemacht haben, dass wir trotz diesen Sperren, trotz diesen Versammlungsverboten die größten Versammlungen aller Zeiten machen dürfen, jetzt von unserer Geschichte her. Das ist einfach nur wunderbar. Aber ich muss sagen, ich vermisse euch. Ich vermisse euch wirklich. Ich würde euch lieber hier sitzen sehen in einem großen Stadion drin. Ich denke, wir sind einige paar tausend Leute, die wir hier aufgeschaltet sind heute wieder. Und noch viele werden dazukommen. Aber ich muss sagen, es ist ein Riesenunterschied. Mal zuerst rein physisch, seelisch vielleicht auch, ob man sich sieht, direkt oder nicht. Aber ich sehe euch da auf der Leinwand, zweidimensional heute. Und damit begnügen wir uns. Wir rächen das aber insofern mit Herrlichkeit, dass wir sagen, wir bauen jetzt eine umso intensivere Verbindung zueinander auf. Ist das okay? Ja. Wir erwarten, dass das geht. Wir erwarten, dass es funktioniert. Und ich möchte einfach proklamieren, jetzt umso mehr, weil wir diese ganzen Völker durchstrahlen, weil wir nicht alle nur auf einen Raum konzentriert sind, sondern die ganzen Völker und Länder durchstrahlen, glauben wir daran, dass wir umso mehr etwas erleben, umso mehr verbunden werden miteinander, weil es jetzt viel mehr Geisteskraft braucht, um das zu bewerkstelligen. Und Gott passt ja immer der Situation gemäß an, was nötig ist, dass wir nie Mangel haben, sondern Überfluss. Wir haben uns einem großen Thema gestellt heute, Aufbruch der neuen Welt. Ich werde mit dieser Predigt wieder einen Paradigmenwechsel nicht einleiten, das wäre überheblich, das kann man nicht so sagen, aber einen Paradigmenwechsel besprechen mit euch, einen Paradigmenwechsel begehen, möchte ich fast sagen. Und das ist nicht nur für euch, die ihr heute neu dabei seid, eine große Herausforderung, sondern auch für uns selber. Übrigens noch herzlich willkommen auch meinerseits an all die Neuen, die heute dabei sind, die uns vielleicht erst vom Internet über Klar.TV oder was weiß ich woher kennen. Lasst euch überraschen, was hier alles läuft. Ich kann nur sagen, nicht nur für euch ist es eine große Herausforderung, was jetzt kommt, was ich in 2 bis maximal 3 Teilen euch versuche zu vermitteln als Vision. Die Herausforderung beginnt auch hier bei uns selber, im eigenen Denken, im eigenen Fühlen, im eigenen Praktizieren von dem, was wir tun. Weil es geht darum, heute tiefer hineinzusehen, in die Dinge, in die geistlichen Dinge, und zwar so, wie sie wirklich sind. Nicht so, wie wir sie religiös verstanden haben bisher. Ich möchte sagen, fast religiös missbraucht haben, vergewaltigt haben. Ihr müsst wissen, dass so vieles, wenn nicht nahezu alles, was in der Bibel steht, von uns Christen oder überhaupt von der Welt, muss man sagen, aber angefangen bei uns Christen, mal grundsätzlich verkehrt verstanden, interpretiert wurde, weil die ganz grundsätzlichsten Dinge, das ABC, das kleine ABC, schon nicht verstanden wurde, beginnen damit, dass Gott noch nie eine Religion gewollt hat. Nie hat Gott eine Religion gewollt, etwas Religiöses, irgendetwas Zelebriertes. Schon immer hat die Bibel von dem Geheimnis geredet, dass Gott selber in uns drin Gestalt nehmen möchte, dass Gott selber der eigentliche Kern ist, der sich in uns ausgestaltet. Also nicht wir, die für Gott etwas tun,
sondern Gott, der eine Geschichte treibt. Und weil diese grundsätzliche, dieses zentralste Geheimnis, möchte ich mal sagen, weil das schon sehr früh in der Christenheit verloren gegangen ist, ist alles, was nachher geredet und gepredigt wurde, wurde auf menschliche Weise interpretiert. Man hat etwas Machbares daraus gemacht, eine Menschenleistung, eine Religiosität. Ich nehme das gleich mal schon vorweg, damit ihr wisst, in welcher Weise der Paradigmenwechsel heute auf uns zukommt oder wieder vertiefend auf uns zukommt. Wir reden ja viel über diese Dinge in der OCG. Aber es ist sehr schwer, diese Dinge wesensmäßig so zu erfassen, dass auch wir selber als OCG aus gewissen religiösen Schienen herausfinden, die einfach so eingeschliffen sind, so eingefleischt sind, möchte man fast sagen, dass wir selber oft nicht merken, um was es geht. Aber ich nehme jetzt das nicht alles vorweg, es kommt dann nach und nach, kommt dieses Thema, werden wir aufbauen, um ein tieferes Verständnis zu erlangen, was eigentlich Gott, wer Gott ist, was er will und was das mit der neuen Welt, mit dem Aufbruch der neuen Welt zu tun hat, auf sich hat. Ein großer Paradigmenwechsel für uns Christen, für die Christenheit, möchte ich mal sagen, liegt in diesem Bild. Ich möchte euch Christen einfach schon mal sagen, wenn ihr das neue Jerusalem, so wie es geschrieben steht, in Offenbarung 20 oder 22, dort in diesen Kapiteln drin, wenn ihr das neue Jerusalem als eine Stadt erwartet, immer noch, auch nach 2000 Jahren noch, eine Stadt, die vom Himmel herabgeschwebt kommt, dann möchten wir euch als Paradigmenwechsel schon einmal darauf einstellen, wenn ihr dabei seid heute, frisch bei uns, der Aufbruch der neuen Welt kommt von unten. Das neue Jerusalem kommt von unten. Ja, nicht von oben, es ist zwar von oben gewirkt, seht ihr, und da beginnen diese Missverständnisse, die wir bis heute in unseren Köpfen drin haben, dass wir doch sage und schreibe daran glauben, dass eine Stadt vom Himmel geschwebt kommt, die Jesus gebaut hat da drüben, weil wir die geistlichen Bilder nicht verstanden haben, auch die griechische Sprache nicht, muss ich nebenbei bemerken, die eine ganz große Dynamik vermittelt, während wir im Deutschen alles statisch, menschlich interpretiert haben. Also wie kann man daran glauben, dass eine Stadt vom Himmel geflogen kommt, die in den Maßen 2000 Kilometer Länge, Breite und Höhe hat? Ja? Wie kann man sowas erwarten und dabei nicht eiligst bedacht sein, ein Flugzeug sich anzuschaffen, dass man da noch wegfliegen kann, diese 2000 Kilometer, wenn die runterkommt? Weil dann ist nämlich alles platt, versteht ihr? Nur so viel zu einführen zu diesem Bild. Ich möchte euch klar machen, ihr Christen, kommt aus der Passivität heraus, hört auf, passiv zu warten, bis das alles vom Himmel geregnet kommt, was ihr immer als Segnung gewartet habt, was der Herr Jesus da alles gebaut haben soll. Es stimmt zwar, richtig übersetzt ist, er war Schreiner, er war Zimmermann, besser gesagt, ja, als Jesus von Nazareth auf die Welt kam. Aber das rechtfertigt nicht den Glauben, dass er, weil er Zimmermann ist, jetzt die letzten 2000 Jahre ganz allein eine Stadt gebaut hat, die dann vom Himmel herabgeflogen kommt und wir können Däumchen drehen, hier warten, bis die neue Welt aufbricht, ja. Weil das ist die Erwartung der Christen, die neue Welt, die vom Himmel geflattert kommt. Und dann samt Jesus und den Engeln, und die räumen dann hier den ganzen Saustall auf, den wir in rezessiver Haltung verpasst haben. Also wir haben passiv mehr oder minder zugeschaut, was hier mit der Welt abgeht. Wir haben unser Evangelium gepredigt, haben die Moslems verrückt gemacht und alle anderen Religionen, indem wir ihnen Jesus um die Ohren gehauen haben, den alleinseligen Jesus. Und wenn sie nicht diesen Namen sagten, fuhren sie alle zur Hölle und solches Zeug. Seht ihr, also jetzt habe ich schon ziemlich mal eingeschenkt, damit auch die Neuen wissen, in welcher Weise wir den Paradigmenwechsel ansteuern, auch mit dieser Predigt. Wir vertiefen das, wir klären ab, wer Gott ist, wer Jesus ist, was Gott wollte, was er sicher nicht wollte. Und so sicher, wie er nie wollte, dass eine Stadt vom Himmel geregnet kommt, im physischen Sinn, weil das ist ein Sinnbild, wie er schon immer wollte, dass wir von unten her, dass Gott in uns drin von unten her durchbricht, dass wir hier unten unser Werk tun, nicht uns freuen auf den Himmel und alles passiv dem Teufel überlassen, was hier unten läuft. So sicher er das so wollte, wollte er alle anderen Dinge auch ganz anders, die wir so irre interpretiert und ausgelebt haben bisher. Vielleicht sind jetzt schon einige Stuben halbe leer. Tut mir leid für euch, wenn ihr irgendwelche Leute eingeladen haben, die das nicht vertragen. Aber Scheidung, wie ihr gehört habt, tut manchmal gut. In die Vereinzelung, ab in die Vereinzelung.
Dort werden wir bedürftig gemacht, bis wir merken, es muss hier unten endlich etwas geschehen. Also wichtig ist mir, hört auf mit der Erwartung, dass der Aufbruch der neuen Welt, die neue Welt vom Himmel herabgeflattert kommt, fix und fertig. Hört auf damit, Christen, sage ich zu uns zuerst, hört auf mit dieser passiven Erwartung, dass Gott das für uns übernimmt, macht er nicht. Ich sage dasselbe den Moslems vorweg. Hört auf mit der Erwartung, euren Erlöser immer vom Himmel zu erwarten, irgendwas Verrücktes, Übernatürliches. Die Geschichte mit Gott geht auch bei euch so lang, weil ihr habt denselben Gott, wie alle anderen auch, wie wir auch. Derselbe Gott, der eine Gott, will niemals vom Himmel das für uns erledigen, was er durch uns beschlossen hat. Ja. Das gilt für die Moslems, das gilt für die Hindus, das gilt für die Buddhisten, das gilt für jede Form der Religion, das gilt aber auch für alle Politiker, die sind uns hier ja eher voraus, die sind ja in den Gängen, nur kennen sie eben Gott nicht, dann müssen sie da wieder nachholen. Dasselbe gilt für die Wissenschaft, für jede Form der Ideologie. Entweder die neue Welt bricht von unten her auf oder es bricht keine neue Welt auf. Aber und jetzt kommen wir einleitend in diese Grundgedanken. Wir bereden den Aufbruch der neuen Welt und ihre Phänomene. Wichtig, ganz grundlegend ist, so wahr es von unten aufbrechen muss und von unten kommen muss, und zwar durch alle, so wahr muss es von oben gewirkt sein. Versteht ihr? Aber es ist ein Riesenunterschied, ob etwas von oben gewirkt wird, das sich unten auswächst in der Kraft, oder? Hier hast du ein göttliches Prinzip. Eine Kraft bricht sich durch den Asphalt. Es geschieht von unten, alles geschieht unten, aber es ist von oben so eingefällt, so gewirkt, so veranlagt, so gebaut, ja, so gedacht. Ja. Also wir kommen nicht darum herum, den Aufbruch der neuen Welt ohne Gott zu erwarten. Kürzlich hat jemand mich eingeladen für ein Interview in einer größeren Zeitschrift und wollte wissen, ist Gott notwendig in diesen ganzen Veränderungsprozessen, in diesen Demonstrationen, in diesem Aufbruch, der hier geschieht? Es ist bislang nicht zu dem Interview gekommen, weil so vieles läuft hier unten, aber ich sage es euch hier direkt vorneweg, bevor wir uns hier in die Fluten stürzen, eine neue Welt ohne Gott wäre einfach schlicht undenkbar. Wir haben es mit so teuflischen Mächten zu tun. Ich glaube, davon muss man niemand mehr überzeugen. Es braucht einen Gott. Es braucht einen lebendigen Gott. Ja. Ja. Aber eben wichtig ist, es braucht, ohne Gott geht nichts, aber eine neue Welt ohne ein neues Gottesverständnis wäre allerdings ebenso undenkbar. Versteht ihr das? Es braucht einen Gott. Aber wir müssen endlich aufhören, diesem Gott aus der Schule zu laufen. Eben, wie ich es anfangs erklärt habe, solange wir Christen glauben, dass die Stadt vom Himmel kommt, fix fertig, und das Bild nicht verstanden haben, dass wir selber die neue Stadt sind, ja, solange wird nichts geschehen. Da laufen wir Gott aus der Schule. Wir gehen quer dem, was vorbereitet ist. Und ich sage es wieder, solange auch alle anderen die Erlösung von außen erwarten, seien es die Moslems mit ihrem Mahdi oder die Esoteriker, mit ihren aufgestiegenen Meistern, mit ihren Außerirdischen und was es da so alles gibt, solange laufen wir Gott aus der Schule. Weil es gibt genau einen Gott und dieser Gott reagiert, wie er reagiert. Er ist, wie er ist. Er hat die Welt geschaffen, wie er sie geschaffen hat. Und da kann sich keine Religion und kein Mensch etwas Sonderbares daraus nehmen und aus dieser Welt etwas anderes machen, als was sie ist, so wie sie gegeben ist. Und darum stellt sich am Start in der Grundlage dieser Verkündigung allem voran die dringende Frage, aber wer genau und wie genau ist denn dieser, ich sage mal, neue Gott? Aber er ist nicht neu. Ich rede von dem alten Gott, wie er schon immer war. Aber wie er von uns konsequent einfach missverstanden, fehlinterpretiert wurde. Ich weiß, es klingt ein bisschen nach Hybris, was hier abgeht, wie ich hier rede. Es mag jetzt sein, dass Leute denken, na, jetzt kommt da wieder ein und will wieder was besser wissen. Aber ich bin überzeugt, wenn du mit mir mitgehst und diese Dinge genau hörst, die ich dir sage, und auch erkennst, dass wir das erprobt haben, was wir hier reden, dass das nicht wieder eine Theorie mehr ist, wieder eine These mehr. Wenn du einfach mitgehst, wirst du merken am Schluss, wir reden von Ereignissen, die bemessbar sind.
die erlebbar sind. Nicht vom grünen Tisch Theorien, die man nicht nachprüfen kann, sondern Dinge reden wir jetzt, die wir durch und durch erfahren, das seit Jahrzehnten und nicht allein, sondern mit Tausenden zusammen. Wir erfahren sie querbeet ein durch sämtliche christlichen Denominationen, die nach wie vor miteinander in den Haaren liegen. Wir erleben sie querbeet ein mit anderen Religionen, mit anderen Philosophien, mit anderen Hintergründen, die denkbar anderer Art sind als wir. Wir reden von einer Praxis, von einem Gott, den alle gleich wahrnehmen, auf einer anderen, höheren Ebene, als wie wir uns das bislang gewohnt waren. Und ich möchte diesen Gott jetzt anfangen zu definieren, zu erinnern, wer er ist. Vieles ist natürlich nicht neu, aber die Konsequenz daraus muss neu sein, muss tiefer gehen. Also, was wir uns zuerst merken wollen, Gott ist immer anders, immer wieder anders. Das ist ein wichtiger Satz, den du dir merken musst, weil das Typische von Religion ist, dass sie Gott zementieren möchte. Sie fixiert etwas, was Gott getan hat, macht ein Denkmal draus und setzt eine Denkmalpflege ein. Das ist das Typische, wie wir Menschen arbeiten. Aber Gott ist immer wieder anders aus Prinzip. So wie er nie zwei gleiche Gesichter macht, wie er immer alles neu macht, obwohl es das Gleiche ist, so ist er grundsätzlich. Im Hinblick auf den Aufbruch der neuen Welt lese ich jetzt 1. Timotheus 1,17. Ich nehme die Bibel als Grundlage, weil ich Christ bin und weil ich sehe, dass die biblischen Schreiber einfach eine Gotteserkenntnis hatten. Das kommt ja vom Ursprung und ich übersetze alles immer wieder aus dem Griechischen. Da liest man viel tiefere Dinge als im Deutschen oder in anderen Sprachen. Und hier kommt so vieles hervor, was das Verständnis korrigiert. Das waren Gottkenner, möchte ich mit anderen Worten sagen. Die Leute, die Bibel geschrieben haben, waren echte Gottkenner, nicht Theoretiker, nicht irgendwelche Theologen, sondern Gottkennende. Und einer von diesen schreibt hier, das war der Paulus, dem König der Weltperioden, so ist das im Griechischen zu übersetzen, dem König der Weltperioden aber, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit bis hinein in alle Weltperioden. König der Weltperioden. Wir reden vom Aufbruch der neuen Welt. Es gibt einen König der Weltperioden. Das meint, die Welt und ihr Geschehen, was auf ihr geschieht, ist nicht dem Zufall überlassen, ist nicht irgendein Knall, irgendein menschliches Produkt, sondern da herrscht jemand darüber. Man könnte König der Weltperioden auch lenkender Beherrscher der Weltperioden nennen. Hier gäbe es ganz viele Begriffe aus dem Griechischen. Das Griechische hat jeweils bis 20 und mehr Bedeutungen von einem Wort. Und wenn man geistliche Dinge versteht, wählt man diese, die den Punkt wirklich signalisieren möchten. Also, was ich sagen möchte, König der Weltperioden bedeutet, da ist ein Plan, da ist ein Regent, der arbeitet mit Weltperioden, mit der Zeit, er arbeitet mit der Welt. Es geschieht etwas, das nicht dem Zufall überlassen ist, das ist geplant, es ist geführt, gelenkt. Also reden wir jetzt schon vom ersten Phänomen. Wir sagen auch, die neue Welt ist das Produkt, ein Produkt einer ontischen Kraft. Auch die neue Welt ist das Produkt einer schöpferischen Kraft. Also die lässt sich nicht abverdienen, möchte ich gleich mal der Religiosität gegenüberstellen, die sich hier dann gleich wieder breit machen möchte. Aufbruch der neuen Welt ist nicht ein Produkt, das Menschen erarbeiten, nicht ein Produkt, das wir auf Verträgen und Übereinstimmungen und Anstrengungen erarbeiten können, in Bündnissen und dergleichen, auch wenn es Bündnisse gibt. Auch wenn es allerlei Anstrengungen gibt, auch wenn es Demonstrationen gibt und all diese Dinge, die gehören dazu. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich sage nur, der Mechanismus, die Gesetzmäßigkeit, die Grundsätze laufen anders. Auch die neue Welt ist ein Produkt einer ontischen Kraft. Was ist eine ontische Kraft? Eine ontische Kraft ist eine Kraft, die wirkt, ob du gerade wach bist oder schläfst. Eine ontische Kraft zum Beispiel gibt dir einen Herzschlag.
Eine ontische Kraft lässt dich atmen, lässt deine Lunge atmen. Denke nie, dass du das bist. Das merkst du spätestens, wenn du tot bist. Dann kannst du mal versuchen, weiter zu atmen oder weiter dein Herz zu betätigen. Du wirst sehen, ein anderer schlägt es. Es ist eine ontische Kraft, eine schöpferische Kraft. Genau. Und somit kannst du auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Die eine Seite ist, dass du das nicht im Auge behältst und denkst, du musst die neue Welt selber erarbeiten, stützt ganz auf deine eigenen Kräfte, auf deine eigene Intelligenz ab. Und weil du vergessen hast, es ist eine ontische Kraft, die auch die neue Welt wirkt, dann bist du von der einen Seite vom Pferd gefallen, wenn du das vergisst. Von der anderen Seite vom Pferd bist du gefallen, wenn du denkst, ja, wenn es eine ontische Kraft ist, na dann wollen wir mal schauen, was der liebe Gott hier tut, oder? Dann machen wir wieder diesen hier, oder? Und ich denke, dieser Punkt, also beide waren schon immer vom Wesen her typisch für die Abehrung der Christenheit. Und ich beginne immer bei uns. Aber du, wenn du Moslem bist und heute zuhörst oder was auch immer du bist, übertrage es bitte auf dich, weil ich rede hier von menschlichen Problemen, nicht von christlichen. Wir machen diese Fehler nicht als Christen, sondern als Menschen. Und weil wir sie machen, machen alle anderen, die auch Menschen sind und menschlich denken, eben dieselben Fehler. Versteht ihr das? Also man kann immer von zwei Seiten vom Pferd fallen, wenn eine ontische Kraft im Spiel ist. Man kann sie vergessen und daraus eine Religion machen. Das hat die Christenheit hervorragend hingekriegt, die Muslime und alle anderen auch. Das heißt, statt dass wir Gott wirken lassen, wirken wir für Gott etwas. Wie kann ich Gott gefallen? Was muss ich alles tun, dass ich Gott gefalle? Oder? Haben sie auch Jesus schon immer gefragt. Was müssen wir tun, dass wir die Werke Gottes tun? Jesus hat ganz cool geantwortet, es gibt ein Werk Gottes. Das ist das Werk Gottes, dass ihr hinein in den vertrauend lebt, den er gesandt hat. Das heißt, den Geist Gottes hinein in den vertrauend leben, mit ihm mitgehen. Aber ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen. Ich rede davon jetzt, man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Also, die eine Seite, ich vergesse das, werde religiös und anstelle der ontischen Kraft, der von selbst wirkenden Kraft, die wirkt, ob ich gerade schlafe oder wach bin, ob ich lebe oder tot bin, die wirkt, weil es eine schöpferische Kraft ist außerhalb von mir. Ich kann die vergessen, werde religiös. Die andere Seite ist, ich kann sagen, weil es eine ontische Kraft ist, macht sie alles allein. Oder? Jesus vom Himmel kommt mit den Engeln, räumt hier unten auf, der Medi, und das haben wir alles schon besprochen. Seht ihr? Zwei Seiten. Aber das Phänomen, weil auch die neue Welt, der Aufbruch der neuen Welt, ein ontisches Produkt ist, durch eine schöpferische Kraft, müssen wir sie vergleichen mit anderen ontischen Erscheinungen. Und ich nenne dir jetzt mal eine Palette ontischer Erscheinungen, damit du begreifst, wie man mit ontischen Erscheinungen zusammenwirken muss. Ich gebe das jetzt als Gleichnis, ich gebe mal eine kleine Übersicht über ontische Ereignisse. Also kann man sagen, der Aufbruch der neuen Welt gleicht daher wesensmäßig zum Beispiel einer Sternschnuppensaison. Ich glaube, die ist gerade jetzt, habe ich irgendwas gehört diese Tage. Es gibt so eine Zeit, wo mehr Sternschnuppen als sonst sichtbar sind. Das ist ein Ereignis, ob ich recht oder schlecht getan habe, oder? Ob ich zu Hause Frieden oder Unfriede habe, die Sternschnuppen kommen. Wer sie sehen will, muss rausgehen in der Nacht. Seht ihr den Punkt? Man kann so ein Ereignis, ein ontisches Ereignis, immer verpassen. Das ist der Punkt bei einem ontischen Ereignis. Und weil der Aufbruch der neuen Welt ein ontisches Ereignis ist, kannst du es verpassen. Die 17-Jahres-Zikade, wir haben vor einigen Jahren darüber geredet in der OCG, das ist ein ontisches Ereignis. Da kommen nach 17 Jahren, ist eine Larvensorte, ist unter dem Boden, lebt 17 Jahre unter dem Boden, verborgen. Und genau im selben Tag kommen Millionen von ihnen zur gleichen Zeit hoch aus der Erde. Hier seht ihr sie auf dem Bild. Dann krabbeln die, das ist ein unglaubliches Geschehen. Die krabbeln hier hoch, die Bäume hoch. Und dann läuft die ganze Geschichte ab. 17 Jahre lang waren sie verborgen. Ein ontisches, schöpferisches Wirken holt sie am selben Tag hervor, ohne Absprache gegenseitig, über Kilometer hinweg. Machen alle dasselbe im selben Tag, in derselben Stunde nach 17 Jahren. Oder? Man kann es verpassen, dieses Ereignis. Seht ihr es? Wenn du es erleben willst, musst du wissen, wann dieser Tag ist. Du kannst ihn verpassen. Du kannst auch selbst einen Frühling verpassen. Das sind alles ontische Ereignisse. Ein
ein ontisches Ereignis ist auch zum Beispiel sind die fruchtbaren Tage der Frau. Ist alles ontisch, gell? Ich mache ja nur jetzt ein paar Beispiele, die uns klar machen, ontische Ereignisse sind auch verpflichtend. Die haben ein Potenzial auf der einen Seite. Und wenn du etwas haben willst davon, hat es einen Imperativ drin, ein Muss, oder? Die fruchtbaren Tage der Frau zum Beispiel, die sind typologischerweise immer nach ihren Blutungen, also nachdem sie viel Blut gelassen hat, merkt euch das mal gut als geistliches Sinnbild wieder, das ist ein geistliches Gleichnis, immer wenn die Frau viel Blut gelassen hat, nach diesen Tagen, kommt eine ontische Periode, ein Kairos, wenn man so will, dann nennt man den fruchtbaren Zeitpunkt, wo die Frau fähig ist, Samen zu empfangen, um fruchtbar zu werden. Siehst du, man kann diesen ontischen Ablauf buchstäblich verwehren. Das machen ja heute die meisten, oder? Durch die Pille kannst du es verwehren. Du kannst ihm entgegenwirken, du kannst ihn vernichten. Das kannst du mit nahezu jedem ontischen Verlauf kannst du so umgehen. Ja? Aber man kann ihn auch nutzen. Und wenn du das ontische Prinzip verstehst, was geschieht, kannst du kooperieren damit. Und um das geht es bei Gott, auch mit der neuen Welt. Es geschieht auf der einen Seite etwas, aber nicht einfach so von selbst, dass wir Unbeteiligte werden. So wie du den ontischen Moment erwischen musst, wo das überhaupt möglich ist. Beim Bauern ist das die Saat, wann er es aussät, welche Periode der Wetterlage da ist beim Hochziehen seiner Pflanzen und so weiter. Du kannst in jedem Fall kannst du es verpassen. Ich sage ein weiteres Beispiel, dass du merkst, wie wir eigentlich gewohnt sind, mit diesen schöpferischen, ontischen Wirklichkeiten zusammenzuwirken. Aber viele verpassen sie auch. Ein Beispiel, ein typisches, was noch immer die meisten offenbar verpassen, ist zum Beispiel das Ernten von Vollmondholz. Uns Christen hat man das natürlich gesagt, das ist okkult, oder? Es ist immer alles okkult, was man nicht versteht. Und wo die Welt die Nase vorne hat, sofort okkult, oder? Vom Teufel. Nein, wir haben es von Erwin Thomann gehört. Und der beweist das mit seiner Qualität. Das kann man alles bemessen. Wenn du bei Vollmond das Holz erntest und noch ganz andere Dinge tust, hat das eine Überlebensqualität wie alles andere Holz sonst nicht, ja? Das bekommt Qualitäten, die man hier jetzt alle nicht ausführen kann, aber man kann es verpassen. Darum rede ich davon. Man kann den Aufbruch der neuen Welt verpassen, obgleich es ein ontisches Produkt ist. Versteht ihr? Oder wie die Brunstzeit der Tiere oder die Myrrhe, die ausfließende Myrrhe, wenn die Myrrenbäume, wo man Raucherstäbchen und so weiter draus macht, wenn man den Moment erwischt, den Kairos, den ontischen Moment, wo das von selber ausfließt, hast du die beste Qualität von Räucherwerk. Presst du es selber aus dem Baum raus, gibt es eine schlechtere Qualität. Das sind alles Gleichnisse, die uns zeigen, man kann die neue Welt, die aufbricht, am Aufbrechen ist, in ontischer, schöpferischer Weise, kann man in der Qualität vermindern, indem man reinpfuscht, indem man etwas Hand anlegt, wo die Hand nicht reingehört. Man muss den Zeitpunkt verstehen, wann das Harz von selber ausfließt, zum Beispiel. Ja. Wieder ein anderes Beispiel ist das Flügge werden von Tieren, aber auch Menschen. Ja. Tiere, oder? Wenn sie Flügge werden, das heißt, wenn sie ausfliegen, wenn sie dann selber auf eigene Beine kommen, verlassen sie das Nest, die Menschen verlassen ihr Haus, ihr Elternhaus, um selber auf die eigene Beine mündig zu werden. Und dann gibt es aber auch da Tiere, die verpassen diesen Moment, obwohl es ein ontisches Produkt ist. Es geschieht von selbst, ein Naturtrieb, wenn du so willst. Und darum ist der Adler, ein Bild, Sinnbild für Gott immer wieder, ist ein Tier, das seine Jungen, wenn sie den ontischen Moment, den Aufbruch ihrer neuen Welt verpassen, der schubst sie einfach am Nest. Oder? Und dann stürzen sie über die Klippen und er schaut zu, können sie fliegen? Nicht, wenn sie nicht können, stürzt er runter, holt sie auf seine Schwingen, klatsch, bevor sie unten aufknallen auf den Boden, trägt sie wieder hoch, wirft sie wieder raus. Der hilft ihnen nach, macht ihnen Beine. Und vielleicht ist so ein Seminar wie heute, ist vielleicht so ein Versuch, dich aus dem Nest zu werfen, oder dich in die Gänge zu bringen, dass du nicht wartest, bis die neue Welt dich übersegnet, oder? Dass du, wie so ein Frühlingsregen, dass du sie empfängst. Nein, Gott möchte dich aus dem Nest werfen, in die Gänge bringen, dass du selber flatterst, selber deine Flügel bewegst, selber deinen Teil daran gibst, das ist ganz wichtig. Ja?
Und der Adler macht das nicht auf ewig. Das ist auch so ein Ding, das haben wir mal gründlich studiert. Wenn ein Adler merkt, sein Junges macht hier Kirmes draus, hat Spaß aus dem Nest und dann wuh, und dann kommt der Papa und fängt es wieder auf. Irgendwann lässt es knallen. Knallt es unten auf, das war's. Für so ein Viech ist dann die Zeit vorbei. Die ontische Kraft hat nicht das gemacht, was es erwartet hat. Seht ihr, und das macht Gott auch mit seinen Menschen. Das macht Gott mit den Christen, wenn sie ihren Zeitpunkt verpassen. Das macht er mit den Juden, das macht er mit den Moslems, das macht er mit jeder anderen Religion, mit jeder anderen Sorte Mensch genauso. Wenn sie nicht aufspringen in der Zeit, wo die Saison ist, möchte ich sie einmal nennen, lässt er sie früher oder später aufklatschen. Er fängt sie nicht ewig auf, irgendwann sagt er, wie bei Israel, so das war's. Jetzt könnt ihr euren eigenen Weg gehen, jetzt könnt ihr weise werden, indem ich euch euer Haus euch selber überlasse. Das ist die Geschichte Israels, wie sie in die Diaspora kam, in die Verbannung, die Völker verstreut wurden, weil sie immer wieder mit der Wirkung Gottes nicht mitgegangen sind. Sie haben die Saison nicht erkannt. Jesus sagt, wie oft habe ich euch sammeln wollen, aber ihr habt nicht gewollt. Ja. Seht ihr, und so könnte man beliebig fortsetzen. Aber ich denke, das reicht, um das erste Phänomen zu umschreiben, was der Aufbruch der neuen Welt beinhaltet. Auch die neue Welt ist ein ontisches Produkt. Ich möchte als zweites Phänomen auf das Zeitalter Schwerpunkt legen. Das zweite Phänomen, der Aufbruch der neuen Welt, ist ein Zeitalter. Ein Zeitalter mit eigenen Gesetzmäßigkeiten und Grundsätzen. Völlig neuer Art. Das gehört zusammen. Jetzt denkst du, vielleicht so eine kleine Wiederholung. Aber ich möchte das doch separieren, weil es eine so wichtige Sache ist, dass wir begreifen, was da auf uns zukommt. Eben nicht ein Produkt von Menschen gemacht, nicht ein Produkt von innen, sondern also von menschlicher Abkunft, sondern ein Produkt Gottes, das von außen gewirkt wird, aber zugleich von innen in uns drin ansetzt, wo Gesetzmäßigkeiten, Erkenntnisse im Spiel sind, die wir entweder checken oder nicht checken, begreifen oder nicht begreifen. Aber ich möchte hier nochmals betonen, es ist keinesfalls eine Zwangsernte, die Gott hier einfährt. Keinesfalls gibt es hier garantierten Erfolg, garantierten Nutzen oder garantierten Profit. Man muss mittun. Ja. Unser Problem, auf der einen Seite, weil es eben so abläuft, ich atme zum Beispiel, ich atme Kohlendioxid aus und der Baum atmet das ein und gibt mir Sauerstoff dafür ab. Man könnte denken, eben, das war's, ein neues Zeitalter. Jetzt wird das vollkommen gemacht, jetzt muss ich nichts mehr überlegen, nichts mehr machen. Aber du siehst, wenn man die Dinge nicht durchdenkt, wenn man jetzt nach China schaut und durchdenkt das nicht, dass es eine Grenze hat, dass man auch etwas dagegen tun muss, dann gibt es eine Pestilenz in der Luft. Oder in Italien haben wir gesehen, Norditalien und so weiter, ganz krasse Luftverschmutzung. Also unsere Aufgabe ist in diesem neuen Zeitalter genauso wie bisher Ursachenforschung zu betreiben, nur auf weit höherer Ebene. Und darum habe ich das als zweiten Extrapunkt nochmals genommen, ist ein neues Zeitalter. Es erfordert, dieses Zeitalter erfordert, dass wir in die geistlichen Gesetzmäßigkeiten einschreiten. Unser Mitdenken, unsere Ursachenforschung, Ursache-Wirkungsforschung darf nicht länger auf irdisches, materielles ausgerichtet bleiben. Versteht ihr das? Ja. Das erste war ein ontisches Prinzip, das als Prinzip grundsätzlich, aber jetzt kommen wir zum Inhalt des neuen Zeitalters. Der Unterschied ist, jetzt bricht eine Welt, eine neue Welt auf, ich sage es jetzt mal mit unseren Begriffen, die geistlich ist. Ich weiß es nicht, wie sagt der Eso das? Ihr müsst das immer selber in eure Sprache übersetzen. Dazu reicht einfach weder Kraft noch Zeit noch Kenntnis. Ihr kennt eure eigenen Schriften am besten. Und meine Behauptung, meine grundsätzliche Behauptung ist immer wieder, sowohl die Moslems, also einfach alle Religionen, als auch Ideologien und so weiter, sie haben ihre eigenen Lehrschriften. Und ich behaupte, weil ein Gott sie alle versucht hat, in sich hineinzuholen.
ein Gott, nicht mehrere Götter. Darum haben alle irgendwo in ihren Schriften dieselben Aufforderungen. Ihr werdet sie finden, wenn ihr eure Schriften aufmerksamer studiert. Wenn ihr sie in eurer Sprache jetzt nicht so lesen könnt, geht zum Beispiel in die arabische Sprache, wenn ihr Moslems seid, lest die arabischen Grundtexte, wie ich die griechischen studiere bei mir im Neuen Testament. Und ihr werdet sehen, Gott hat überall dieselben Bemühungen angestellt. Er hat überall uns dazu angereizt, in allen Nationen, in allen Ebenen, auf allen Ebenen, hat er uns dazu angereizt, mit ihm mitzudenken, geistliche Ursachenforschung zu tun, sich mit im Spiel zu haben, sich mit ins Spiel zu nehmen. Er hat bei allen dasselbe versucht, durch sie, durch die Menschen zu kommen. Aber wir müssen Ursachenforschung betreiben. Über lange Zeit war es ein Unding. Die Wissenschaft hat sich so materiell eingestellt, dass sich so festgefahren hat, bis zum Atom runter, wo sie definiert hat, bis hierher und nicht weiter, oder? Und dann kam eben die Stunde der Verlegenheit, wo selbst Einstein schon vor über 100 Jahren plötzlich feststellen muss, oh Schreck, ich war wohl zu materialistisch eingestellt. Mein Problem ist, musste sich Einstein eingestehen, das Ganze ist nicht mal Materie, das Ganze ist Kraft, das Ganze ist Leben, das Ganze ist Schwingung. Nenne es das, wie du willst, ja. Wir streiten uns hier auch nicht um die Begriffe, ob es das Schwingung heißen soll oder Geist oder Kraft oder Fluss oder nimm da, was du willst, oder? Tatsache, keine Materie. Also musste er für den Rest seines Lebens darüber nachdenken, wie er aus dieser Schlinge wieder rauskommt. Das ist wieder eine eigene Geschichte, die wiederhole ich hier um der Zeit wieder nicht. Das Fazit ist es, was ich zeigen möchte. Eigentlich hat dieser Materialist ein neues Zeitalter markiert, ja? Der Aufbruch der neuen Zeit, eine neue Denkweise ist aufgekommen. Heute reden wir von Quantenmechanik, von Quantentechnik und so weiter. Die ganze Wissenschaft ist dabei, umzudenken. Oder viele haben schon umgedacht, aber auch hier. Eben, man muss nicht mitgehen mit diesen Entwicklungen. Man kann natürlich beim Urknall stehen bleiben und mit Darwin den Bart wachsen lassen. Kann man alles machen, oder? Aber es wird nichts ändern. Man wird die neue Welt verpassen. Wer mit dabei sein will in diesem neuen Zeitalter, muss seine Ursachen- und Wirkungsforschung auf die geistige Ebene erhöhen. Es gibt geistige Wirkungen, geistliche Wirkungen, die sind fernab von allem, was wir kennen, von irdischen Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen. Im Irdischen musst du Ursachen studieren, wenn du zum Beispiel plötzlich einen heißen Kopf hast. Das ist die materielle Seite, oder? Da musst du überlegen, woher kommt der heiße Kopf, das Fieber. Eben, und da haben wir schon wieder den Beweis, wie wir Menschen begrenzt sind, wie wir dann fähig sind, über Jahrhunderte hinweg immer noch kranker zu werden, weil unsere Ursachenforschung nie wirklich auf den Punkt kommt, oder? Das berühmte Symptom bekämpfen, was das Typischste überhaupt für menschliches Aktivsein ist, für die ganze Medizin, es ist einfach zum Schreien, oder? Gott erreicht sein Ziel nicht. Ja? Wir hätten zuerst die Materie studieren sollen. Warum werde ich krank? Aber dann gehen immer die Ursache immer tiefer. Und weil halt irgendwann eine Grenze ist, wo das Materielle aufhört, wo geistliche oder seelische Probleme ihren Lauf nehmen, sind die Menschen nicht willens, die einzugestehen, oder? Dass eine Krankheit eine Ursache haben könnte in der Beziehung zum Beispiel zum Ehepartner. Oder in der Beziehung zu meinen Kindern oder den Kindern zu den Eltern oder zum Lehrer oder weil ich was gestohlen habe vielleicht. Dann kommt man in den ganzen Streit von Moral und Ethik ein Riesen hin und her, einfach weil man nicht bereit ist, die Ursachenforschung so weit zu führen, bis man die Ursache hat. Nein, man macht lieber ein Pflaster drauf, Symptombehandlung, die Medizin macht es so, die Politik macht es so, die Bildung macht es so, die Wissenschaft macht es so. Aber das Problem ist, das Resultat, wenn man nur immer Pflästerchen oben auflegt, nicht die Ursache bekämpft, ist einfach ein immer noch kränkerer Leib. Versteht ihr das? Das heißt, die ganze Welt ist jetzt so krank geworden, dass sie in diesen desolaten Zustand geraten ist, wie wir sie jetzt kennen. Versteht ihr? Das, was hier unten abläuft, ist das Endprodukt. Weil wenn man die Ursache nicht bis auf den Grund bringt, kommt Lüge ins Spiel, Täuschung und mehr Krankheit. Und wenn jetzt noch sich böse Leute oben reinsetzen, die daraus noch ein Geschäftsmodell wittern, oder? Die sich sagen, wow, wenn die Leute krank sind, kann ich richtig verdienen. Wenn ich sie gesund mache, verdiene ich nicht einen Bruchteil davon, oder?
Also jetzt haben wir die ganze Pharma, die eine Technik gefunden hat, die dich krank behält, schön in der Schwebe, dass sie immer an dir verdient. Seht ihr? Und das ist die alte Welt, die jetzt zugrunde geht. Das ist die alte Welt, die so krank wird, notgedrungen, weil die Lüge immer größer wird. Sie kann gar nicht bestehen, sie kann nicht überleben. Außer sie denkt mit den Dingen, sie macht Ursachenforschung bis auf den Punkt, sie gibt zu, was sie gesündigt hat, sagen wir in unserem christlichen Jargon. Oder? Wenn sie nicht sagen kann, die Wissenschaft, wir haben euch ausgebeutet, wir haben eure Krankheiten instrumentalisiert, wir haben euch instrumentalisiert, wir haben euch ausgebeutet, jetzt tut uns das leid, jetzt gehen wir richtig auf den Punkt. Ja. Wenn sie das nicht sagen kann, werden die Menschen immer kranker. Ja. Und die Ausbeute geht so weiter und das Böse setzt sich oben drauf, bis wir alle tot sind. Ist einfach so, oder? Mittlerweile ist jeder Zweite erkrankt an Krebs. Aber das ist ja ein Thema, das ist nicht auf der Liste, das besprechen wir sonst schon genug. Hier geht es nur darum, ein neues Zeitalter bedeutet, jetzt ist es ein Imperativ geworden, eine Pflicht, ein Befehl. Wer hier teilhaben möchte an dieser ontischen, an diesem ontischen Ereignis, der muss jetzt geistlich denken lernen. Der muss in die Tiefe gehen, in die Tiefe des Geistes, in die wirklichen Ursachen muss er vordringen, er muss den Menschen kennenlernen in seiner Verbindung zueinander im Geist. Wir sind seelisch miteinander verwoben, wir sind ein Netz, ein Netzwerk, wir sind ein Organismus. Darin ist OCG weit vorgerückt, allen Bewegungen auf dieser Welt gegenüber. Lernen wir, oder haben wir schon seit Jahrzehnten das gelernt und geübt, dass diese geistige Vernetzung, diese gegenseitige Abhängigkeit voneinander im Geist, in der Seele, diese gegenseitigen Wirkungen, dass wir die mit in die Rechnung aufnehmen, mit in die Ursachenforschung. Und hier finden wir so viele Antworten, die Welt dann nicht hören will. Ja. Weil dann geht die Pharma pleite, dann gehen die ganzen Bankster pleite, dann geht die Politik den Bach runter, dann müssen alle neu denken, seht ihr? Und darum muss man uns Sektierer nennen, damit das Ja nicht nahe kommt, damit das Ja nicht rivalisiert, dass das Ja nicht irgendwie das Rennen machen könnte. Also aber der Punkt ist, wir übertreten Naturgesetze am laufenden Band, verbieten dann moralische Grenzen, oder? Weil man sieht das Ganze dann auf die moralische Ebene und sagt, ja, ihr seid Frömmler, ihr wollt uns hier vorschreiben, wie viel von mir aus... Wie viel Wein oder Bier oder was ich trinken darf, wie viel Sex ich haben darf, was ich tun und was ich nicht tun darf. Aber seht ihr, es hat null und nichts damit zu tun, was ein Mensch vom anderen fordert. Es hat auch null und nichts damit zu tun, was Gott von dir fordert. Du musst nichts tun mit Gott. Du musst das ontische Wirken verstehen. Du musst begreifen, dass alles, was du tust, eine Auswirkung hat. Alles, was andere tun, hat eine Auswirkung auf dich und du auf die anderen. Und das in der Tiefe zu erforschen, ist der Aufbruch der neuen Welt. Das ist unser Teil darin. Ja. Also keine Naturverläufe auflösen, sondern Ehrfurcht vor ihnen entwickeln. Sie heilig halten, weil sie unzerbrüchlich sind. Du kannst die Naturkräfte nicht bändigen in deinem eigenen Wollen und Wirken, in deinem eigenen Rennen. Aber wir laufen mit offenen Augen in die Spieße. Seht ihr? Wir sehen doch die Dinge. Wenn du mit den Leuten redest, zum Beispiel sagt dir fast jeder auf der Straße, wenn du sagst, lügen die Medien oder ist die Pharma, macht die ehrliche Geschäfte, machen alle so bei der Pharma, nein, keine ehrlichen Geschäfte, natürlich lügen die Medien. Aber keiner geht auf den Punkt, oder? Niemand geht so richtig, also keiner ist übertrieben. Also hier ist schon mal einer. Da sind einige, ihr seid da ehrlich. Das ist so eine Redewendung, oder? Das ist die Neigung, oder? Und darum kommt es nicht zu diesem Durchbruch, obwohl das Zeitalter hier ist, es ereignet sich, es sind jetzt die Befähigungen da, ich kann mal sagen, die Sterne stehen günstig, um tiefer zu sehen. Das ist eine Wirkung. Man konnte das bisher gar nicht, warum nicht? Natürlich nicht, weil die Sterne anders stehen, das ist natürlich Quatsch. Wir konnten es nicht, weil wir den Weg nicht gegangen sind. Weil die Ursachenforschung beginnend in der Materie führt hinein in den Geist, wie es Einstein selber bewiesen hat. Das ist bei allen dasselbe, oder? Aber dann eben zuzugeben, ich müsste mein Leben ändern. Weniger fressen, weniger saufen, weniger von hier. Das ist die Konsequenz. Ohne einen Pfarrer da hinten, ein Bäffchen, oder, der das befiehlt. Sondern weil du es selber wahrnimmst, dass es so ist. Oder? Und in dieser Weise Millionen Dinge, weil Gesetzmäßigkeiten nun mal so sind, oder, hier tiefer zu kommen.
das stinkt den Leuten, sagen wir im klassischen Jargon, oder? Stinkt ihnen, möchten sie nicht. Sie möchten lieber darauf losleben, wie sie gerade wollen, tun und lassen, was sie wollen, und es soll ihnen gut gehen. Das wünschen sie sich, aber es geht nicht. Ich muss zum dritten Phänomen kommen, weil wir haben einen kurzen Tag heute. Das dritte Phänomen, das der Aufbruch der neuen Welt ontisch in sich trägt, also als schöpferischer Drang, als schöpferische Kraft, ist ein unwiderstehlicher Drang hin zur Mündigkeit. Das ist ein inneres Ziehen. Überleg gut diese Titel, die ich sage. Ich beschreibe hier die Phänomene, Aufbruch der neuen Welt als Geschehnis von außen, als schöpferische, ontische Wirklichkeit, als Naturtrieb gleichsam, als Zeitalter, ein unwiderstehlicher Drang nach Mündigkeit, ein inneres Ziehen. Man kann es vergleichen mit der menschlichen Pubertät, so übrigens wie es mit unserem menschlichen Leib und Leben abläuft, läuft es da mit dem ganzen Kosmos ab. Das ist alles in der gleichen Art der Gesetzmäßigkeit. Also so wie wir pubertieren, pubertiert die ganze Menschheit, pubertiert ein ganzer Kosmos, pubertiert das Gesamte, oder? Es kommt zur Reife. Und was ist das Wesen einer Pubertät? Das Wesen davon ist, selber in die Gänge kommen, selber handeln, selber Verantwortung übernehmen, selber funktionieren, nicht immer vorgeschrieben bekommen, was ich zu tun und zu lassen habe. Das will kein Kind, oder? Die Kinder beginnen ja mit der Pubertät schon mit 3 Jahren, 2 Jahren, oder? Der berühmten Nein-Phase möchten sie die Pubertät schon mal einleiten, oder? Eben daran kannst du erkennen, wie ontisches und persönliches Wirken zusammenwirkt. Vor der Zeit, bevor die Zeit nicht reif ist, kann man sagen, obgleich das überall immer so ist, ontische Kraft ist immer, mündige Menschen gibt es überall, aber es hat einen Weg, einen Prozess. Also wenn das zweijährige Kind in seiner Nein-Phase auf Pubertät besteht, selber tun, selber handeln, dann sagt Mama, Papa, okay, ich sehe ein, du pubertierst bald, aber noch nicht so bald, dass du an die Schalthebel des Lebens kommen kannst, aber du kannst jetzt schon mal, wenn du so auf eigenen Beinen stehen willst, zum Beispiel dein Zimmer selber aufräumen. Du kannst dein Spielzeug selbstständig wieder versorgen, bevor du ein neues rausnimmst, oder? Oder du kannst dich von selber entschuldigen und ans Licht bringen, wenn du mir was geklaut hast, irgendwo, ein Bonbon oder irgendwas. Siehst du? Aber Pubertät beinhaltet selber sein. Diesen Drang haben wir Menschen. Ja? Aber jetzt kommt ein Unterschied. Was ist der Unterschied zur Pubertät, wie wir sie kennen, im gehabten Sinn, im menschlichen, im irdischen Sinn? Der Unterschied, wenn ich vom dritten Phänomen rede, von diesem unwiderstehlichen Drang hin zur Mündigkeit, beinhaltet das im Aufbruch der neuen Welt einen Kontrapunkt zum Ego-Individualismus. Hier muss ich jetzt gut zuhören. Hier geschieht etwas ganz grandios Fantastisches. Im Gegensatz zu dem, was wir an Pubertät kennen, dieses mündig werden, das mit Ellbogen sich so durch die Welt arbeitet, jetzt komme ich, oder? Papa, wer ist das? Oder kenne ich den? Mama, kenne ich nicht, oder? Ich weiß, wie es geht, oder? Lehrer, alle sind nichts wert, jetzt komme ich, versteht ihr? Dieser Ego-Individualismus, das ist die Raupengestalt des Göttlichen, was Gott will. Diesen will er hier nicht. Das ist im übertragenen Sinn immer noch die Nein-Phase. Also der ist mehr in der Zweijährigen stecken geblieben, der Phase, als dass er jetzt wirklich erwachsen würde, wer so dann diese Pubertät will. In der neuen Welt, was hier schwingt, was hier mit sich kommt, ist eine Mündigkeit, die sich nach dem Gesamten hinsehnt. Auf eigene Beine kommen, in die eigenen Gänge kommen, aber nicht im Ego-Individualismus. Nicht im Ego-Individualismus, sondern im kooperativen, Gesamten. Das ist die Schwingung, die auf die Menschen einwirkt. Und das war vorher noch nie wirklich freigeschaltet, möchte ich es mal nennen. Man muss Bilder verwenden, die gibt es gar nicht. Es ist nirgends ein Gott mit grauem, weißem Bart, der irgendwas freischaltet, oder? Aber es gibt Saison, es gibt eine Brunst-Saison, eben wie ich es erklärt habe. Für alles gibt es einen Kairos, eine ideale Zeit. Aber diese Art der Mündigkeit, die neue Welt mit sich bringt, die ist nicht mehr kopfgesteuert, jetzt komme ich, sondern sie kommt von Herzen. Es ist eine Intuition,
diese Mündigkeit schreit nach tieferem Sehen, wie wir es vorher hatten, nach Ursachenforschung, die im Geiste, in der Tiefe des wirklichen Seins liegen, die nach Intuition schreit, eine Mündigkeit, die intuitiv sein möchte, ja, die sich am Gesamten abgleichen möchte, die nicht mehr allein unterwegs sein möchte, nicht hier mit den Ellbogen, die Mündigkeit, der Drang der neuen Welt, die hat nicht die Ellbogen draußen, sondern die Arme, oder? Das sagt, ich möchte meinen Teil finden im Gesamten, hat die Arme ausgestreckt, suchend nach dem Gesamten. Das ist ein Riesenunterschied, das ist eine Gesinnung, die von der ontischen Wirklichkeit eine göttliche Reife, die uns hier zufließt, die greifbar wird, wenn man sie nimmt. Ich sage aber wieder damit, nicht, das geschieht jetzt automatisch. Kein Vollautomatismus, ist ein Potenzial, ist eine Wirkung. Ja. Und wer die Arme ausbreitet statt die Ellbogen, das ist wie beim Segeln. Jetzt ist der Wind da. Und wenn du die Arme ausbreitest, dann merkst du, wie du hingetrieben wirst, wie es zu funktionieren beginnt, wie du mit dem Gesamten verbunden wirst, wie du deine innere Bestimmung findest. Ja? Also ja. Gezogen ist das Ganze. Der Aufbruch der neuen Welt bringt als Phänomen ein inneres Ziehen, nicht ein Drücken. Also nicht das kirchliche Drücken, ja. Auch nicht das politische Schlagen, nicht das wissenschaftliche Zwingen, oder? Und da könntest du ja, immer wenn ich etwas sage, kannst du es auf alle Gebiete übertragen. Das machen alle Menschen alles immer gleich, oder? Nicht auf Versprechen, nicht auf Verstand gegründet. Es muss frei ausfließend sein, diese Mündigkeit ist etwas Inneres, etwas voller Sehnsucht nach dem Gesamten. Ich muss es vielleicht so umschreiben, diese Mündigkeit, dieses dritte Phänomen, es ist zu vergleichen mit einer musikalischen Begabung, nur damit du auch wieder siehst, wie man sie entwickelt, diese Mündigkeit. Wenn du ein Instrument spielen willst, du wirst ein Instrument nur wirklich spielen können, wenn du es willst, stimmt das? Alle, die es anders erlebt haben, wissen den Unterschied. Ja? Beste Musiker, die heute beste Musiker sind, die haben zu einer gewissen Zeit ihres Lebens aufgehört, Musik zu machen. Warum? Weil die Phase des Müssens vorbei war. Sie mussten ein Instrument lernen und sie wollten eigentlich lieber spielen draußen. Und dann versuchte man es durchzuzwingen. Am Schluss haben sie das Ding in die Ecke geworfen mit dem Tag der Mündigkeit. So, jetzt ist es aus, jetzt mache ich, was ich will. Aber dann, wenn das eine wirkliche Veranlagung ist, ich sage mal, wenn es eine ontische Veranlagung ist, eine Berufung, eine innere Veranlagung, dann wird diese Grundbegabung einen inneren Zug ausüben, der so stark ist, dass man spürt, man ist zu diesem Instrument berufen, man will es spielen, man sieht sich spielen oder man sieht sich singen, man sieht sich schauspielen oder man sieht sich diesen Beruf ausüben. Das kannst du jetzt auf alles übertragen. Die Mündigkeit greift nach dem, was innerlich angelegt ist, und man spürt, man muss das umsetzen, man jagt diesem inneren, gleichsam nicht sichtbaren Bild nach. Man sieht sich in fertiger Position, wie man das ist, was man sein möchte. Eines der schönsten Beispiele kann ich in der eigenen Familie sehen. Wir haben sehr musikalische Kinder, sehr talentierte, bekommen von Gott. Wenn ich an die Anna Sophia denke, das war immer das Paradebeispiel, jetzt haben wir die Ruth noch entdeckt, wie sie schon als kleines Kind auf der Bühne, die konnte kaum stehen, aber beim Singen hat sie mit dem Fuß voll da diesen gemacht, immer gewippt, oder? So klein wie sie war. Und die Anna Sophia, die hat keine Gelegenheit ungenutzt gelassen, irgendein Schauspiel, irgendein Lied vorzutragen, frei aus dem Stand. Es ging selten länger als 10 Sekunden gut, dann ist sie gestrandet, aber man hat die Veranlagung gespürt. Heute ist sie eine wunderbare Sängerin, eine wunderbarste Schauspielerin. Wir drehen mit ihr jetzt gerade einen neuen Spielfilm wieder. Hat sie eine der Rollen dort. Einfach nur wunderbar. Das war in ihr drin, siehst du? Also sie ist diesem Bild nachgejagt. Man jagt diesem inneren Bild nach. Das vermittelt der Aufbruch der neuen Welt. Sie zeigt uns ein Bild der neuen Welt. Sie lässt es uns gleichsam erahnen, sehen, innerlich sehen, mit geistigem Auge. Und so wie beim Musikinstrument wird das freigelöst, nicht indem man es erarbeitet. Ich kann es nur immer wieder
betonen, das Prinzip ist immer dasselbe. So wie ich ein Musikinstrument nicht erarbeiten, lernen kann, so kann ich die neue Welt nicht lernen. Man muss ein Instrument können. Seht ihr den Unterschied? Jemand, der ein Instrument wirklich beherrscht, der lernt, weil er es kann, weil es ihm ist, zu eigen ist, weil es seine Stunde ist oder seine Veranlagung. Ich sage aber damit nicht, dass er nichts damit zu tun hätte, oder? Aber dass es so ist, wie ich sage, dass das Lernen aus dem Können kommt und nicht umgekehrt. Man lernt, weil man es kann, weil man physisch, geistig dazu veranlagt ist, das zu tun, wie als Mensch. Weil du gehen kannst als Mensch, weil das deine Veranlagung ist, lernst du gehen. Verstehst du? Ja? Ja. Eine Schlange lernt nicht gehen. Die kriecht. Die kriecht ein Leben lang. Sie wird nie versuchen zu gehen. Auch wenn sie es noch so lernen möchte, sie wird es nie hinkriegen, oder? Auch ein Hund, wenn er auch Männchen macht auf zwei Beinen, du wirst nie einen Hund ewig auf zwei Beinen sehen, auch wenn er es lernt. Er kann es nicht lernen, weil er ist auf vier Beinen. Er ist so geschaffen. Sein Können ist von Geburt an, auf vier Beinen zu gehen. Und weil das sein Können ist, lernt er es. Oder? Und der Beweis, dass es so ist, wir haben Geiger gesehen, dreijährige Geiger. Kennt ihr den? Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Ja. Wenn du den Jungen hörst, wie er spielt, da laufen hier nur noch die Tränen runter. Dreijährig, oder? Oder ein Pianist, vierjährig oder was. Schau mal, die spielen dir Beethoven vom Feinsten in einer Perfektion, wie du es nie gehört hast, oder? Oder Dirigent, so ein Kind, ein Dirigent, ich weiß nicht, er ist achtjährig, wenn du den dirigieren siehst, das ist nicht einfach eine Show, wie sie Kinder machen, so zu Hause, wenn Sonntag ist oder so. Der dirigiert perfekt. Und das in kürzester Zeit, es gibt tausend solche Beispiele, weil sie es können, tun sie es, sie lernen es. Und die kommen fast mit fertigem Können auf die Welt. Das zeigt, so ist der Aufbruch der neuen Welt. Sie bringt Begabung mit sich. Und wenn du sie spürst, wenn du sie schmeckst, und sie ist für dich da, sie ist für uns alle da, sie ist für alle gedacht. Also glaub daran, dass Begabungen vorhanden sind, die ihr nie geahnt habt, und schmeckt sie, fühlt sie, ortet sie intuitiv. Und wenn ihr sie schmeckt, wenn ihr sie im Geiste seht, könnt ihr üben. Also es ist dann trotzdem eine Aktion gefragt, trotzdem wie beim Schwimmen, ich vergleiche das gerne mit Schwimmen, grundsätzlich können wir Menschen schwimmen, aber weil wir es können grundsätzlich, musst du schwimmen lernen. Ja? Würdest du es nicht können, wärst du schwer wie ein Stein, würde jedes Lernen vergeblich sein. Ja? Aber die Begabung kommt dennoch nicht durchs Lernen, sondern durch die geschenkte Veranlagung. Du machst die Schwimmzüge und infolge dieser Bemühung kommt dein Können ans Licht. Das ist ein ganz großer Unterschied. Habt ihr den gut verstanden? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt, gehen wir jetzt zu Punkt 4, zum vierten Phänomen der neuen Welt, Aufbruch der neuen Welt, viertes Phänomen. Ich vertiefe das ein bisschen, ist der Drang nach dem Gesamtpotenzial. Ich habe es schon im 3 ein bisschen anklingen lassen. Der Drang nach dem Gesamtpotenzial. Stehen in eigener Sache. Ich fasse das bewusst jetzt unter einem eigenen Punkt zusammen, damit wir beim ersten, also beim dritten Punkt den Werdegang, die in Betriebnahme verstehen, wie es dahin kommt, wie die Mechanismen, die Prinzipien, die Gesetzmäßigkeiten sind, wie man das erlangt. Und beim vierten Phänomen, Drang nach dem Gesamtpotenzial, ist das eigentliche Zusammenspiel im Fokus. Ja. Mündig stehen in eigener Sache, das ist der Drang, der pubertierende Drang dieses Zeitalters, das jetzt aufbricht. Aber stehen in eigener Sache, nicht mehr Ellbogen, nicht mehr ich und ich die Show ganz allein da vorne, sondern ich als Teil eines Ganzen. Das ist ganz wichtig. Das ist der Inbegriff des inneren Dranges, der mündet in der Sehnsucht nach dem Gesamten. Also als Musiker kann ich sagen, in diesem Bild gesprochen, ich möchte stehen in eigener Sache, ich möchte mein Instrument beherrschen, um im Orchester, Teil eines Orchesters zu sein. Teil einer großen Sinfonie. Ja. Also weniger der Drang, ich sage nicht, dass es verkehrt ist, eine Ein-Mann-Show, aber wir reden hier von einem neuen Zeitalter, von einer neuen Welt. Die neue Welt ist nicht mehr auf Ein-Mann-Show aus. Die neue Welt lebt vom Organischen, vom Gesamten, vom Orchester im Bilde gesprochen, von der Sinfonie. Es mag da und dort Einzelkünstler geben nach wie vor,
Ja, das mag es geben, aber das Wesen der neuen Welt ist gemeinschaftlich, im Dienst des großen Gesamten, in der Funktion eines gesamten Leibes, in der Gesamtbestimmung oder man kann auch sagen im Gesamtplan. Ich kann euch sagen, mein Leben verglichen vor und nach OCG, wenn ich jetzt mal unser Beispiel nehmen darf, vor der OCG, ich hatte wirklich ein spannendes Leben. Gott hat mich als ontische Wirklichkeit überrascht, nicht als religiöse Forderung. Nicht ein Pfarrer hat mich zu Gott gebracht, sondern Gott gleich mal selbst. Durch einfach eine Begegnung so einer gewaltigen Art, da hat eine neue Welt gerade mal über Nacht angefangen. Aber das erste Sehnen oder das zweite Sehnen, das erste Sehnen war er selber. Das zweite Sehnen, wo sind seine Glieder? Das war so tief drin. Aufbruch der neuen Welt, das ist ein Teil. Ich suche das Gesamte, ich suche meine Ergänzung, ich suche den Leib, ich suche den Körper. Ich spüre, ich bin nur eine Zelle. Ja? Das spürst du in dieser Zeit ganz besonders gut, wenn du versuchst, die Welt zu verändern. Ja? Wie viele sind resigniert und sagen, da kann man eh nichts tun. Warum nicht? Weil sie immer noch in der alten Welt leben, wo man immer an sich denkt, diesen hier, oder? Ich, mein, mir, mich, oder? Und dann wundert man sich, wenn man diese Übung, diese Erfahrung gemacht hat, dass man so komplett am Ende ist, keine Kraft hat, keine Möglichkeit. Und dann schwappen alle in Resignation über, zuerst der große Hybris, der ich bin und ich kann und ich werde und eben pubertieren. Und nachher, wenn man sich erreicht, klafft das ins Gegenteil, total Resignation, da kann man eh nichts machen. So, oder? Ich sage all euch da draußen, die ihr das hört, wechselt ins neue Zeitalter, erkennt, jetzt ist eine Sehnsucht am Kommen, ein neuer Stern am Himmel, wenn du so willst, ein inneres Sehnen nach dem Gesamten. Die Corona-Krise hilft euch dabei. Ihr werdet sehen, diese Isolation, die jetzt beginnt, wirst du die Sehnsucht nach dem Gesamten geschenkt bekommen. Das sind die Geburtswehen, sage ich aber. Es sind die Geburtswehen dieser neuen Welt. Ja. Es ist zwar tödlich vom Gefühl her, so feindlich wie eine Frau, die Wehen und Presswehen empfindet, wenn sie in den Wehen liegt. Es raubt ihr den Schlaf, es raubt ihr jede Freiheit, jede Bewegungsfreiheit. Es drückt und quält und schmerzt. Aber im Endeffekt ist es die Geburtshilfe, die hier geleistet wird. Das ontische Feld verdichtet sich, weil du musst wissen, dass der Drang nach Mündigkeit als ontisches Feld, als ontische Wirkung, als ontisches Zeitalter, der Drang nach Stehen in eigener Sache kommt auf alle Menschen. Aber der Punkt ist eben, weil alle Menschen nicht bereit sind, tiefer zu gehen, dass sie nicht alle Menschen bereit, kommt dieser Drang nach Selbstverwirklichung in so einer Wucht daher, dass es sie in die alte Welt hinein katapultiert, noch mehr als zuvor. Und darum hast du diesen Hochgrad-Individualismus jetzt auf der einen Seite, der immer noch gieriger zuschlägt, der immer noch mehr die Menschen im Bann nimmt, der immer noch mehr sagt, jetzt sage ich, wie es geht, jetzt sage ich, wie es läuft. Und die anderen haben gleichzeitig diese Sehnsucht nach dem Gesamten, nach dem Ganzen, nach der neuen Welt, nach dem Organismus, wo man zusammen einen Organismus stellt, wo nicht ich allein gegen eine ganze Hölle, gegen einen ganzen Teufelskreis oder was ankommen muss, sondern man sehnt sich nach einer neuen Welt und löst für diese neue Welt alles auf, was der Entwicklung im Wege steht. Kommt ihr mit bis hierher? Also die Summe von Phänomen 3 und Phänomen 4, die wir besprochen haben, also der Drang nach Mündigkeit, der Drang nach dem Gesamt, die Summe davon ist, dass man intuitiv alles an Rivalitäten auflöst in seinem Leben, was diesem göttlichen Bild quersteht. Ich möchte das Gesamte. Bei mir hat das angefangen, wie gesagt, als ich dieses innere Wissen bekam, dieses innere Können. Ich wusste, ich bin Teil eines Organismus. Wo ist der Organismus? Ich bin nur eine Zelle. Wo ist der Organismus? Ich habe alles, was rivalisierend war, aufgelöst. Ich habe gesagt, es gehört zusammen. Ich habe für Einheit gekämpft, hat natürlich Spaltung bewirkt. Die Leute, die da um mich herum waren, haben das nicht verstanden. Die dachten, ich mache Spaltung, weil ich nicht feindlich gesinnt war mit ihnen zusammen gegen andere. Versteht ihr das? Wenn ich ein Christ bin aus einer freien evangelischen Versammlung und komme in dieses ontische Feld, Aufbruch der neuen Welt und sehe, alle gehören zusammen, die Sehnsucht nach dem Gesamten kommt, oder? Über mich, dann sage ich, ich will mit allen anderen auch
Gemeinschaft haben. Ich möchte lernen von den Menschen, die jetzt ganz anders denken, charismatisch gesinnt sind vielleicht oder dann ganz genau und so weiter. Und nach allem, was man sich ausgestreckt hat, außer der eigenen Clique, hat Verfolgung gewirkt, hat Rivalität, hat Spaltung gewirkt. Ja. Und im Wissen, das innere Bild sagt mir, Organismus, ich muss den Organismus finden, lässt mich alles auflösen, lässt mir an allem vorbeigehen. Und wenn die Leute noch so sagen, du bist ein Spaltpilz geworden, sage ich, nein, ich bin ein Verbindungspilz geworden. Ja. Ich bin ein Verbindungspilz. Ich möchte alle, ich möchte zu allen. Darum existiert heute die OCG. Sie besteht aus sämtlichen Kirchen, aus sämtlichen Hintergründen. Ja. Und sie erweitert sich, nicht weil der Ivo Sasek das gemacht hat, sondern weil es dieses Zeitalter ist. Es erweitert sich immer mehr in alle Religionen, in alle politischen Hintergründe, in alle wissenschaftlichen und ideologischen Hintergründe. Nimm, was du willst. Es erweitert sich, weil es um Menschen geht, die in dieses Zeitalter kommen, die dieses Zeitalter aufnehmen, die dieselbe Sehnsucht haben. Ja. Siehst du, also man löst alle Hindernisse, alle Bindungen auf, von selber. Es ist ein einziger Auflösungsprozess von allem, was einem, dem eigenen inneren gewählten Bild widerspricht. Aber eben jetzt kommt der heikle Punkt und mit diesem Punkt wechseln wir dann in ein neues Bild. Der heikle Punkt ist, weil wir alle Menschen sind, die alle in dasselbe Zeitalter kommen, wer die Gesinnung nicht ändert, wer nicht das Gesamte sucht, in dem Sinne, wie der Aufbruch der neuen Welt es mit sich bringt, der wird noch mehr in seinen Ego-Individualismus verschraubt. Das heißt, die Fronten werden sowas von verhärtet gegenseitig, dass der Drang nach Mündigkeit die einen in den absoluten Ego-Wahn hineintreiben, in den absoluten Herrscherdrang, selber zu sagen, wo es lang geht, und die anderen in der totalen Gemeinschaftssinn. Ja? Beides wächst sich gleichzeitig aus. Die Folge davon, das liegt jetzt auf der Hand, ist eine Totalerstarrung der Menschheit. Versteht ihr das? Das ist ein ganz logischer Prozess, wenn so ein ontisches Feld aufbricht, ein Zeitalter beginnt mit diesem Drang. Wer es nicht mitgeht, wird vom Gegenteil erfasst. Du kannst es bei der Aerodynamik lernen. Wind kannst du positiv nutzen oder er kann dich Platz machen. Derselbe Wind, oder? Die einen segeln mit ihm, surfen mit ihm, den anderen reißt irgendwas auseinander, weil sie nicht darauf eingehen. Ja? Also es kommt zu einer totalen Erstarrung, zu einer Totalauflösung alles Gehabten und nichts Neues ist da. Das ist der gegenwärtige Zustand der Welt. Seht ihr das auch? Es ist alles im Auflösungsprozess. Und jetzt wechseln wir in ein Bild der Natur, das uns Gott gegeben hat. Ich habe vor Jahren schon darüber geredet, aber ich muss diesen fünften Punkt noch reinbringen im ersten Teil. Nachher machen wir dann Pause nach diesem Punkt. Nachher müssen wir etwas Atem schöpfen. Es kommt noch einiges heute. Also, das fünfte Phänomen knüpfen wir jetzt an ein Naturbild, wo genau das passiert, wo eine Metamorphose im Gang ist eines Tieres, das einst einen niedrigen Status hatte und dann in einen hohen Status kommt. Wir reden jetzt vom Schmetterling, wieder einmal. Ja. Der Schmetterling beginnt in der Raupe. Die Raupe ist ein Sinnbild für den natürlichen Menschen, wie er irdisch orientiert, materiell orientiert, seine Phase hat, wo er sich voll frisst und wo er ego-individualistisch unterwegs ist, all diese Dinge. Und dann, wenn der Zeitpunkt, der Aufbruch der neuen Welt in ihm beginnt, geschieht genau das in der Raupe drin. Die Raupe macht innerlich, was ich jetzt äußerlich beschrieben habe, in dem Weltereignis mit dem Zeitalter und so weiter, geschieht auf der Zellebene, auf der Zellstruktur der Raupe innerlich. Das heißt, die Raupe kommt in eine Zeit, wo der Schmetterling sich anmeldet. Versteht ihr? Weil sie Schmetterling ist, meldet sich irgendwann der Schmetterling in ihr. Versteht ihr? Ja. Wenn andere Raupen sagen, du bist Raupe, du wirst immer Raupe bleiben, schau mich an, ich bin auch Raupe, oder? Dann wird sie eines Tages sagen, ich spüre, ich bin zu höherem Berufen. Ich spüre, ich bin zu höherem Berufen. Dieses Bild, sie sieht sich plötzlich fliegen, die anderen sagen, du bist irre, du gehörst in die Psychiatrie, oder? Eine Raupe fliegt nicht, aber ich sehe mich fliegen, ich sehe mich fliegen, ich sehe mich von Blume zu Blume gehen, ich sehe, dass ich so einen Rüssel habe, einen langen eingerollten, wo ich Honig sauge. Die anderen Raupen sagen, du bist von Sinnen, wir fressen Kohl, oder? Aber das innere Bild beginnt in der Raupe zu schwingen. Glaubt es ist so. Die Raupe macht diesen inneren Prozess durch. Es beginnt eine innere Neuorientierung.
Und innerlich beginnt sich alles aufzulösen, weil das Widersprüche gibt. Sie hat Zellen in sich, die schreien, du bist Raupe. Ich mache hier keine Scherze, das ist wissenschaftlich, was ich jetzt sage. Das läuft so ab, natürlich mache ich ein Spiel daraus mit Worten. Aber das ist der Punkt, was in den Raupen abgeht. Der größte Teil ihrer Zellkonstruktion, des Zelllebens, der Raupe, schreit, du bist ganz Raupe und du wirst Raupe bleiben. Und eine ganz kleine, wenn die Zeit anbricht, wo der Schmetterling sich meldet, kommen ganz kleine erste Zellen, bekommen das neue Bild. Das sind erst ein paar wenige Zellen, die sich als Schmetterling sehen, als Schmetterling wahrnehmen. Und das gibt so einen krassen Konflikt, dass innerlich in der Raupe drin eine Auflösung, ein Kampf beginnt. Die Raupenzellen kämpfen gegen die Schmetterlingszellen. So ist das, oder? Aber in der Welt ist es genau dasselbe. Es kommt zu einer Totalauflösung, alles Gehabten, mit dem Ziel nach totaler Durchsetzung. Und so wie es in der Raupe ist, ist in der Menschheit, das Endresultat ist ein totaler Brei. Die Raupe erstarrt, die Menschheit erstarrt, das ist der Kokon, hier, was du auf dem Bild hast. Es kommt eine Starre in der äußeren Form, wenn man so will. Es geht nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. In dieser Phase sind wir gerade. Innerlich wird alles zu Brei, also sprich die Raupe, die Struktur, die sie hatte, innerlich, löst sich sowas von auf, dass eigentlich nur noch ein Brei ist, den du nicht mehr definieren kannst. Du kannst ihn nicht als Raupe und nicht als Schmetterling definieren. Ja? Das ist ja die logische Konsequenz, wenn ein innerer Zellkampf beginnt. Ja? Gut, und dieser Brei bedeutet, jede Zellart geht jetzt ganz zurück in ihr Bild, das sie festhalten möchte. Die Schmetterlingszellen gehen bis zum letzten ins Schmetterlingsbild ein, halten sich dazu, Schmetterlinge zu sein, und die anderen halten beharrlich fest, Raupe zu sein. Das ist so. Kampf, jeder gegen jeden, alle gegen alle. Also jetzt Raupen gegen Schmetterlinge, Schmetterlinge gegen Raupen zählen. Ja. Aber jetzt ist wichtig, und hier knüpfen wir wieder am ontischen Feld an, wichtig ist zu erkennen, einzig die ontische Wirklichkeit wird siegen. Versteht ihr? Das Bild, das vorliegt, das von Natur aus vorliegt, in der Raupe drin, gewinnt Gestalt. Das wird der Endsieg sein. Das müsst ihr einfach gut verstehen. Darum ist es so wichtig zu begreifen, der Aufbruch der neuen Welt ist nicht ein Menschenprodukt, ist ein schöpferisches Ereignis, ein ontisches Ereignis, aber wir müssen mitwirken. Das heißt, die Zellen, die Schmetterlingszellen, stehen im Konflikt, und sie verbinden sich aber miteinander. Wichtig ist jetzt, diese neuen Schmetterlingszellen, sie werden übrigens imaginale Zellen genannt. Imaginal bedeutet ein fertiges Bild der Endgestalt in sich haben. Also, du musst als Mensch ein fertiges Bild deiner Endgestalt haben. Ich werde heute mit dir an diesem Bild arbeiten, werde dieses Bild vermitteln, dass du es mit nach Hause nimmst. Ich meine es das hier, in dich hinein, aber auch in dein Haus, ja, dass du damit lebst. Also die neuen Schmetterlingszellen schwingen alle in derselben Frequenz. Wenn man es jetzt mit Frequenzen misst, das kann man heute, muss man sagen, sie haben eine völlig eigene Frequenz. Sie sind anders als die Raupenzellen. Aber sie sind so total verschieden, dass sogar das Immunsystem der Raupe überzeugt ist, ist ein feindlicher Angriff. Das ist der Punkt. Den müssen wir uns gut merken. Das ist bei uns Menschen in der Menschheit nicht anders. Noch in diesem Auflösungsprozess, wo die neue Welt aufbricht in so vielen, in Millionen mittlerweile, oder? Noch meinen die Sicherheitskräfte, wir sind der Feind. Versteht ihr? Sie sehen das neue Bild nicht. Sie halten daran fest, wir sind Menschen, wir bleiben Menschen, wir sind Sterbliche und so weiter. Und da kommen andere, die sagen, nein, wir sind mehr. Wir sind Organismus, wir sind eine neue Welt. Ja. Sie betrachten uns als Feinde, als Staatsfeinde, oder womöglich. Also das heißt, in der Raupe drin beginnt sich das Immunsystem. Also du kannst sagen, die Justiz der Raupe, im Inneren der Raupe, die Justiz beginnt sich gegen die Schmetterlinge aufzumachen, gegen die Schmetterlingszelle. Es beginnt ein aktiver, harter Kampf. Versteht ihr? Das ist Natur. Und das ist bei uns nicht anders. Ja? Die Raupenzellen sind so in Panik, da ist ein feindlicher Angriff, dass sie anfangen, die Schmetterlingszellen zu vertilgen.
Also da gibt es Opfer. Das ist ein Wahnsinn, oder? Wenn du siehst in der Geschichte, wenn ich an Schmetterlinge denke, wie an Martin Luther King oder nimm einen Gandhi, nimm irgendwelche Leute, die eine neue Welt sahen, eine friedliche Welt, eine vollkommene Welt. Was ist mit ihnen passiert? Man hat sie als Feinde angeschaut, man hat sie getötet. Hat es damit ein Ende genommen? Auf gar keinen Fall. Ja. Weil es ist so, in der Raupe drin fahren diese neuen Zellen, die Schmetterlingszellen, einfach unbeirrt damit fort, sich zu bilden. Das meine ich nicht, eben etwas erarbeiten, das kann eine Raupe gar nicht, aber dem Raum zu geben. Sie werden immer mehr, heißt das zu Deutsch. Sie lassen sich nicht beirren, egal wie sie angegriffen werden vom eigenen Immunsystem der Raupe. Sie halten durch, sie werden zäh, sie werden immer mehr, sie vermehren sich Stück um Stück. Und schon bald ist das Immunsystem in der Raupe drin nicht mehr fähig, die imaginalen Zellen zu bekämpfen. Das heißt, die imaginalen Zellen bekommen Überhand, sie überleben. Sie werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Warum? Weil es so bestimmt ist. Aber nicht ohne Kampf, versteht ihr? Sie überleben nur, weil sie sich so fest in der Neuwerdung aufhalten. Sie glauben daran, dass sie Schmetterlinge sind. Auch wenn die anderen noch so schreien, ihr seid verrückt, ihr seid Staatsfeinde, ihr seid Terroristen oder was weiß ich was. Sie sagen, nein, wir sind zu hören bestimmt. Ja. Und dann geschieht etwas ganz Wunderbares, etwas wieder Göttliches, etwas Ontisches. Plötzlich beginnen die vereinzelten, artgleichen Zellknospen, Schmetterlingszellen, sagen wir wieder, beginnen sich zu verbinden. Also merkt euch gut, das ist der 1:1 Vergleich, wie der Aufbruch der neuen Welt funktioniert. Zuerst sind sie individuell unterwegs, ich allein in eigener Sache, ich auf meine Beine, aber im Gesamten, ich suche das Gesamte. Und jetzt in diesem starken Kampf, wo die Gegner sie als Feinde deklarieren oder die anderen Zellen, beginnen sie sich zu verbinden miteinander. Also sie beginnen zuerst zu verklumpen, wenn man so will, miteinander, in kleinen Gruppen, aber untrennbar. Sie werden verbindlich, sagen wir in unserer Sprache. Es sind kleine Gruppen, die verbindlich werden. Und sie schwingen alle in der gleichen Frequenz, wenn man sie misst mit Frequenzmetern, sie schwingen in der genau gleichen Frequenz und sie tauschen unablässig Informationen aus. Welche Informationen? Ich bin Schmetterling. Ich auch. Wie funktioniert ein Schmetterling? Was ist ein Schmetterling? Das ist das, was wir heute hier machen. Im zweiten und wahrscheinlich dritten Teil werden wir uns darüber unterhalten, was sind wir eigentlich? Dieser Austausch beginnt. Natürlich auch der andere. Wie halten wir Stand gegen unsere Angreifer? Wie machen wir ihnen klar, dass wir nicht Feinde sind, sondern dass wir Freunde sind, dass wir sie mit auf eine Reise nehmen möchten, in eine bessere Welt, eine höhere Welt? Austausch, Information, ich rede jetzt natürlich hier in Bildern, das funktioniert tatsächlich so. Und dann geschieht nach einer Weile noch mal etwas Wunderbares, noch etwas Schöpferischeres. Es bilden sich lange Stränge, was zuerst nur kleine Klumpen war, bilden sich Stränge, ganze Stränge, die immer länger werden. Wie kettenartig, immer länger, länger, verbunden miteinander. Unter dem Mikroskop ist es eine fantastische neue Welt, die hier geschieht, wenn du das siehst. Ja. Und alle in der gleichen Schwingung. Alle in der gleichen Schwingung. Und alle betreiben Informationsaustausch innerhalb ihrer Schmetterlingspuppe. Ja. Wenn ich das sehe, was in einem Schmetterling abläuft und ich betrachte, was hier außen abläuft. Wir haben diese Erkenntnis schon vor vielen Jahren geteilt als OCG, wo wir die ersten kleinen Klumpen waren. Dann riefen wir schon, juhu, wir sind zusammengeklumpt. Wir haben kleine verbindliche Zellen. Das waren ein paar Dutzend vielleicht erst, oder? Und dann jubelten wir, als wir sahen, es sind ein paar hundert solche Klumpen geworden. Überall kleine Zellen. Die sehe ich jetzt ja gerade hier auf dem Bild. All diese kleinen Bilder. Schaltet euch wieder mal ein. Hier seid ihr, mach mal schnell. Seht ihr euch da? Das sind die Klumpen, oder? Ja. Aber zusammen eine Kette, zusammengekettet, zusammengestaltet, ja, zu einem Strang, wenn du so willst, zu einem verbindlichen Strang, ja. Und alle in der gleichen Schwingung. Und alle betreiben Austausch miteinander, ja. Und jetzt, ab diesem Stadium, geschieht das
ganz besonders Entscheidende. Ab einem bestimmten Stadium, nämlich das, was du jetzt siehst hier, wo du merkst, plötzlich sind Millionen daraus geworden. Man konnte sie nicht aufhalten, auf keinem Weg, weil es Natur ist. Naturtrieb, Naturereignis, ontisches Ereignis. Weil das so ist, irgendwann bekommt der Schmetterling da drin ein Vollbewusstsein dessen, was er immer als inneres Bild getragen hat. Ja? Ab einem bestimmten Stadium beginnt die ganze Menge, der ganze Strang zu realisieren, die ganzen imaginalen Zellen realisieren, dass sie etwas völlig Neues verkörpern. Seid ihr etwas völlig Neues da draußen? Ja. Genau. Siehst du? Und genau das passiert auch in der Puppe drin. Plötzlich realisiert sie, ich unterscheide mich von der Raupe. Ich bin keine Raupe, ich bin ein Schmetterling. Und das führt zu diesem Geburtsschrei. Und das ist der innere Prozess in diesem Kokon drin. Ontisch, intuitiv, man könnte auch sagen, verbindlich beginnt jetzt jede Schmetterlingsszene, eine unterschiedliche Aufgabe zu übernehmen. Jetzt bist du überrascht, oder? Merkst du, jetzt schreitet es vom Stadium des Bewusstseins, vom Erkennen, was man ist, wozu man berufen ist, was die Gestalt sein soll, beginnt es umzuschlagen mit dem Erkennen, wir sind etwas völlig Neues, wir sind eine neue Welt, oder? Wir sind die neue Welt. Sagen wir es wieder mal, wir sind die neue Welt. Sag mal, ich bin die neue Welt. Ich bin die neue Welt. Siehst du? Die Folge dieser Erkenntnis, wo der ganze Strang dieses neue Bewusstsein bekommt, kommt zu dem Geburtsschrei, das zu sein, was man ist. Ja? Und das führt dahin, dass man, jetzt rede ich wieder von der Raupe, jetzt beginnt in der Raupe drin jede Schmetterlingszelle eine eigene, unterschiedliche Aufgabe auszuführen. Plötzlich geht es in Aufgaben über. Von der Erkenntnis, vom Bewusstsein in die Aufgabe. Und zwar jede wird gebraucht, jede Zelle. Plötzlich merkt die Raupe inne oder der Schmetterling, ich bin ein Organismus. Und dann kommt dieses Ziehen, diese ontische Kraft der Pubertät, wenn man so will, sein, was ich bin, in eigener Sache, an meinem Platz, meine Aufgabe, drängt oder zieht, besser gesagt, es zieht die einzelnen Zellen an ihre Aufgabe, das spezifisch zu tun, wozu sie am meisten hingezogen wird. Merkt euch das gut, das ist das Prinzip. Die neue Welt ist eine ziehende Kraft, nicht ein drückender Pfaffe, oder? Nicht ein drückendes moralisches Gesetz, keine Sinai-Tafeln, die dir den Drohfinger des Mose in den Rücken drücken und sagen, tue das und das sollst du und das sollst du nicht, tue das, lasse das. Nichts dergleichen. Die neue Welt ist ein inneres, visionäres Gezogensein. Jeder in seine vorherbereitete Aufgabe. Und seht ihr, wenn wir das von der Raupe lernen und dem Schmetterling, kann ich euch nur sagen, so lebt die OCG seit Jahren, jetzt bald seit Jahrzehnten. Wenn wir eine Aufgabe bezwingen miteinander, weil wir sagen, jeder Einzelne kann für sich nichts tun, aber gemeinsam können wir es. Da gründen wir zum Beispiel KlarTV, weil das einfach so als neues Jerusalem vom Himmel herunterschneit. Nein, weil es von unten hervorgebrochen ist. Wir machen KlarTV. Und dann wird das nicht organisiert, wie die Welt denkt. Da bin ich nicht der große Boss, der hier den Schreiber zur Hand nimmt und alles organisiert und sagt, du hier, du da und du nach Hause. Oder? Sondern wir haben tausende von Aufgaben. Wir haben in unserer Rehabilitationsarbeit oder Familienhilfswerk, wir haben hunderte, über 500 verschiedene Ausbildungsebenen, wo wir das organische Leben üben. Und das geht ganz einfach. Wenn ich einen Film mache, ist es dasselbe. Egal wer was. Wann immer wir ein Projekt zusammen starten, müssen wir nur sagen, das ist das Projekt, das wir spüren. Spürt es alle auch? Und wenn es nicht alle spüren, spürt es niemand, oder? Zuerst spüren wir es und dann sagen wir, wer fühlt sich zu was hingezogen. Wisst ihr, was dann geschieht? Wenn ihr 500 Leute seht, macht es futsch, dann sind alle an ihrem Platz und wir machen Haken darum und sagen Amen. So sei es, oder? So geht das, versteht ihr? Darum ist die OCG eine dynamische Bewegung, die wir können alles tun. Wir müssen nur sehen, was hat Gott ontisch in Wirkung. Was ist die Saison, was ist die Gelegenheit, was ist das Potenzial, was ist jetzt der Kairos, was ist jetzt an der Zeit. Und dann nur noch Freigabe,
Die Zellen gehen von selber an den von ihnen vorherbereiteten Ort, da muss man sie nicht schulen, nicht. Sie können das alles. Ja? Und sie lernen es dann, weil sie es können. Die einen machen ein Schauspiel, die anderen moderieren, die anderen machen Sendungen, die anderen machen Familienhilfswerk, die anderen machen Bücher, die machen irgendwas. Wir haben, wie gesagt, hunderte solche Möglichkeiten und genau so läuft es. Und jede Zelle hilft der anderen, in diese Bestimmung hineinzukommen. Da ist keine Eifersucht, da ist keine Rivalität, es ist nur eine gegenseitige Unterstützung. Und eine göttliche Weisheit leitet das Ganze, eine ontische Kraft lässt diesen Schmetterling auch in uns entstehen. Also, ich fasse zusammen und jetzt sind wir in der Landung des ersten Teils. Der Prozess der ontischen Transformation beginnt eigentlich mit der Verbindlichkeit all jener Individuen, die die Gestalt der Zukunft samenmäßig in sich angelegt haben, in sich tragen. Ja. Sie werden zwar von der Welt Sektierer genannt, Abweichler, ja. Irgendwelche Verschwörungstheoretiker, wenn ihr nicht Christen seid und als Sektierer beschimpft werden könnt, dann seid ihr zumindest Verschwörungstheoretiker. Wenn ihr Politiker seid, seid ihr dann eine Politsekte. Ja. Aber wir tragen das Bild der Zukunft in uns, das ist der Punkt. Ja. Wir tragen das Bild einer neuen Gesellschaft in uns, das ist der Punkt, das ist das Wahre. Ja. Und weil dieser Prozess der Verbindlichkeit angefangen hat, wo jeder dieses Bild, dasselbe Bild in sich trägt, beginnt sich der Organismus an die Arbeit zu machen. Und jedes noch so hindernde Vorgehen, bis hin zu Terrorattacken, wir erleben derzeit nach über 400 Medienattacken, erleben wir zurzeit seit 7 vollen Wochen Hackerattacken ohnegleichen von Hochprofis, aber jede noch so schwierige, noch so gefährliche Terrorattacke, egal was, sie können den Anschluss von immer mehr imaginalen Individuen in den Menschheitsorganismus nicht verhindern. Unmöglich, unmöglich. Gut. Und das hat uns jetzt die Natur gelehrt, die Transformation, die Umwandlung von der Raupe zum Schmetterling. Die Analogie lehrt uns unüberwindbar, das ontische Neue wird gewinnen. Wir lieben euch, bleibt dran, wir kommen wieder. Ja? Aufbruch der neuen Welt und ihre Phänomene. Teil 2 von 3. Pünktlich aufs Wochenende nimmt klar.tv Sie wieder mit zum zweiten Teil der internationalen Online-Großkonferenz von Ivo Sasek über den Aufbruch der neuen Welt und ihre Phänomene. Mehr Zeit zur Selbstfindung heißt die Devise und auch mehr Informationen aus erster Hand. Wer allerdings Althergebrachtes nur schwer loslassen kann oder seichte Philosophien bevorzugt, sei vorgewarnt. Ab Teil 2 dieser Trilogie geht's ans Eingemachte. Nichts also für ausgemachte Raupen, die von Schmetterlingen nichts halten. Wer allzu Neues nicht verträgt, nicht jammern, einfach umschalten. klar.tv hat ja noch 11 weitere Rubriken. Wir gehen jetzt in die zweite Runde. Mögt ihr heute? Ja! Okay. Bevor wir weitergehen, ich sage nochmal, welche Phänomene wir schon hatten. Erstes Phänomen, auch die neue Welt ist ein Produkt der ontischen Kraft, einer schöpferischen Kraft. Zweites Phänomen, es handelt sich um ein neues, nie dagewesenes Zeitalter. Drittes Phänomen, es geht ein unwiderstehlicher Drang aus mit dieser ontischen Kraft hin zur Mündigkeit, ein inneres Ziehen, nicht gedrückt. Und das fünfte Phänomen, das wir angeschaut haben, die Parallele, der ultimative imaginale Zellkampf, die Raupe, der Kampf im Inneren der Raupe. Soweit haben wir es jetzt geführt. Und jetzt wollen wir uns natürlich fragen, was ist das Endbild, das wir in uns tragen? Wie sieht dieses Endbild aus von uns? Von der Raupe wissen wir es jetzt, ist der Schmetterling mit all seiner Farbenpracht,
mit all seiner Herrlichkeit, die er in sich trägt. Er kann fliegen, ist eine völlig neue Schöpfung. Was aber ist unser Endbild? Was kämpft da in uns drin, imaginal? Gegen was oder um was, müssen wir besser sagen. Wir kämpfen um das Neue. Natürlich haben wir Widerstände, aber was ist dieses Endbild? Das ist jetzt der Inhalt des sechsten Phänomens, das wir besprechen möchten. Und ich greife wieder als Christ zurück auf die Bibel, bin aber überzeugt, ich sage es auch hier wieder, egal welche Religionsbücher ihr habt da draußen, egal wie viele es sind, egal wie viele Propheten geredet haben, wenn sie von Gott waren, könnt ihr sicher sein, sie haben alle ein und dasselbe letztlich versucht durchzusetzen, was schon die Bibel wollte. Aber so wie es bei der Bibel Jahrhunderte braucht, Jahrtausende, bis wir da durchgesickert sind zu dem Urtext, zu dem, was eigentlich da steht, und das mache ich ja, ich übersetze jetzt die Schrift nochmal aus dem Griechischen, weil wir diese Dynamik gefunden haben. Wenn es schon bei uns so lange dauert, wo es vielleicht klarer ausformuliert ist als kaum woanders, wie dann erst allerorts in der Welt. Wir haben alle dasselbe Problem. Wir brauchen Zeit, die Dinge, die Gott vom Geiste her uns gibt, diese richtig zu interpretieren und aus der menschlichen Mache herauszukommen, nicht religiös zu sein, nicht in Eigenkraft im Sinne von menschlicher Kraft, sondern auf das wirklich einzugehen, was veranlagt ist. Ich sage es nochmal, Aufbruch der neuen Welt ist eine schöpferische Wirklichkeit, eine ontische Angelegenheit. Man kann sie aber auch verpassen. Man muss sich nur dagegen sträuben, wie die Raupenzellen es tun, im Kampf gegen die imaginalen Zellen. Jetzt nehmen wir den Text des für mich größten Kenners im Universum, Jesus Christus. Er hat hier den imaginalen Streit, wenn du so willst, den Widerstand der ganzen frommen Führerschaft, der ganzen Pharisäerschaft, Sadduzäerschaft und wer da alles noch was Negatives schafft. Ja? Also, das sechste Phänomen, ich übertitle es gleich für alle, heißt potenzielle Göttlichkeit für alle. Potenzielle Göttlichkeit für alle. Potenziell ist darum wichtig, immer wieder daran erinnern, weil es nicht ein Automatismus ist, der uns gleichsam vergewaltigt. Es ist ein Potenzial, es ist eine gegebene Möglichkeit, so wie jeder Same eine gegebene Möglichkeit ist. Ob das gut kommt beim Säen, ob man ihm Acht gibt, ob man die Bedingungen einhält, das hängt eben davon ab, wie weit man die Ursachen und Wirkungen auch darauf eingegangen ist. Ja. Also, Jesus im Streit mit der ganzen religiösen Führerschaft seiner Zeit. Und er hat etwas aus dem Mund gelassen oder es wurde etwas über ihn gesagt, was er bestätigt hat, zumindest nicht widersprochen. Plötzlich geht es um die Frage, wer bist du eigentlich genau? Also die Frage nach dem inneren Bild, in seinem Fall bereits die ausgewachsene Gestalt. Bei Jesus war es mehr als nur ein inneres Bild. Seine Werke haben es verraten. Er ist aus dem Raupendasein, er ist auch als Mensch geboren, hat sich auch als Menschensohn immer wieder betitelt. Aber er ist daraus hervorgebrochen, aus dem Zimmermann von Nazareth. Plötzlich war ein Heiler da. Plötzlich war einer, der Tote auferweckte. Plötzlich war einer, der übers Wasser ging. Plötzlich war einer, der translokalisierte, der teleportierte. Plötzlich war einer, der Speisen vermehrte, der Wasser in Wein verwandelt, ihr kennt die Geschichten. Dinge, die ein Normalsterblicher, wie wir sagen, niemals tun könnte, hat sich aber beharrlich als Menschensohn bezeichnet, immer wieder Menschensohn. Und jetzt plötzlich kommt ins Zentrum, in den Fokus, das ausgewachsene Bild. Wer bist du? Bist du Gottes Sohn? Du hast gesagt, du bist ein Sohn Gottes. Ja? Das ist die Kontroverse, die in diesem Text angesprochen wird. Und wie ihr wisst, das hat ihn das Todesurteil angebracht. Jetzt haben wir es mit eigenen Augen gesehen. Du hast gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und jetzt kommt Jesus und kontert in diesem imaginalen Kampf gegen die Führerschaft, die Fromme in Israel. Johannes 10, Verse 34 bis 38. Jesus antwortet ihnen, kontert und sagt, steht denn nicht in eurem Gesetz? Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Dann nimmt er Bezug
nicht jetzt auf die Tafeln von Mose, die 10 Gebote, sondern auf das Gesetz im erweiterten Sinn. Das kommt aus Psalm 82, Vers 6. Das galt ebenso als Gesetz Israels, die Psalmen auch von Gott inspiriert, von allen anerkannt. Und jetzt sagt Jesus, nimmt der Bezug auf diesen Psalm, rechtfertigt seine Gottessohnschaft mit der Antwort, aber es steht doch in eurem Gesetz, sprich im Psalm 82, 6, ich habe gesagt, und da redet Gott, oder? Direkte Rede. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Und der Psalm erweitert dann noch, und Söhne des Höchsten sind sie alle. Sind sie alle. Das hat man nicht überhört, was er hier sagt, oder? Allesamt seid ihr Söhne des Höchsten. Also geht er weiter dort und sagt, ja, wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah, und die Schriften können ja nicht aufgelöst werden, sagt er ihnen, sagt ihr von dem, welchen der Vater geheiligt hat und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn? Wow, was für ein Argument, was für eine Antwort. Was hättest du erwartet, oder? Was hättest du erwartet? Und jetzt geht es weiter, Vers 37. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, auf dass ihr erkennet und glaubet, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Also, Jesus hatte mehr als nur ein inneres Bild. Das Bild ist schon Wirklichkeit geworden. Er ist schon ausgeschlüpft, wenn du so willst. Er ist als Sohn Gottes offenbar geworden und er beziffert das, was das Wesen des Sohnes ist. Der Vater ist in mir und ich in ihm. Und er sagt, und wenn ihr jetzt seht, dass meine Werke nicht die eines Gottessohnes sind, was sollen wir da noch diskutieren? Aber wenn ihr seht, dass meine Werke die eines Gottes sind, ja, wie kann einer Wasser in Wein verwandeln? Wie kann einer die Leprakranken heilen, eben all seine Werke, wie schon genannt. Wenn ihr es seht, wäre besser, ihr kapituliert, denn die Schrift sagt euch allen zusammen, ihr seid Götter. Also Gott hat nicht zu Jesus allein dieses Vorrecht geredet oder geoffenbart, sondern Jesus erweiterte es auf uns. Er sagt, ich bin ein Mensch, ich bin Menschensohn. Ich zeige euch, wohin das innere Bild drängt, wohin es geht. Ihr seid allesamt Götter, allesamt Gottes Söhne. Was für ein Wort. Aber es hat nicht ausgereicht, der imaginale Kampf. Hier haben wir den Erstling dieses imaginalen Kampfes um die Auferstehungskraft, um die Gottessohnschaft, um die göttliche Natur. Die anderen Zellen, die Raupenzellen, nennen wir sie mal, die alten Zellen, haben ihn als baren Feind geortet, haben ihn bis ans Kreuz drangsaliert und ihn getötet. Ja. Er war der Erstling, der getötet wurde in dieser Sache und hinterher wurden die geschlachtet, reihum. Aber wie ihr wisst, die imaginalen Zellen haben sich zusammengeklumpt, die Gemeinden sind entstanden, es hat ganze Ketten davon gegeben, sie haben die Informationen untereinander getauscht, sie sind ausgewachsen, wir haben jetzt über 2000 Jahre später. Und ihr seht, wir stehen hier und reden diese Dinge. Das zeigt einfach, Zeitalter brauchen etwas Zeit zur Entfaltung, wenn ein neues Zeitalter kommt. Es kündigt sich zuerst an in einem inneren Bild. Und dieses Bild wächst und geht durch seine Kämpfe, durch seine Krisen, durch seine Sterbeprozesse, durch seine Opferprozesse, könnte man sie auch nennen. Aber es sind eben Umwandlungsprozesse, es sind metamorphosische Prozesse. Und wenn der Zeitpunkt da ist und ich sage, er ist jetzt, hier und jetzt, dann bricht das eben durch. Und das, was hier geschrieben steht, reden wir als Phänomen für alle potenzielle Göttlichkeit, göttliche Natur. Also, was hat Jesus gemacht? Was war seine Sendung? Ich sage mal, das Wesentlichste, was Jesus gemacht hat, ist gar nicht das in dieser Weise, wie die Christenheit es seit 2000 Jahren überall propagiert. Die Christenheit hat aus ihm eine Religion gemacht, ein Relik. Ja? Darum hängt er heute an den Kreuzen, an Kirchen, überall siehst du Kreuze und Zeug. Sie haben nicht erkannt, was Jesu Hauptmission war. Jesu Hauptmission war nicht zu zeigen, ich bin der Superstar, ihr seid alle Würmer, ich bin der Sohn Gottes.
Null und nicht, genau das Gegenteil. Er hat gesagt, ich bin Menschensohn. 70 Mal kannst du es im Neuen Testament lesen. Und ich bin gekommen, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, um euch ans Licht zu bringen, wer ihr seid. Ich bin ein Mensch. Ich bin als Mensch gekommen. Freilich, die Offenbarung, man kann sich jetzt noch mal 2000 Jahre darüber streiten. Im Anfang war der Logos, steht geschrieben, oder? Auch bei den Griechen war das bekannt, in anderen Kulturen war es bekannt. Im Anfang war der Logos, das war das göttliche Sein, die göttliche Potenz, das göttliche Vorhandensein. Und aus diesem ist alles entstanden, alles hat in Gott hineingeführt. Und dann heißt es, und dieser Logos, aus dem ist alles entstanden, was entstanden ist. Nichts ist entstanden, was nicht durch den Logos gewirkt wird. Kann man sich jetzt nochmal 2000 Jahre streiten, wenn es dann heißt, und dieser Logos wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Der Logos kam in das Seine und die Seinen nahmen nicht an. Und dann steht Jesus hier, oder? Aber wir haben das alles abgeleitet als eine einmalige, absolute Nummer. Steht aber nirgends so in der Schrift, ja? Steht nirgends so in der Schrift. In der Schrift steht das, was du hier gelesen hast. Jesus, ich zeige euch die Stellen nachher noch, wo er uns Brüder nennt, ja, wo er sich nicht scheut, uns Brüder zu nennen, wo er sagt, ich bin Menschensohn. Er ist gekommen, uns das Potenzial zu zeigen. Der Logos, der alles geschaffen hat, der hat sich unter den Moslems, ist er Fleisch geworden, unter den Hindus, unter den Sikhs, unter den Buddhisten, unter allen Menschen, in allen Gruppen, in allen Ländern, hat sich in irgendeiner Weise dieser Logos in, unter anderem Namen aufgemacht, um die Menschen in ihre Natur hinein zu entfalten. Versteht ihr das? Aber überall ist eben dasselbe passiert. Ja? Überall ist dasselbe passiert. Aber da komme ich eben nachher beim siebten Phänomen nochmal drauf, gezielt zu sprechen. Wir müssen das ein bisschen sortieren. Das Problem ist immer, hier eine Struktur zu finden, dass wir nicht alles miteinander sagen und am Schluss dann nichts gesagt haben. Also gehen wir schön der Reihe nach. Wir kommen nochmal auf dieses Thema zurück. Jesus brachte unsere potenzielle Vollkommenheit als Menschensohn, als Licht, unsere göttliche Natur, imaginal veranlagt. Das war seine eigentliche Mission, uns an Gott anzuschließen, wie er an Gott angeschlossen war. Er als Modell, wie ein Mensch mit Gott zusammenlebt, wie ein Mensch mit Gott funktioniert, wie ein Mensch von der Raupe, vom menschlichen, natürlichen Dasein, vom materiellen, materiell orientierten Dasein, sich ins göttliche Dasein, in die göttliche Natur hinein entfaltet, durch eine geistliche Erneuerung von innen her. Ja? Also göttliche Natur imaginal veranlagt, das fertige Bild gleichsam als Same in uns angelegt. Ja? Und die göttliche Endgestalt, das göttliche Potenzial, die göttliche Vermögensmacht, die göttliche Kraft sollte durch Jesus offenbar werden. Das hat er ans Licht gebracht. Nicht, dass wir ihn anbeten und sagen, du Riese, ich Wurm, du alles, ich nichts. Und mach mal alles für mich, ich kann ja eh nichts. Versteht ihr? Genau das bare Gegenteil war die Sendung Jesu. Das nützt ihm nichts, wenn wir seinen Namen 2000 Jahre anbeten und anrufen und dann gegen die anderen Religionen ausspielen und alle schlagen sich gegenseitig mit Namen tot. Versteht ihr? Das nützt uns nichts, solange wir nicht das tun, was er uns geoffenbart hat, in das Eingehen, das Glauben, was wir sind, was in uns angelegt ist. Ja? Das genaue Gegenteil ist von dem passiert, was er wollte. Matthäus 5, 48, da siehst du seine Worte, die kommen aus seinem Mund eins zu eins aufgeschrieben. Jesus sagt, ihr, und da zeigt er wieder auf alle, ja, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Bumm. Was haben die Christen daraus gemacht? Ja, das kommt dann im Himmel, oder? Ja, super, oder? So, das ist der Irrtum, seht ihr? Das ist der Kampf, der imaginale Kampf. Er kommt und sagt, hier und jetzt, ich zeige euch, ihr werdet die gleichen Werke tun, sagt er, wie ich, und ihr werdet wesentliche und größere tun. Sobald ich weg bin, wird sich das in euch hier unten entfalten. Wir sagen, nein, wenn wir dann gestorben sind im Himmel, werden wir vollkommen sein wie der Vater. Ein absoluter Kopfschuss gegen das, was er uns gebracht hat. Nein, hier, daher, sagt er, daher, im Hier und Jetzt, weil ihr so veranlagt seid, weil ihr alle Götter seid, sollt ihr vollkommen sein. Ihr sollt es. Ich gehe jetzt noch auf einen Text auf Johannes 17, Vers 22 an, da redet er auch nochmal.
Das ist ein hohepriesterliches Gebet. Es gibt für mich kein schöneres Gebet aus seinem Mund als gerade dieses. Und da geht er wirklich, kurz vor dem Kreuz war das, da geht er nochmal richtig zur Sache und betet zum Vater, betet er, was er ausgeführt hat hier auf der Erde, welches Ziel er erreicht hat und hört seine Worte aus seinem eigenen Mund. Und auch das wurde wieder final übersetzt anstatt konsekutiv. Was das bedeutet, werde ich jetzt gleich zeigen, oder? Er betet im Hinblick auf die Leute, die er imaginal gruppieren konnte, die sich an ihm angehaftet haben. Er sagt, und die Herrlichkeit, betet er, die du, Vater, mir gegeben hast. Was war das nochmal für eine Herrlichkeit, die er bekommen hat? Die Gottesherrlichkeit, Gott selber. Ja? Gott hat sich ihm selber gegeben, Gott hat in ihm gewohnt, oder? Gott hat durch Jesus die Werke getan. Jetzt sagt Jesus, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, also göttliche Natur, göttliche Vollkommenheit, habe ich ihnen gegeben. Und dann haben wir final, also in die Zukunft schauend übersetzt, habe ich ihnen gegeben, ich sage es mal jetzt ein bisschen übertrieben, dass du weißt, was die Fehlleitung in der Übersetzung ist, wenn man sie final versteht. Und was der Unterschied ist, ich übertreibe es, steht es nicht so wörtlich im Text, aber es läuft darauf hinaus, in der Praxis ist es so geworden. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie irgendwann, oder? Sich als eins ereignen, jetzt bin ich halt schon in meiner Übersetzung wieder drin, dass sie sich irgendwann in eins ereignen, gleich wie wir eins sind. Aber das steht gar nicht so da, oder? Es ist konsekutiv, das heißt als Konsequenz sogleich gedacht, oder? Vater, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, dass sie als Konsequenz gleich ab gleich eins sich sind, gleich ab gleich sich als eins ereignen, gleich wie wir uns als eins ereignen. Versteht ihr den Unterschied? Ja. Wir haben das als Christen immer stehen gelassen. Es steht auch in unseren deutschen Übersetzungen da, man kann es lesen, aber wir haben es immer final verstanden, als irgendwann in der Zukunft und wahrscheinlich ganz im Himmel, wenn es hier nicht zu klappen kommt. Aber darum kommt es nicht zum Klappen, versteht ihr? Das innere Bild stimmt nicht. Was ontisch nicht veranlagt ist, was nicht wirkliche Veranlagung ist, entfaltet sich auch nicht. Darum kannst du nicht ein Samenkorn fälschen mit einem Sandkorn. Du kannst es noch genau äußerlich formen, dass du äußerlich sagst, das ist beides ein Samenkorn. Ja? Aber wenn das eine ein echtes Samenkorn ist, sagen wir ein Senfkorn, das andere ist ein Sandkorn, sieht haargenau gleich aus, du wirst es deshalb der Form wegen nicht zum Leben erwecken, verstehst du? Das ist der Punkt. Also wenn wir das Finale waren, irgendwann, er hat uns eine Herrlichkeit gegeben und im Himmel dann sind wir dann vollkommen, sind wir dann alle eins, wird sich das nie entfalten. Also darum reden wir heute darüber. Das ist der Austausch, die Information, der Informationsaustausch, was die Gotteserkenntnis betrifft, um was es geht. Jesus ist gekommen, hat uns diese Herrlichkeit geoffenbart. Versteht ihr? Er hat sie geoffenbart, es geht darum, er hat sie gezeigt, er hat gezeigt, was ich bin, seid ihr. Das war seine Mission. Er hat die Herrlichkeit gegeben, indem er uns informiert hat, dass das so ist, dass wir diese Veranlagung genau diese haben. Dass wir uns dadurch, dass wir das erkennen und darin leben, in diesem inneren Bild, dass sich daraus diese Einheit ereignet, dass Gott in uns zu wirken beginnt, weil wir das anerkennen, weil wir das annehmen. Und das meint die Bibel, versteht die Bibel unter Glauben. In das Eingehen, in diese Wirklichkeit, mit dieser Rechnen, damit leben. Aber was haben wir gemacht? Wir haben uns auf die Knie geworfen, aufs Gesicht und die anderen stehend. Und jeder hat gesagt, so musst du jetzt Gott anbeten, oder? Und wir haben Jesus angebetet und aus seinem Namen ein Relikt gemacht. Irgendeine Religion streiten uns, was er gesagt, nicht gesagt hat. Das Einzige, was wir nicht tun, wir halten uns nicht für das, was er gebracht, was er geoffenbart hat. Wir warten immer etwas von außen, obwohl er es gebracht hat, gezeigt hat, damit es sich von innen her bei uns ereignen kann. Also göttliche Natur für alle, göttliche Potenz für alle, war seine Mission, das zu offenbaren. Johannes 17, Vers 23, da betet er dann weiter, ich in ihnen und du in mir, da redet er immer noch zum Vater im Himmel, oder? Ich in den Jüngern, du in mir, wieder dasselbe, dass sie sich in eins
als in eins vollendet wordene Ereignen. Das ist schon meine neue Übersetzung. Ich habe es aus der Zeit wegen gleich in einen Topf geworfen. Im Deutschen beides final übersetzt, dass sie irgendwann eins sind. Und darum kämpfen die Christen bis heute noch um Einheit. Wir müssen eins werden, hat der Heiland gesagt. Wir müssen eins werden. Also machen wir Einheit, dann macht man Einheitsversammlungen, versucht eins zu werden, macht dann Millionen Kompromisse, weil der eine findet so, der andere findet ein bisschen anders, der andere findet ganz anders, der andere wieder anders. Aber man versucht, weil er ja gesagt hat, ihr sollt irgendwann eins sein, versucht man Einheit zu machen. Seht ihr den Unterschied? Hätten wir von Anfang an das konsekutiv übersetzt, das heißt als Konsequenz, er hat uns das geoffenbart, wie der Vater in ihm gelebt, geredet, gewirkt, gehandelt, Zeichen, Wunder gemacht hat und so weiter. Hätten wir das anerkannt, dass dasselbe in uns angelegt ist, dass wir das sind, hätten wir darin gelebt, das war seine Mission, dass wir darin, in diesem Bewusstsein, in diesem Leben drin stehen, in eigener Sache, dann hätte sich das von selbst, wäre das durchgebrochen und durch dieses Sein verbindet sich doch alles ganz von selbst. Das ist das, was wir in der OCG erleben, obwohl wir aus hunderten verschiedensten Hintergründen kommen, weil wir genau das gemacht haben, auf das eingegangen sind, als Konsequenz, konsekutiv übersetzt, nicht final. Darum funktioniert das von selbst. Wir mussten noch nie darum streiten, über irgendwelche Lehrstreite, die überall in der Kirche sonst gang und gäbe sind. Ja? Also so, dass sie ab sofort, sodass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, genauso wie du mich geliebt hast. Das war die Mission Jesu, dass das in uns aufbricht, dass das in uns wird, so wie er es uns vorgelebt hat. Aber nicht nachgeäfft, sondern entstehend in uns, aufbrechen in uns, als Aufbruch der neuen Welt, wie sie in uns drin veranlagt ist. Ja. Und dass dieses eine Mission, dieses ein Versuch, uns das zu transportieren, nicht missverstanden worden ist, das beweist der imaginale Kampf, den dann die Apostel weitergeführt haben, nachdem sie Jesus gekreuzigt haben, nachdem Jesus gestorben, auferstanden ist und sich aus unserem Gesichtsfeld wegbegeben hat, damit wir in die eigenen Gänge kommen. Seht den Kampf des Apostels Paulus in Griechenland, er war in Athen, auf dem Areopag, bei den Resignierten, ich nenne sie mal die resignierten Griechen, im imaginalen Kampf um die Gottessohnschaft, um das Gottessohnsein. Also genau dieser Gedanke, der da nicht überhört wurde, als Jesus ihn äußerte unter den Pharisäern, der hat weitergelebt, versteht ihr? Paulus, viele Jahre später, auf dem Areopag steht er, in Griechenland, in Athen. Und was sieht er? Alles voller Götzen. Was ist das Problem beim Götzen? Hilfe von außen, versteht ihr? Hilfe von außen. Hilf mir, o Stein, hilf mir, o Säule, hilf mir, Hilfe von außen. Der Fluch des Götzendienstes ist nicht in erster Linie die Figur selber, sondern die Tatsache, dass wir etwas von außen erwarten, statt von innen. Versteht ihr das? Also, Paulus kommt auf diesen Areopag in Athen, sieht alles voller Götzenbilder, alles voll laute Schreie von außen, helft uns. Ihr toten Steine dann oben überdies, was ja Gottes Beleidigung noch purer ist, oder? Und jetzt stellt er sich hin, mitten unter diese Götzen und argumentiert mit den resignierten Griechen. Ihr müsst wissen, die Griechen waren eigentlich diejenigen, die den Logos noch vor der Christenheit erkannt hatten. Im Anfang war der Logos, das ist nicht typisch christlich. Oder? Wir denken das, weil es in der Bibel steht. Aber das kannst du in allen möglichen Etagen im Griechentum und überall kannst du das lesen, in anderen. Eben, Gott tut ja überall dasselbe, oder? Hat das überall deponiert. Im Anfang war der Logos, also die Griechen waren vor uns in Kenntnis, dass der Logos Fleisch geworden ist, dass er zu uns kommt, dass er zu uns werden will, oder? Also, dass er uns zu Göttern erziehen will, ja? Das war bei den Griechen Kultur. Aber eben dieser Kampf, er war verloren. Sie waren resigniert in dieser Gottessohnschaft. Sie haben aufgegeben, sie haben sich zu den Götzen gewandt und haben auf andere Weise versucht, sich durchzuschlagen. Jetzt komme ich endlich zum Text der Apostelgeschichte 17, 28. Jetzt argumentiert Paulus mit diesen resignierten Griechen, indem er schreit von Gott, von seiner Person, schreit er ihnen zu, denn in ihm, in Gott drin, leben wir, werden wir bewegt und sind wir, ereignen wir uns wörtlich, oder? In Gott drin, ich sage es noch einmal, er argumentiert, er sagt, hör zu, wir leben in Gott drin, wir werden von Gott bewegt, ontisch, wir ereignen uns in ihm drin, ja?
Und dann geht er weiter und sagt, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, es war die Blütezeit, was sagten sie? Denn wir entstammen auch seinen Genen. Das habe ich so übersetzt, wie es im Griechischen steht, oder? Das war den Griechen klar, das war ein griechischer Ausspruch. Wir entstammen Gottes Genen, so steht es dort, oder? Denn wir entstammen auch seinen Genen. Seht ihr, das war der Kampf. Das ausgerechnet mit den Griechen, die sowas von voraus waren, aber sie sind erstarrt, weil auch der imaginale Kampf bei ihnen stattgefunden hat. Sie sind unbeweglich geworden. Und ihr müsst wissen, auch hier mit diesem Kampf war das Feld nicht endgültig gewonnen. Die einen ließen sich überzeugen, die anderen haben ihn Krächzer genannt, haben ihn verschimpft und was weiß ich was. Da ist die Scheidung durchgegangen. Und wisst ihr, alles, was sich verhärtet, alles, was sich verschließt, alles, was unbeweglich ist, was sich von der ontischen Kraft, von der Gelegenheit der Zeit nicht formen lässt, das erstarrt. Versteht ihr? Das ist auch mit der Christenheit nachher passiert. Es erstarrt, es bleibt zurück als Kokon. Ja? Vielleicht hast du dich gefragt, wo gehen all die Zellen hin, die sich nicht besiegen lassen? Da hast du die Antwort. Schau die Raupe an, der Kokon bleibt zurück. Das war vorher an der Raupe. Verstehst du? Das kam aus der Raupe. Das ist ein Bestandteil der Raupe. Wer sich nicht mitformen lässt von der ordentlichen Kraft, erstarrt zum Kokon, das ist sein Zellanteil, er bleibt zurück und das Neue bricht durch den Kokon durch. Es kämpft sich durch, bis die Flügel in der freien Luft sind und sie zu flattern und zu schweben, zu trocknen beginnen. Also das war der Punkt. Aber ihr seht, kein Missverständnis, die Apostel wortwörtlich darum gekämpft, mit den Worten sogar der Griechen selber, wir entstammen Gottes Genen, also wir sind Abstammlinge, die in ihm drin leben, er in uns, wir werden von ihm bewegt, wir ereignen uns, weil Gott sich in uns ereignet. 2. Timotheus 1, Vers 10 geht es jetzt ganz auf den Punkt, das ist derselbe Apostel, der Nationenapostel übrigens, der für uns, oder? Da kommt er jetzt auf die Auferstehung zu sprechen und das berührt jetzt die Theologie der Auferstehung Jesu. Was haben wir aus der Auferstehungstheologie gemacht? Ich kann das alles gar nicht mehr wiederholen. Ich möchte nur sagen, worauf Jesus hinaus wollte. So hat er es damals formuliert. Dadurch, 2. Timotheus 1, Vers 10, dadurch, dass Christus den Tod zunichte gemacht hat, hat er die frohe Botschaft vom Leben der Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Ich habe es frisch aus dem Griechischen gestern Abend noch übersetzt. So steht es dort, oder? Dadurch, dass Christus den Tod zunichte gemacht hat, hat er die frohe Botschaft vom Leben in Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Seht ihr, was der Unterschied ist? Christus hat etwas demonstriert. Er hat es vorgemacht. Er hat es ans Licht gebracht. Was machen wir daraus? Ein Relikt, oder? Wir beten ihn an als Auferstanden, oder? Erwarten alles von ihm, dem Auferstanden, weil wir sind die Würmer, er ist der Schmetterling, oder? Wir die Raupen, der Schmetterling. Wir die ewigen Raupen, er der ewige Schmetterling. Und irgendwann werden wir auch Schmetterlinge sein im Himmel dann. Nein, nein, nein und nochmal nein. Er hat für uns alle, wie es vorher schon gesagt hat, ihr seid alle Götter, allzumal, alle sind Söhne des Höchsten. Er hat für uns alle unser Leben in Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Versteht ihr? Amen. Weil sein Gebet, sein Herrlichkeitsgebet hat doch geheißen, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Alles, was ich bin, seid ihr. Das war seine Botschaft. Er ist gekommen, zu zeigen, was im Menschen drin steckt. Nicht, dass man ihn anbetet als Gott, sondern dass wir die Göttlichkeit mit ihm teilen. Darum hat er uns dann Brüder genannt. Die Stelle kommt noch, oder? Aber wir gehen jetzt direkt ins 7. Phänomen. Seid ihr fit? Ja. 7. Phänomen. Heißt, in der neuen Welt anerkennen alle ein und denselben Gott und sie erkennen sich gegenseitig an. Da reden wir jetzt wieder eben von, wir knüpfen wieder an dieses Ereignis, wo diese Zellen des Schmetterlings sich gegenseitig erkennen. Irgendwann merken sie, wir sind etwas völlig Neues und beginnen an die Arbeit zu gehen, beginnen ihre Aufgaben zu erfüllen. Sie erkennen sich gegenseitig an. Das ist vielleicht ein Stück Repetition auch wieder, aber das muss sein. Wichtig ist, ein Gott wird von allen erkannt, weil er einer ist, weil seine
Gesetzmäßigkeiten für alle dieselben sind, seine Handlungsweise ist für alle dieselbe. Was wir daraus gemacht haben, die letzten paar tausend Jahre, steht auf einem völlig anderen Blatt, versteht ihr? Was wir theologisch interpretiert haben, in ihn hineingelegt, gelogen, verdreht haben, das hat doch mit ihm, mit der Wirklichkeit seines Wirkens überhaupt nichts zu tun. Was du über die Raupe denkst und den Schmetterling, interessiert doch diese Viecher nicht. Die kommen raus, wie sie eben rauskommen. Ob du behauptest, sie können das oder sie können das nicht, das spielt doch keine Rolle. Gott ist, wie er ist. Ja? Also das ist das siebte Phänomen in Habakkuk 2,4. Die alten Propheten Israels, die haben sehr tiefe Gotteserkenntnis gehabt, sehr große Schau, die haben das alles schon verkündigt, aber das eigene Volk hat sie verloren. Also nochmal, Habakkuk 2,14 wurde prophezeit, denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Also jeder, der mal ein Schiff gefahren ist oder ein Meer gesehen hat, der weiß, was das bedeutet. Gibt es eine trockene Stelle da unten? Nichts, oder? Nichts. Das Meer wird vom Wasser an jeder Stelle bedeckt. Das haben die alten Propheten schon gesehen. Und zwar von der Herrlichkeit wird es erfüllt sein, die ganze Erde. Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Siehst du, da beginnt es einzufließen, wenn du so willst, beginnt es einzufließen, dieses Meer, bis es ganz bedeckt ist. Ja. Also ich kann nur bis hierher zusammenfassend sagen, ein und derselbe Gott hat sich schon immer in allen Kulturen schweigend kundgetan. Ich muss es mit diesen Worten sagen, oder? Weil die Dinge, die er tut, eben das braucht Zeit. Er wirkt sie. Er redet. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir es verstanden haben. Und wenn wir es verstanden haben, heißt es noch lange nicht, dass wir es dann auch umsetzen, ja? Dass wir es nicht dann wieder verdrehen oder auch wieder verlieren, oder? Also schon immer hat sich ein und derselbe Gott in sämtlichen Kulturen schweigend kundgetan, wirkend kundgetan, durch seine Wirkungen kundgetan, aber trotzdem gab es in sämtlichen Kulturen seit jeher vorwiegend eine Übereinstimmung. Und was war das? Was ist die größte gemeinsame Sache, die alle Kulturen haben, der gemeinsame Nenner, der größte, den es gibt? Es ist das Missverständnis. Ja, das muss uns einfach klar sein. Ich sage es von uns Christen, allem voran, aber es gilt für die Juden, es gilt für die Moslems, ich kann es nur immer wieder sagen, es gehört immer die ganze Liste hier hin. Ich sage einfach das als Typus jeweils. Es gilt für sämtliche Religionen, für sämtliche Menschen, machen wir es kurz. Ganz gleich, was sie treiben, was sie tun, wie sie sich formen, wie sie sich nennen, welche Kreise sie bilden, was sie für Interessen vertreten. Die einzige große Übereinstimmung, die wir bisher hatten, alle missverstanden Gott bislang in gleicher Art falsch. Ja. Nur der eine verstand ihn falsch auf Deutsch, der andere auf Hebräisch, oder? Der andere falsch auf Bengali oder Arabisch, oder? Was soll ich noch sagen? Japanisch, Französisch, Chinesisch. Ich kann hier auch noch mal eine Stunde aufzählen, versteht ihr? Ja. Aber genau das, und das ist die frohe Botschaft, das ändert sich mit dem Aufbruch der neuen Welt. Das ändert sich jetzt. Wisst ihr das? Weil alle in eine Erkenntnis Gottes kommen werden, weil sich Gott ereignet in uns endlich. Versteht ihr? Er konnte sich nur nicht durchsetzen. So wie Jesus gesagt hat, die Welt kann Gott nur erkennen, wenn er in uns Gestalt gewinnt, wenn die Herrlichkeit in uns sichtbar wird. Das war ja der Grund, warum Jesus Gottes Sohn genannt wurde, weil Gott in ihm sichtbar geworden ist. Das ist der Punkt. Aber er hat ihn ans Kreuz geschlagen, imaginaler Kampf. Ja? Aber der Punkt ist, die Welt hat darum ihre Uhr neu eingestellt, weil er die göttlichen Werke tat. Das ist keinen zweiten Grund. Nicht, weil er eine neue Theorie, eine neue Philosophie oder Dogmatik gebracht hat. Ja? Oder irgendein Ritual oder was. Nein, die Werke waren es, die ihn zu Gottes Sohn erhoben haben, die Auferstehung aus den Toten am allermeisten, oder? Das vorher war schon krass genug, jetzt steht der Mann auch noch aus den Toten auf, obwohl er gekreuzigt wurde und macht seine Geschichte weiter, oder? Also, warum erkennt die Welt das Miteinander? Weil sie das Leben inwendig kennengelernt hat, ja? Und weil sie irgendwann die Logik aufgeht, auch dem letzten Kritiker, wenn er nicht zur Kokon erstarren will, der Schmetterling gebiert halt nun einmal nicht Schmetterlinge. Versteht ihr? Wir haben eine falsche Logik abgeleitet. Wir sagen, der Mensch gebiert einen Menschen, oder? Also,
wenn eine Raupe da ist, oder? Wir haben gelebt, als würden Raupen Raupen zeugen. Ja? Aber das hat noch nie gestimmt. Ein Schmetterling zeugt Raupeneier. Das ist der Punkt. So läuft es mit Gott, mit dem Göttlichen. Das Göttliche zeugt einen Menschen, gleichsam einer Raupe. Aber in der Raupe drin ist das Göttliche angelegt. Sie geht eine Metamorphose durch, das ist seine Bestimmung, sein Weg, oder? Siehst du, und das ist das, was im Aufbruch der neuen Welt allmählich jetzt erkannt wird, dass wir göttliche Natur sind, dass wir nicht einfach Menschen sind, es ist mehr in uns drin und das will hervorkommen. Das schlägt, das drückt mit seinen Flügeln gegen diese Schale, gegen diese harte Schale, gegen diesen Widerstand der Verhärtung, oder? Irgendwann kommen Schmetterlinge daraus. Und wieder so eine schöne Parallele. Wann ist eigentlich Schmetterlingssaison? Habt ihr das schon mal überlegt? Direkt nach Ostern. Also du kannst irgendein Fachbuch befragen. Du wirst sehen, die Schmetterlingssaison beginnt direkt mit Ostern. Nach Ostern, das ist die Auferstehung, oder? Das ist die Sache mit Jesus, der ans Kreuz geschlagen wird, der noch tiefer in die Gottesherrlichkeit eingeht. Aber ich möchte es betonen, im Hier und Jetzt. Jesus ist im Hier und Jetzt auferstanden. Also er ist nicht verwest. Und darauf legt die Heilige Schrift allergrößten Wert. Er ist nicht verwest. Das kommt immer wieder zur Betonung. Ausgelebt haben wir aber das bare Gegenteil. Angefangen bei den Juden. Wisst ihr warum? Weil wir balsamieren da die Leichen ein, die Juden, oder? Die Ägypter, alle haben dasselbe gemacht, oder? Haben der Verwesung entgegengewirkt, oder? Sind aber alle verwest, oder? Und ein scharfer Ruf kommt schon aus dem Alten Testament. Wie soll ich sagen? Die Unverweslichkeit ist gefragt. Und die Apostel haben gelehrt, anzustreben, haben gesagt, das natürliche, das fleischliche Wesen kann nicht die Unverweslichkeit ererben. Aber damit war nicht gesagt, du bist und bleibst ein Wurm. Das stimmt gar nicht. Das heißt nur, du wirst nicht automatisch, wie soll ich sagen, du wirst nicht automatisch die Unsterblichkeit ererben. Das liegt in der ersten Natur nicht drin, die muss absterben, die muss sich verwandeln wie die Raupe, die muss alle Werte auflösen, um das Neue hervorzubringen. Ja? Das ist der Punkt. Aber aus dem Hier und Jetzt ist gemeint, nicht im Himmel dann irgendwann. Ja? Oder wie soll ich sagen, alle streben nach dem Himmel, oder? In Himmel oben. Aber der Prozess will hier unten abgeschlossen sein. Darum bin ich zutiefst überzeugt, dass die Reinkarnation eine unumgängliche Wirklichkeit ist, weil die ontische Kraft lässt sich ja nicht lumpen. Gott ist ja nicht so klein, dass der menschliche Wille ihn letztlich besiegen könnte. Der menschliche Wille wird belehrt, der menschliche Wille wird zurechtgerückt durch Erfahrungen, bis es zu einem anderen Wollen kommt von innen her. Und dazu sind die Reinkarnationen sehr nützlich, weil wir müssen all das, was wir säen, ernten. So sagt die Schrift, so sagen es alle Religionen. Wir säen und wir ernten, auch geistlich. Das heißt, wir müssen die Erfahrungen machen, wir können jeden Weg gehen, den wir wollen, wir können den Weg der Erstarrung als Kokon gehen und wir dürfen das und werden ihn aber ganz gehen. Wir gehen den Weg in die Vereinzelung, wie wir heute schon gehört haben, bis wir genug haben davon, bis der Schrei aus uns selber kommt nach dem Gesamten, ja? Bis der Bedarf nach Organismus geweckt ist von innen her, nicht gedrängt, nicht gezwungen, nicht gezogen, selbst erwählt. Ja? Also wir können so viele Reinkarnationen hier nötig sein wollen, können wir durchleben, aber eines bleibt, Geschwister, und das sage ich einfach mit einem großen Ausrufezeichen. Wisst ihr, was bleibt? Es gilt im Hier und Jetzt die Unsterblichkeit anzuziehen. Anzuziehen. Versteht ihr? Im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt. Irgendwie ist diese Studie würde unendlich lang gehen, aber es gibt hunderte von Botschaften, Predigen, die ich früher in früheren Jahren gehalten habe. Eine heißt, glaube ich, Verlängerung der Zeit oder irgendwas. Verlängerung des Lebens. Da haben wir eine ganze Botschaft darüber gewidmet, wo das Alte Testament, die alttestamentlichen Gottkenner gesagt haben, was Programm ist. Die Lebenszeit der Menschen soll sich weiten wie das Leben der Bäume. Ja? Und da reden wir dann von Jahrtausenden. Ich kann das jetzt nicht alles wiederholen um der Zeit willen. Ich möchte nur sagen,
Auferstehung ist das Ziel, das Jesus uns vorgelebt hat, dass wir darum ringen, dass dieses Bild, wir sind die Auferstehung, ich bin die Auferstehung, dass wir das reden lernen, dass wir das erwarten lernen, und sie wird dann sich ereignen, wenn sich über die Längerung des Lebens die Unsterblichkeit sich durchsetzt in unserem eigenen Bauch, aus dem lebenden Bauch. Nicht die Natur, die alte, nicht das Fleisch ererbt das, ist nicht gentechnisch angelegt. Die löst sich gleichsam aus und wird von der anderen überwunden, von innen her. So wie ich früher gottlos war, mit Gott nichts am Hut hatte, nur das eigene im Kopf, und von innen her ist Gott aufgebrochen und hat mich zu einem Du-Menschen gemacht und alles ist von innen neu geworden, dass ich heute zu dir predige und nicht mehr Autos repariere oder andere Dinge tue. Verstehst du, so kommt alles von innen her. Ja? Und das ist der Punkt, nicht im Himmel, nichts im Himmel, der Himmel ist hier und jetzt, ja. Ich sage damit nicht, dass es keinen Himmel gibt. Ja, ist unser Schlafzimmer, ich möchte es mal so nennen. Himmel ist unser Schlafgemach, wo wir uns ausruhen nach harten Arbeitstagen. Aber hier unten wird die Arbeit verrichtet. Das ist das Ziel, das Jesus uns gebracht hat, um das es geht. Ja? Und eben Gott ist nur einer, ein einziger. Und alle Menschen sind gleich ihm gegenüber. Und ich möchte diese kurze Linie noch durchmachen, dann machen wir eine Pause. Ich habe noch im dritten Teil, versuche ich das andere noch unter Dach und Fach zu kriegen. Sehr schwer bei diesem Thema, weil so viel zu sagen wäre. Man kann die Dinge wirklich nur anstreifen. Aber lasst uns noch zwei, drei Stellen anschauen, bevor wir Pause machen, die das nochmal belegen, dass das schon die alten Propheten betont haben, schon die alten jüdischen Propheten. Ich bitte Sie, niemals schlecht zu reden. Das war ein Volk zu seiner Zeit, wo die Bibel verfasst wurde. Die ist ja über 1500 Jahre entstanden. In wirklich krassen, krassen Zeiten, die du nie erleben wolltest, haben sie sich durchbewährt. Es waren wirkliche Gottkenner. Was daraus gemacht wurde durch die Theologen, ja, das ist eine ganz andere Geschichte, was verfälscht wurde in den Übersetzungen und, oder unterschlagen wurde oder auf einem zu tiefen Niveau übersetzt wurde und dergleichen, ist ganz ein eigenes Thema. Aber schon Römer 3, Vers 29 wird darauf Wert gelegt, sagt wieder derselbe Apostel, der unsrige, oder ist Gott der Juden allein? Sein Kampf, imaginarer Kampf, war immer vorrangig gegen die Juden. Sie versuchten ihn auf alle Weise zu töten, auszuschalten, in Misskredit zu bringen. Und er sagt, ist Gott der Juden allein, nur weil er sich durch euch kundtut, nicht auch der Nationen? Und dann kommt ein Ausruf, ja, auch der Nationen. Das ging ihnen nur schwer ein damals, weil sie dachten, Gott ereignet sich in uns wie sonst in keinem Volk, das wir kennen, folglich sind wir die Einzigen. Oder? Aber in der Bibel selber, die Propheten, die eigenen Propheten haben nonstop anderes geredet. Ja, Gott tut bei allen dasselbe, in allen Kulturen, in allen Religionen, in allen Ideologien, in allen Hintergründen. Und er wird von allen genau auf die gleiche Weise falsch verstanden, mit denselben Schwerpunkten, mit denselben Abirrungen, einfach eben der eine auf muslimisch, der andere auf christlich, der andere auf hindisch und. Römer 10, Vers 12, da wird es nochmal zusammengefasst. Es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Und Grieche ist ein Überbegriff, ein Synonym für nicht-jüdisch. Einfach alle, die nicht-jüdisch waren, wurden Griechen halt oder Heiden genannt. Das sind so Überbegriffe. Oder Nationen meint einfach die anderen, ja. Es ist kein Unterschied, sagt er, zwischen Juden und Griechen, denn er ist Herr über alle und er ist reich hinein in alle. Auch wieder wörtlich übersetzt. Ja, im Deutschen, in unseren Übersetzungen, in den gängigen steht, ist reich für alle. Ja, wieder etwas für. Nein, nicht für. Hinein in alle ist er reich. Er will in uns rein, versteht ihr? Das ist der ewige Punkt. Das ist das, um was es hier am allermeisten geht. Gott in uns und durch uns. Ja? Er ist reich hinein in alle, die sich auf ihn berufen. Die das Bild festhalten, könntest du sagen. Also er lehrt alle Prinzipien der ganzen Schöpfung, die Vorhersehung, alle bekommen die gleiche Suppe serviert, die fertiggestellten Möglichkeiten, die Gesetzmäßigkeiten, die Zeiträume und so weiter, alle bekommen dasselbe, auch von ihren Propheten. Und ihre Propheten werden genauso missverstanden wie die anderen. Ja, alle verstehen in ihren Kulturen zuerst einmal alles falsch. Und dann aber über die ontische Weisheit Gottes, der eben den Willen selbst der Menschen
umformen kann, dass der Mensch anders will irgendwann. Irgendwann hat er die Schnauze voll, oder? Irgendwann sagt er nicht, Gott hat mich genötigt, ein Pfarrer hat mich genötigt, irgendein Heiliger hat mich genötigt, mich zu verändern. Nein, irgendwann sagt er, jetzt ist einfach mal fertig mit dieser Droge zum Beispiel, oder? Fertig mit diesem Hurenleben oder was es ist. Ich möchte ein Zuhause, verstehst du? Ein Schrei nach Zuhause. Und plötzlich geht's, oder? Plötzlich kein Hurenleben mehr. Plötzlich keine Drogen mehr. Oh, wir haben so viele Menschen aus den Drogen geführt, auf genau diesem Weg. Sie hatten genug von den Drogen. Und sie haben das Neue geschmeckt, das Neue gefunden. Ja. Also ich schließe diesen Part mit Hebräer 3, Vers 10. So haben es die Propheten Israels für die Juden selber zusammengefasst. Gott sagt zu ihnen in ihren eigenen heiligen Schriften, deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen, aber sie haben meine Wege nicht erkannt, sagt Gott zu den Juden in ihren eigenen Schriften, durch ihre eigenen Propheten. So ist die Bibel randvoll von Selbstkritik, die direkt vom Himmel kommt. Und auf diesen Punkt gehen wir dann, wenn es die Zeit erlaubt, am Schluss nochmal ein. Aber ich sage nur bis hierher, dito alle Religionen, dito alle Menschen sind Missverständnisse. Und wenn die einen Jahrtausende brauchen, bis sie endlich durch sind und das Missverständnis ausgespitzt und ausgebadet haben, wenn es bei den einen so ist, bei den anderen auch so, aber jetzt sage ich, Aufbruch der neuen Welt, die Zeit ist da, wo sich das durchsetzt, wo alle den einen Gott in seiner wahrhaftigen Gestalt erkennen, in seiner wahrhaftigen Wirkung und Weise, in seiner Wesensart, und die ist genau jetzt diese Zeit. Und im dritten Teil kommen wir hier ans Eingemachte, gleichsam ins Allerheiligste. Bleibt also am Ball, kommt wieder nach der Pause, seid pünktlich, dass wir hier einen Geistfluss aufbauen können, dass es fließt zwischen uns, dass es nicht abreißt durch mangelnde Konzentration, Ablenkung und so weiter. Arbeitet mit, auch die Neuen hier in unserer Mitte, arbeiten mit. Jetzt geht es ins Allerheiligste in der nächsten Runde. Dann schauen wir uns in der Tiefe an, was jetzt der Unterschied zwischen Religion und dem ist, was Jesus uns gebracht hat. Bis gleich, ja? Ja. Aufbruch der neuen Welt und ihre Phänomene. Teil 3 von 3. Wir kommen nun zum dritten und abschließenden Teil des internationalen Online-Seminars Aufbruch der neuen Welt. War Teil 1 gleichsam der Eintritt in den Vorhof und Teil 2 der Eintritt ins Heiligtum, führt uns KlarTV-Gründer Ivo Sasek diesmal mitten hinein ins Allerheiligste. OCG-Konferenzen werden für gewöhnlich nicht auf KlarTV präsentiert. Man findet sie nur im Elion Verlag auf sasek.tv oder den OCG-Live-Seiten. Der brisanten Weltlage wegen vermitteln wir diese tieferen Geheimnisse ausnahmsweise nun aber auch unter unserer Rubrik Ideologie. Dieser dritte Teil taucht am tiefsten in die geistlichen Wirklichkeiten ein. Er lässt sich daher am besten verstehen, wenn man auch Teil 1 und Teil 2 mitbekommen hat. Auch Teil 3 führt zu jener ungeahnten Kraftquelle im eigenen Inneren hin, die dazu befähigt, selbst dunkelste Abgründe der Zukunft in lichte Höhen zu verwandeln. Wir wünschen Ihnen erleuchtete Herzensaugen. Hier also nun Teil 3, Aufbruch der neuen Welt von Ivo Sasek. Wir wenden uns jetzt dem Text aus Johannes 14 zu Vers 6. Das sind alles Gespräche, die Jesus mit seinen Jüngern geführt hat. Und das ist jetzt einer dieser Texte, von denen ich glaube, einer der Texte, der die meisten praktischen Missverständnisse zur Folge gehabt hat. Ich weigere mich zu sagen, verursacht hat, denn Geist und Leben muss durch Geist und Leben verstanden werden. Was aus Geist und Leben geredet ist, das heißt, was geistliche Wirklichkeiten repräsentiert, muss auch mit geistlichen Ohren gehört sein. Der ursprüngliche Text, sehr bekannt, Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So heißt er ursprünglich in unseren Texten. Wenn man ihn schon hört, sieht man die Unfähigkeit, etwas selber tun zu können.
was absolut zu den grundlegendsten Lehren der Bibel gehört. Es ist so, wir können grundsätzlich aus uns selber nichts tun. Daraus aber abzuleiten, dass solange nicht ein Wunder geschieht vom Himmel, ich nenne es mal mit diesen Worten, solange sind wir ausgeblendet. Das ist der große Irrtum. Was hier bemerkt werden muss, ist, dass am Schluss, wenn er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, muss festgestellt sein, im Griechischen ist das kein Akkusativ, sondern ein Genitiv. Und die Griechen wissen sehr genau den Unterschied zwischen Akkusativ und Genitiv, aber wir haben es alles im Akkusativ belassen. Und das hat diese große, wie soll ich sagen, diese Einseitigkeit hervorgebracht in uns, weil wir es im Akkusativ übersetzt haben und so belassen haben und nicht gesucht haben, was will denn der Genitiv im Unterschied zum Akkusativ festlegen. Weil diese Zeitform, also diese Kasusse, die sind ja nicht einfach zufällig entstanden. Das ist nicht so, dass die Griechen alles genau hatten wie wir, mit einigen Ausnahmen da und dort. So haben wir es die Gelehrten dann zurechtgebogen, um immer wieder ihre eigenen Vorstellungen von Theologie, von wer ist Gott, wie ist Gott, aufrechterhalten zu können. Ich mache jetzt einfach mal den Text mit Zusatzwörtern, damit der Sinn dieser Aussage besser verstanden wird, worauf Jesus mit diesem Text hinaus will. Und ich sage vorweg wieder, was ich schon mehrfach betont habe, was Jesus zuletzt wollte, zu allerletzt, war unsere Unmündigkeit. Unser passives Hierstehen, sagen wir, wir können gar nicht zum Vater kommen, außer du hilfst uns, oder? Jesus, hilf mir. Weißt du, ich komme aus der Seelsorge. Ich komme aus der Seelsorge. Ich habe über 40 Jahre, mittlerweile 42 Jahre Seelsorge an Hunderten von Christen gemacht. Oh, Jesus, hilf mir, wenn mir der Heiland nicht hilft, oder? Tag und Nacht, Jahr für Jahr predigen wir den Namen Jesus. Nenne nur den Namen Jesus, Jesus, Jesus. Oder ist eine Magie, oder dieser Name? Oder wenn du den Namen Jesus nicht sagst, beim Dämonen beschwören, bei der Rettung, dann Jesus, Jesus. Oder? Und dann der Streit, oder? Du Zeugen Jehovas, sag mal Jesus. Und er sagt, nein, sag du mal Jehova. Und dann sagt der Moslem, nein, sag mal Allah. Nein, sag Jesus, Jesus, Jesus. Ich habe Tausende begleitet, die Jesus, Jesus, diesen magischen Namen im Munde führen und Herr Heiland hat mir nicht geholfen, oder? Wenn Jesus mir nicht hilft, da steht's doch. Niemand kommt zum Vater als durch mich, er bringt mich nicht zum Vater. Der Jesus macht nichts. Ich will mich nicht lustig machen über die Leute, aber ich möchte klarstellen, was der Punkt ist. Wenn doch Tausende, Zehntausende, Millionen behaupten, spricht diesen Namen, dann ist die Welt in Ordnung. Warum ist sie denn nicht in Ordnung? Ja. Niemand war Gott je ferner als das Christentum. Ja. Doch es gibt einen Rivalen, das Judentum. Ja, das darf ich sagen, weil es kommt aus demselben Stamm. Aber auch die Moslems sind genug abgewichen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Alle anderen Religionen sind genauso abgewichen. Und ich habe es im Vorfeld erklärt, aus demselben Grund. Weil wir immer warten, bis passiv, jemand muss an uns etwas tun, sonst geschieht nichts, oder? Aber jetzt lesen wir diesen Text einmal, jetzt mache ich mal ein paar Hilfsworte und übersetze am Schluss gleich im Genitiv und mache die Klammer dort rein, damit der Sinn richtig rüberkommt. Jesus spricht zu ihm, ich bin der demonstrierte Weg. Demonstriert, oder? Ich habe euch das vorgemacht. Ich bin der demonstrierte Weg, ich bin die demonstrierte Wirklichkeit, so läuft's. Und das demonstrierte Leben, ich habe es euch vorgemacht, was Leben im Menschen drin sein kann. Niemand kommt, und da haben sie auch alle unterschlagen, da kommt jetzt nämlich ein Medium, oder? Niemand kommt aus sich zum Vater, als nur in meiner Art. Oder entsprechend meiner Art. Das so ist im Genitiv zu übersetzen, versteht ihr? Also seht ihr, er stellt sich wieder als Modell hin und sagt, so wie ich es tue, so findet ihr zum Vater. Nicht anders, so wie ich, nach meiner Art. Ich repräsentiere die Wirklichkeit, wie sie ist. Er war ständig in Aktion, ich und der Vater. Oder?
Johannes 10, Vers 30 sagt er, ich und der Vater sind eins, sind dasselbe, sagt er. Das ist es, was er demonstriert hat. Und das will er damit aussagen. Ich habe demonstriert, ich bin der demonstrierte Weg. Wie ist der Weg, Herr? Wir wissen ihn nicht. Doch, ich bin der demonstrierte Weg, sagt er. Ich und der Vater sind eins, sind ein und dasselbe. Ich rechne damit, dass der Vater in mir ist und lasse ihn hochkommen. Ich lasse ihn wirken, weil er wirken will, weil er wirken wird, weil er immer wirkt. Er lässt mich nie allein zurück. Hier gibt es 1000 Worte von ihm, oder? Ich und der Vater, könnte sagen, sind eins, derselbe, ja. Ich bin eins mit der ontischen Kraft, wenn du es auf der neutrischen Schiene belassen willst und immer noch nicht magst, wenn ein persönlicher Gott dich liebt und mit dir kommuniziert und in dir spricht und denkt und fühlt und will, verstehst du? Du kannst sagen, ich bin eins mit der ontischen Kraft, aber eine Wirkung ist da, eine Wirkung ist da, oder? Also ich möchte damit hervorheben und darin ist der große Paradigmenwechsel. Du musst nicht zuerst Jude werden, um zum Vater zu kommen. Jetzt habe ich es mal so aufgezäumt, dass wir eine kleine Treppe haben, die uns hilft, zum Verständnis hin hochzusteigen. Du musst nicht zuerst Jude werden, obgleich Jesus ein Jude war, um zum Vater zu kommen. Also nicht entsprechend wie ich, wenn er sagt, du musst nach meiner Art kannst du den Vater finden. Es meint nicht, du musst zuerst Jude werden. Es meint auch nicht, du musst zuerst das Gesetz einhalten, weil Jesus hat ja das Gesetz eingehalten, oder? Und jetzt komme ich zum springenden Punkt. Es meint aber eben auch nicht, du musst zuerst Christ werden, um zum Vater zu kommen. Jetzt knallt es, oder? Jetzt knallen die Türen zu. Hörst du sie? Bom, 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 bom. Jetzt ist es aus dem Mund. Ha? Jesus haben sie ans Kreuz geschlagen, weil er sich Sohn Gottes genannt hat, oder? Und jetzt... Der typische Christ wird mich jetzt ans Kreuz schlagen und sagen, so, jetzt hast du Jesus verleugnet, jetzt haben wir es aus deinem eigenen Mund gehört. Du hast gesagt, man muss nicht zuerst sich zu Jesus bekehren, um das zu sein. Und ich sage es mit Nachdruck, genau so ist es. Genau so ist es. Warum? Weil Gott der Gott aller Menschen ist und Jesus ist nicht gekommen, dass man ihn verherrlicht, auf eine Statue stellt und immer seinen Namen aufruft und millionenweise zur Hölle fährt, die Menschen zu schlimmeren Höllensöhnen macht, als man selber schon ist, so wie die Juden es gemacht haben, schon seinerzeit, oder? Jesus sagt, ihr macht sie zu schlimmeren Höllenkindern, als wie ihr selber seid, weil ihr die ganze Zeit aus der Schule lauft, ja? Versteht ihr? Er ist gekommen, um allen Menschen diese eine Botschaft zu bringen, hat gesagt, geht hin in alle Welt und sagt, ich bin der Weg, so wie ich habe es demonstriert, so ist der Weg des Menschen, so ist die Wirklichkeit, wie du wirst. Gott lebt in dir, Gott lebt in jedem Menschen und Gott ist versöhnt. Ich habe eine Offenbarung gebracht, Gott ist versöhnt, wenn du mit ihm eins wirst, wenn du dich ihm annimmst, wenn du dieser Botschaft Glauben schenkst und dich dazu hältst, ist alles erledigt. Aber wir haben dieses blutige Epos in die Höhe geschnellt, wo alles in eine Mystik hineingekommen ist, in ein Ritual, alles Mögliche. Und das ist alles gar nicht verkehrt. Jesus ist gestorben. Jesus hat sein Leben gegeben, hat sein Blut gegeben. Aber dieses Blut sagt vielmehr, ich verbürge, dass es so ist. Ihr seid Söhne Gottes, ihr seid Kinder Gottes, Söhne des Höchsten allesamt. Ich bürge mit meinem Blut dafür und ich beweise es über den Tod hinaus. Unsterblichkeit ist in euch. Versteht ihr? Und ich beweise, in jedem Menschen steckt dieses Potenzial, dass du wie ich die Menschen lieben kannst bis zum Tod, weil dir die Menschen wichtiger sind als du selber. Das war die Botschaft Jesu, um zu erkennen, was für ein Potenzial in uns drin ist, durch den Vater in uns, durch die Genschaft, weil wir aus seinen Genen hervorgekommen sind, weil wir so auch sind, wenn wir uns nur dafür halten. Und das nennt man Glauben, ja. Also nicht glauben an eine vergangene Geschichte, an ein historisches Ereignis oder im Rückblick, ja, sondern glauben in eine vorwärtsschauende Zukunft, in eine Gemeinschaft mit Gott, in ein Wandeln mit Gott, in einem Sein mit Gott. Ich und der Vater sind ein und dasselbe, sagt er. Wir schauen uns nochmal so eine Stelle an, Johannes 14, 9, das war Jesu ständige Botschaft. Hier redet er zu Philippus.
der sagt, ja, komm, zeig uns mal den Vater, oder? Dann genügt es uns. Redest immer vom Vater, zeig ihn uns mal, oder? Dann genügt es uns. Und Jesus antwortet ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Bam, da schlägt es wieder ein. Hört ihr es? Ja. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeige uns den Vater? Ich könnte hier wieder ein anderes Wort einfügen. Wie sagst du, demonstriere uns den Vater? Ich habe ihn demonstriert. Ich bin. Oder? Ich bin die Demonstration des Vaters. Natürlich, jetzt kann man hier wieder einen theologischen Streit beginnen. Aber der Vater im Himmel ist doch im Himmel oben und er ist doch hier. Nein, es ist alles eins. Das ist der Punkt. Gott ist einer, die Schöpfung ist in ihm eins. Die Schöpfung ist er. Ja? Jedes Stein, jedes Atom und Molekül ist doch sein Wort, sein Logos, sein tragendes, krafterfülltes Leben. Er hält es doch in jedem Moment in dieser unendlichen Treue, die man ja gar nicht beschreiben kann. Wir brächten unser Leben besser zu, darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass ein lebendiger Gott, ein lebendiges Wesen all das zusammenhält. Was du baust mit deinen Händen, jedes Holz, das du schnitzt, er stellt sich dazu, hält das in Treue, den Span, so wie er da liegt, wie du ihn gemacht hast. Er hält das, oder? Und hat all diese Millionen Dinge gemacht, die du Tag und Nacht bestaunen solltest, um die Größe Gottes, die Größe dessen, der in dir wohnt, der dich mit sich selber eins gemacht hat, zu feiern, dir bewusst zu sein, in diese Ruhe einzugehen, in dieses Potenzial, verstehst du? Dazu ist Jesus gekommen, das Potenzial zu zeigen. Darum habe ich so aufgegleist, dass du weißt, die Juden, als Jesus kam, haben sie die Christenheit unterwandert und gesagt, ihr müsst zuerst Juden werden, müsst zuerst euch beschneiden lassen und erst dann könnt ihr richtige Christen sein. Das war der erste gigantische Streit. Was für ein Wahnsinnsirrtum. Hatte doch nichts mit dem zu tun. Keine Genverbindung zum abrahamitischen Geschlecht und. Hier gäbe es Stunden nur Entsetzen zu äußern, was das für ein Irrtum war, weil Jesus sagt, es ist etwas ganz Neues im Aufbruch. Das ist Gott im Menschen drin. Das war das ewige Ziel der Schöpfung schon immer. Oder? Also so wenig wie du Jude werden musst, sagt Jesus, so wenig wie du zuerst Gesetz halten musst, so wenig musst du zuerst Christ werden, ja? Um das zu erleben. Du bist Mensch, das reicht aus. Du bist aus seinen Genen, allesamt Söhne des Höchsten. Ich möchte, dass ihr endlich hervorkommt, spricht der Herr. Ja? Ja. Kommt hervor. Und dann ist das, was hervorkommt, das kann man nachher den Christus nennen. Christus bedeutet nichts anderes als von Gott gesalbt, von Gott bewegt, von Gott gelebt, von Gott gewirkt durch seinen Geist, Geist gewirkt. Oder? Das heißt, du übernimmst deine Geistesnatur, deine Geistverantwortung. Das ist ein Gesalbter. Und wenn Gesalbten sich als Schmetterlingszellen gleichsam zusammenballen oder Ketten bilden, dann nennt man dieses Konstrukt Christus, den Christus. So ist das geäußert, ausgelegt von Paulus dann in 1. Korinther 12,12 und so weiter. Ist eine Studie wieder für sich. Wir haben hunderte davon. Ihr könnt euch immer gern bedienen in unseren Sammlungen, Botschaftssammlungen. Da gehen wir auf all diese Dinge detailliert ein. Aber hier wird es heikel. Ja? Zerstöre ich jetzt damit den Namen Jesus? Ich sage nein, nie und nimmer, nie und nimmer. Er ist das Wesen dessen, was sein Name sagt. Um das geht es. Und er möchte, dass wir in dieses Wesen eingehen, weil das bereits in uns angelegt ist. Und dadurch, dass es hervorkommt und er in uns, dass alles wirkt, Gott in uns alles wirkt, werden wir selber zu Christus, wenn du so willst. Das war die ewige Absicht. Wir haben nachher noch mehrere Stellen dazu. Also, es gilt für alle. Wie sagst du, zeige uns den Vater? Du hast den Vater gesehen, das gilt für alle. Hebräer 2,11, wieder so eine Stelle. Denn sowohl die, welche geheiligt, als auch die, welche, sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie Brüder zu nennen. Eben hier kommt dieser Punkt, dass er nennt sie Brüder in der Auferstehung. Zuerst begegnet ihm eine Frau und er sagt, geh hin und sage meinen Brüdern, ich gehe zurück zu meinem Gott und eurem Gott. Also da stellt er sich auf dieselbe Ebene. Er sagt nicht, ich bin der große Gottessohn, ich bin auferstanden. Er sagt, der große Gottessohn ist auferstanden. Jetzt kommt
jetzt kommt der rettende Gott vom Himmel oder sowas. Nein, er sagt, meine Brüder, sagt ihnen, mein Gott, ihr Gott. Und sagt das direkt nach der Auferstehung, bevor sie ihn noch gesehen haben, bevor er sich ihnen gezeigt hat. Auch das wieder etwas sehr, sehr Direktes. Und wenn wir schon von Heiligung reden hier, das ist das ewige Trauerlied in der Christenheit. Heiligung, sie gelingt nicht. Warum nicht? Aus einem einzigen Grund. Die Christen heiligen sich nicht. Das heißt, sie kommen nie vorwärts. Sie sind immer in fleischlichen Niveau gebunden, weil sie nie genau diesen Aufbruch begriffen haben, der schon seit 2000 Jahren im Gange ist. Sie leben immer in eigener Anstrengung, in eigener Religiosität, wollen immer Gott gefallen, wollen für Gott ein bisschen mehr von dem, ein bisschen weniger von dem anderen. Und die Pfarrer unterstützen das und die Prediger. Und es ist ein einziges, immer schlimmer werdendes Chaos. Ja? Aber hier 1. Korinther 1,30 ist es schon seit 2000 Jahren geklärt, denn der Paulus sagte damals, es kommt aus Gott aber kommt es, dass ihr in dem Christus seid und wörtlich in dem Christus von dem Jesus, oder? Also Jesus war in dem Christus drin selber, oder? Als Mensch war er in dem Gotteswirkenden, das ist der Christus, wenn der Vater im Geist ontisch ihn auslebt und ihm sein Leben lebt. Also es kommt aus Gott, dass ihr in dem Christus von dem Jesus seid, welcher in uns zum Dasein gebracht hat, Weisheit aus Gott und Gesamtgerechtigkeit aus Gott und geheiligt sein aus Gott, so wörtlich im Griechischen, und Erlösung aus Gott. Seht ihr? Es kommt alles aus Gott, sagt ihr, oder? Unser geheiligt sein, sprich Heiligkeit oder Besserung ist nicht ein Charakterzug, den du dir erarbeiten könntest. Du kannst machen, was du willst. Eben, da bleibt Raupe, Raupe. Das ist die Zelle der Raupe, bleibt Raupe. Solange sie sich im Raupendasein bemüht, Schmetterling zu werden in diesem Sinne. Versteht ihr das? Ja? Also es geht nicht über Bekenntnisse. Glaube nur an den Herr Jesus, dann wirst du geheiligt oder sowas. Und als würde eine Bekehrung dann genügen. So wurde das uns immer wieder gelehrt. Ja? Oder es geht via sich dafür halten. Ja? Aus Gott kommt unser geheiligt Sein. Also wir sind geheiligt worden. Mit einem Opfer steht geschrieben. Jesus hat gesagt, ich gebe mein Fleisch, mein Blut für die ganze Welt, fürs Leben der Welt, der ganzen Welt. Hat immer den ganzen Kosmos berührt, wenn er geredet hat. Er hat sein Leben für die Welt gegeben. Und so steht es auch. Also Gott die Welt geliebt, oder? Dass er das demonstriert hat in Jesus. Ja? Und wir sind mit einem Opfer ein für alle Mal geheiligt worden. Das heißt, das Wissen, das dafür halten, sich an die geistliche Wirklichkeit halten, dass göttliche Vollkommenheit in uns bereits existiert, ja, angelegt ist, als eben wieder dasselbe Bild, ontisch und imaginal angelegt. Wer in diesem Bewusstsein lebt, der lässt es hochkommen, der lässt es hochsteigen, sich dafür halten, und das nennt die Bibel Glauben, alles andere nennt die Bibel gar nicht Glauben. Muss ich nächsten Gang einlegen, wir kommen zum achten Phänomen. Jetzt fassen wir gleichsam ein bisschen zusammen, was bisher gesagt wurde, und gehen jetzt noch tiefer dann in die Praxis. Das achte Phänomen, Aufbruch der neuen Welt. Die neue Welt entledigt sich jeder formmäßigen Religiosität. Man könnte auch grundsätzlich sagen, die neue Welt entledigt sich jeder Religiosität, aber weil die Leute nicht wissen, was Religiosität im Unterschied zu wirklichem Gottesleben ist, ist es gefährlich. Darum lassen wir mal formmäßige Religiosität niederschreiben hier. Ja. Die neue Welt entledigt sich dem. Das heißt, die neue Welt kann nichts anfangen mit dieser bloß religiösen Rhetorik, mit dieser Verehrung, die mit den Lippen bekennt und ehrt und macht und mit dem Leben was komplett anderes anstellt. Oder dieses religiöse, bloß moralische Dogmen befolgen, das Religiöse, die Liturgien, die religiösen Augenaufschläge, die religiösen Roben und alles religiöse Getue, die Reliquien. Da kannst du ja nur aufzählen, was wir an Religiosität, das meint für Gott irgendwas tun und so weiter, was das bedeutet. Die neue Welt stößt das von sich ab, ja, wie die imaginale Zelle, die Raupenzelle. Sie hat damit nichts zu tun. Die neue Welt entledigt sich jeder retrospektiven
Denkmalpflege, ich muss es so nennen, retrospektiv, es meint rückblickend, wo immer zurückschaut. Schau mal, wir haben 2000 nach Christus. Rede mit einem Christen über Gott und die Welt und er wird dich 2000 Jahre zurückführen. Wohin? Ans Kreuz von Golgatha. Wo wird er dich noch hinführen? Alles, was 2000 Jahre zurückliegt, alles, was mit Denkmalpflege überschrieben werden könnte. Oder? Glaube an das, was dort geschehen ist, glaube an das Blut Jesu, glaube an alles, was damals geschehen ist, glaube an die Auferstehung und dann glaube noch an die Gemeinde. Alles, was damals gewesen war, gilt es wie ein Denkmal zu pflegen in passiver Religiosität letztendlich, oder? Das einzig Aktive ist, dass man zurückblickt und krampfhaft daran festhält, an der Historie, an der Geschichte, wie sie gelaufen ist. Und wenn du das nicht glaubst, gehst du zur Hölle. Das ist doch der Inbegriff des Christentums, wo es hingeraten ist. Aber Gott geht vorwärts, sein Blick ist nach vorne gerichtet, auf diese Welt, wie im Himmel, so auf Erden, oder? Das ist das Programm, das Jesus gebracht hat, wie im Himmel, so auf Erden, ja? Also er schaut in den Himmel hoch und schaut diese Harmonie, diese Vollkommenheiten und transportiert sie nach unten durch sich selbst in einer nach vorne blickenden Aktion, in einer ständigen Aktion. Welche? Ich für Gott? Nein, Gott durch uns, oder? Gott durch uns, Gott durch jeden einzelnen Menschen. Das ist die Weise, wie Gott diese Welt wiederherstellt. Ja? Und ich kann es zusammenfassen zu diesem Punkt nur so sagen, was der eine Gott von allen Menschen noch nie, zu keinem Zeitpunkt wollte, das war Religion, das war Religiosität. Weder der Jahwe der Juden wollte das, noch der Jesus der Christen, noch der Allah der Muslime, noch der Maitreya der Buddhisten. Und hier kannst du wieder die ganze Liste anhängen, oder? Bis zu allen Philosophen, auch die wollten das nicht. Ja? Und darum, jetzt kommen wir ganz in die Praxis noch, weil wir müssen hier im Bereich des Allerheiligsten die Praxis heraushören, wie das denn funktioniert, was den Unterschied macht, was ablösend ist für all das Liturgische, all das Formelle, all das Dogmatische. Was ist es denn, wenn das alles wegfällt? Das ist ja dann die panische Angst, die aufkommt, wie damals bei den Juden, die sagen, er bricht das Gesetz, er löst das Gesetz auf, er bricht den Tempel ab, wir gehen alle zugrunde. Und siehst du, die Christen haben genau dieselbe Angst, wenn ich diese Dinge erzähle. Sie haben Angst, aus der Fassung zu kommen, dass das, was ihnen Halt gegeben hat, ist dann plötzlich weg. All diese Vernunft, dieser Vernunftsglaube ist weg. Sie brechen zusammen, oder? Was ist es dann, oder? Ich gehe jetzt diese Punkte durch mit euch und kann nur beten um Offenbarungsgabe, dass ihr begreift, was der Unterschied ist. Und ich mache jetzt keine Bibelstellen mehr, ich gehe jetzt nur noch auf den Punkt, sonst wird das alles viel, viel zu lang, ja? Also ich zeige jetzt, wovon sich die neue Welt, die hier im Aufbruch ist, von was sie sich befreit. Und das ist freilich wieder nur oben abgeschöpft, aber ich denke, die wichtigsten Dinge als Sahne schöpfe ich hier mal oben ab. Die neue Welt ist frei von Namensverherrlichung. Ich nenne es mal so, oder? Jetzt kannst du alle miteinander nehmen. Ich nehme als erstes den Namen Jesus und sage, diese Verherrlichung vom Namen Jesu auf der einen Seite und dieser ganze Schutt, den wir gebaut haben, auf der anderen Seite mit all diesen Millionen Spaltungen und Verfolgungen und Hässlichkeiten, ich sage mal, können wir getrost beiseite lassen. Ja? Ich verdamme diesen Namen damit aber nicht. Ich setze etwas anderes an diese Stelle. So wie Jesus gekommen ist, er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen bei den Juden. Das war die Panik, oder? Nicht auflösen, nicht zerstören, ich zerstöre nicht das Gesetz, ich vervollständige es. So hat es gesagt, ich erfülle es, Pleroes im Griechischen, ist Vervollständigung, das heißt, er bringt es auf die lebendige Ebene, auf die Ebene des Lebens, der Sinn des Gesetzes, umgesetzt in Realität, in Geisteskraft, oder? Und so ist es auch mit dem Namen. Namensverherrlichung hat nur Streit und Spaltung gebracht, aber was der Name bedeutet, ist im Griechischen ein sächlicher Begriff. Name bedeutet effektives Sein, das, was der Mensch ist, ja, was sein Sein ausmacht. Oder? Also du kannst Jesus tausendmal bei seinem Namen Jesus nennen und seine Bedeutung ist der Rettung, oder? Und Heil. Oder? Du kannst tausendmal Jesus rufen und in der Praxis aus ihm einen Teufel machen, oder? Du lebst mit ihm, als wäre er der Teufel. Er ist ständig der, der was von dir abfordert. Er ist ständig der, der dich... Ja. Und so weiter, verstehst du? Also, die Welt befreit sich von Namen, stattdessen geht sie in wesenhaftes, wahres Sein über. Die neue Welt interessiert, was ist eine Person? Nimm doch mal meine Person. Was nützt mir mein Name, oder?
Er treibt nur Schindluderei mit mir rund. Ivo Sasek, oder? Geh mal ins Netz, mach die Studie und vergleich es nachher mit Jesus, genau dasselbe, oder? Nimm Ivo Sasek und gib ein, wer Ivo Sasek ist. Orientiere dich an seinem Namen. Was wirst du lesen? Eine Million Dinge, oder? Das geht, wenn du die Leute, die Menschen befragst, wer ist Ivo Sasek, es zählt eigentlich nur eins, wer ist er? Was ist sein wahres Sein? Das ist die Frage. Aber die Leute bleiben beim Namen stehen. Es genügt, wenn Ivo Sasek steht, dann ist die Hölle los, oder? Aber wer er ist? Aber wenn du es untersuchst, hast du eine Spannweite von, zum Beispiel meine Kinder reden von einem liebenden Vater, in der Zeitung liest du von einem prügelnden Vater, der seine Kinder blutig schlägt, oder? Du liest von mir, von der einen Seite, wenn mein Name fällt, von irgendeinem Vorbild, Apostel, bis hin zu Hitler. Ich bin Hitler gleich, oder? Hier könnte ich jetzt Stunden aufzählen, was mit meinem Namen alles angestellt wird. Das ist die einzig schöne Parallele, wie Jesus es erleiden muss. Und darum habe ich nicht nur den Mut, sondern auch die Legitimation, hier mal einen Strich unter die Rechnung zu machen und zu sagen, jetzt ist mal Schluss damit. Wir fragen nicht, wie heißt der, oder? Es genügt nicht, wenn du einfach den Namen Ivo Sasek aussprichst und damit entweder Gutes oder Schlechtes zeugst. Die Frage ist, wer ist Ivo Sasek? In meinem Fall, oder? Nur das zählt. Wer bin ich wirklich? Und wie kannst du das rausfinden? Im Internet? Mal sicher nicht. Wie kannst du es rausfinden? Hier bei einer Predigt? Sicher nicht. Hier kannst du einen Teil von mir erleben. Ja? Was ausgeht von mir, kannst du hier erleben. Aber wer ich wirklich bin, das kann in erster Linie meine Frau sagen. In erster Linie meine Kinder. In erster Linie die eng mit mir zusammen sind. Siehst du, und das ist der Punkt. Sie kennen mein wahres Sein. Und das über Jahrzehnte hinweg. Also wenn du wirklich wissen willst, wer bin ich, musst du, wenn du schon die Menschen fragst, musst du mit denen reden, die mit mir zu tun haben, die mich wirklich kennen. Ja? Also, und seht ihr, so ist es mit Jesus, so ist es mit Gott. Gott bei seinen Wirkungen, an sein Wesen, an seinen Wirkungen, an seinen Werken, an seinen Wirkungen halt erkennen. Das kommt an diese Stelle. Statt dem Namen kommt sein wahres Sein ins Spiel. Wer ist er wirklich? Und darum beten wir seit Jahren nicht mehr, Vater, dein Name werde geheiligt. Sonst machen wir immer noch verrückteres Zeug, immer noch mehr Jesus ist sein Name. Das kannst du biblisch nachweisen. Vater, danke, den Namen, den du mir gegeben hast, betet er irgendwo. Also ist der Name des Vaters Jesus. Das kannst du wieder mit den Zeugen Jehovas da drüben anlegen. Und er sagt, nein, aber das ist Jehova, oder? Es hört nie auf, versteht ihr? Wenn ich aber mit diesen Menschen, die Gott wirklich suchen und meinen, mich auf die Wirkungen Gottes konzentriere, was tut Gott jetzt und heute hier in Kraft, in Heiligem Geist, in Auswirkung, wenn man da sich findet, wirst du Gott als den kennen, wie er wirklich ist. Darum ist unser Gebet seit Jahren, Vater, geheiligt werde dein wahres Sein, so wie du wirklich bist, das möge mal endlich klar werden, oder? Aber auch unser wahres Sein, siehst du, also wenn wir den Namen Jesu in dem Sinn mal endlich in dem Sinne beiseite lassen, dass wir nicht diesen Humbug mit ihm treiben, diese Namensverherrlichung, die alle nur immer totschlägt, weil jeder, wenn er nur schon den Namen hört, hat er 1000 Register offen, was mit diesem Namen zusammenhängt, je nachdem, mit welcher Art Christ oder Unsinn er zu tun bekommen hat. Siehst du, wir müssen ihn neu finden zusammen. Und das ist der Weg der neuen Welt. Wesenhaft, das wahre Sein. Wir sind auch frei von jedem Gesetz, versteht ihr? Die neue Welt ist frei von materiellen Gesetzen, von Steintafeln und so weiter, von Vorschriften, die von außen kommen. Das sind die ganzen Studien, kannst du hunderte Botschaften von mir im Detail darüber hören, mit Schriftstellen und so weiter. Der Punkt ist, die neue Welt kennt nur noch das Gesetz des Geistes des Lebens. So nennen es die Gottkenner der alten Zeit. Gesetz des Geistes des Lebens. Du sagst, was ist denn das wieder? Ja, es ist ein Gesetz. Ein Naturgesetz zum Beispiel ist ein Gesetz des Geistes des Lebens. Das Leben lehrt dich, wo es lang geht. Wenn du zu schnell in die Kurve kommst, lehrt dich das Leben. Aber es geht weiter. Das Leben, das Gesetz des Geistes des Lebens geht viel tiefer. Es wäscht dir nicht nur eine runter. Es hebt dich auch hoch, wenn du Gottes Sinn nahe kommst. Das ist das Gesetz des Geistes des Lebens. Das heißt, Jesus sagte, ich gebe euch meinen Frieden. Seinen Frieden hat er uns gebracht, geoffenbart. Er sagt, nicht wie die Welt gebe ich euch Frieden.
Er sagt, ich gebe euch Leben aus Gott, lebendiges Wasser, sagt er zu den Leuten. Ich gebe euch Geist aus Gott. Ich bringe euch die Wirkungen Gottes, die euch freisetzen. Die Wahrheit macht frei. Sprich, wenn ich geistorientiert, kraftorientiert lebe, nicht nach einer Gesetzestafel. Die neue Welt lebt nach kraftorientierter Intuition. Spürst du im Zusammensein, wenn du redest miteinander, spürst du plötzlich, wie in deinem Herzen was runtergeht. Und dann hast du nicht eine Gesetzestafel, keinen Gesetzeshüter, keinen Moses oder was, keinen Propheten, der dir sagt, halt, du hast was Falsches gesagt, du sollst nicht. Nein, du spürst, wenn in deinem Herzen, in einer Konversation, in einer Begegnung etwas eng wird, bleibst du sofort innerlich stehen und fragst dich, was ist es, Herr? Oder? Weil der Vater in dir wirkt. Der Vater wirkt in dir durch Leben, durch Lebenskraft, durch Frieden. Und wenn du heute beim Zuhören diesen Frieden spürst, knüpf daran an, es ist in jedem Wort drin, das aus Gott ist, ist dieses göttliche Leben drin, ist dieser göttliche Friede drin, ist diese göttliche Kraft drin, ist dieses Amen, das in deinem Herzen drin, unterschreiben, sag jawohl, 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 dieses Ja des Geistes, das ist es, oder? Und auf das lehrt uns die neue Welt, der Aufbruch der neuen Welt sensibilisiert uns, dass in jedem Wort, das wir sprechen, in jeder Tat, die wir tun, dass wir achten darauf, was dieses Gesetz des Geistes des Lebens in uns signalisiert. Ist es okay, ist es nicht okay? Alles, was nicht okay ist, zieht uns runter. Alles, was okay ist, hebt den Level unserer Lebensqualität hoch, dass unser Leben ein ständiger Fluss des Friedens ist. Und zwar nicht, wie die Welt ihn kennt, nicht wie beim Bierfest oder so, sondern Friede aus Gott, Seligkeit, haben wir hier gesungen, oder? Dieses göttliche, herrliche Freisein, dieses Verbundensein, dieses tiefe, tiefe Ruhen, dieses Leben aus Gott, oder? So wie geschrieben steht, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Leben Gottes war das Licht der Menschen. Wo du dieses göttliche Leben spürst, das ist deine Gesetzestafel, wenn du so willst, aber die im Herzen drin. Und genau so haben es jetzt schon die alten Propheten gesagt. Und das wird die Gesetzesweise sein in der neuen Welt. Keine Dogmen, all dieses Zeugs, all dieses religiöse Zeugs, all diese Gesetze und Katechismen und was weiß der Teufel was alles, sondern einfach Gott, der in uns schwingt, der uns sein Leben in uns hochführt, seinen Frieden in uns hochführt, seine Freiheit in uns hochführt, seine Kraft in uns hochführt, bei allem, was er in uns wirkt. Und was er nicht wirkt, zieht uns runter, verkeilt uns und so weiter. Und das ist vielleicht die zentralste Botschaft, die wir immer wieder verkündigen. Hier können wir die neue Welt miteinander lernen, indem wir übereinkommen als Schmetterlingszellen, imaginativ, dass wir wirklich sagen, wir einigen uns, wo dieser Friede Gottes, dieser gemeinsame Friede nicht drin ist, das tun wir auch nicht. Und wir reden immer vom gemeinsamen Frieden, weil diese Zellen sind ja miteinander verklumpt und verkettet. Sie haben eine Schwingung, haben wir gesehen, und genau so läuft es, oder? Gott sagt nicht dem einen das eine und dem anderen das Gegenteil, dass sie sich die Köpfe einschlagen. Wenn du achtest, wo Gott drin ist, machen immer alle dieselbe Welle mit, dieselbe Wellenlänge, dieselbe Schwingung empfinden sie. Darum haben wir 100% Einheit, ja? Aber keine Demokratie. Das heißt, wenn 51% findet, das ist okay, gut, die anderen geben sich geschlagen. Das ist Mensch, versteht ihr? Das ist Raupendasein. Göttliches Leben schwingt bei allen gleich, bei allen zusammen gleich. Zur gleichen Zeit, und darum können wir das bemessen, oder? Darum reden wir immer von Bemessung, wo dieser Friede, dieses Leben nicht über jedem Wort, nicht über jeder Tat ist. Da bleiben wir stehen und machen Ursachenforschung im Geist. Warum geht es hier runter? Warum haben wir keine Einheit? Denn Jesus hat uns die Herrlichkeit gebracht, die ab sofort alles eins ist, alles eins. Ob wir 1000 sind oder 10.000, spielt keine Rolle, da wo Gott drin ist. Und wir sind sensibilisiert auf seinen Frieden, auf sein Leben. Da erleben wir dieselben Bewegungen. Wir sagen zum selben Ja, zum selben Nein. Ganz egal, einerlei, wie kompliziert die Aufträge sind, ganz einerlei, wie vielfältig die Handlungen, unsere Werke sind. Wir bemessen das gemeinsam. Und das lernen wir im Einstieg in der OCG. Lernen wir das Leben Gottes bemessen. Das heißt, wo ist Gott drin, wo ist er nicht drin? Bemessen an der Kraft, an der wirksamen Kraft, die wir alle gemeinsam wahrnehmen, im gemeinsamen Zeugnis, so nennen wir das. So ist umschrieben Gesetz des Geistes des Lebens im Unterschied zu Gesetzestafeln, die dir was überstülpen, die irgendwas fordern von dir oder verbieten. Das kommt alles von innen her und es ist eine wunderbare Lebensweise,
die so funktioniert, so vollkommen funktioniert, wie eben der Vater im Himmel vollkommen ist. Besser als wie die Vögel, die navigiert werden, oder die Fischschwärme, oder nimm Schwärme jeder Art, die auch navigiert werden in göttlicher Weise. Wir haben etwas viel, viel Besseres, das gemeinsame Zeugnis, die Bemessung. Und siehst du, so geht es weiter. Die neue Welt ist frei von Bekenntnissen. Ja, diese ewige Bekenntnis-Christerei, die Bekenntnis-Religiosität, wo du immer erst dann dazugehörst, wenn du etwas bekennst. Ebenso zum Beispiel, bekenne, dass Jesus der Herr ist. Oder? Und Jesus selber sagt, ihr irrt, ja? Ihr nennt mich Herr, Herr, aber ihr tut gar nicht, was ich euch sage. Oder? Jesus selber aus seinem Mund sagt er das immer, ihr nennt mich Herr, Herr, aber ihr tut gar nicht, was ich euch sage. Ich kenne euch nicht. Ja? Er hat ein ganzes Volk disqualifiziert, weil er gesagt hat, ich kenne euch gar nicht, haben Jesus, Jesus gerufen. Oder? Nein, es geht nicht um Bekenntnis. Die griechische Sprache redet von Homologeo, redet vom Gleichsprechen mit Gott. Das heißt, wenn Gott wirkt, dass wir lernen, mit seinen Wirkungen mitgehen. Wenn Gott spricht, dass wir ins Gleichsprechen übergehen, aktuell im Hier und Jetzt. Oder? Also nicht ein Bekenntnis rückblickend auf irgendwas, was vor 2000 Jahren geschehen ist in Israel. Oder irgendwo Nazareth oder Bethlehem, nimm was du willst. Es ist ein Gleichsprechen, ein Übereinstimmen mit dem, was jetzt sich ereignet in unserer Mitte. Ja? Ich nehme jetzt meine Predigt hier. Ihr hört sie, ihr hört mir stundenlang zu. Ich weiß nicht, wie ihr das hinkriegt, aber ist jetzt ja egal. Aber der Punkt ist, es gibt einen Grund, warum ihr so stundenlang hier sitzt. Etwas verbindet uns, stimmt das? Also von dem reden wir. Das ist Homologeo, indem ihr hier sitzt und sagt, ja, 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 das ist es, das ist in meinem Herzen drin. Wenn du nicht sagen kannst, das war schon in meinem Herzen schon immer, ich konnte es nur nie formulieren. Oder ja, ich wurde mitgenommen, ich wurde mitgezogen, es ist, ich spüre, das ist so, das ist Homologeo. Du sprichst nachher mit, du gehst mit der Welle mit, du schwingst gleich, oder? Aber sobald nicht Homologeo da ist, dann muss stillgestanden werden und gefragt sein, was läuft. Weil wenn Gott spricht, schwingt alles mit, ja? Was mit ihm ist, schwingt mit. Und dann kann man das bearbeiten und untersuchen und eben Ursachenforschung machen, nicht Pflaster drüber, Symptombehandlung, ja, wir sind nicht eins, ist egal, komm, wir gehen weiter. Nein, wir wollen wissen, wann das Homologeo aufhört und stellen das Homologeo anstelle eines fixen, sturen, starren Bekenntnisses, eines Glaubensbekenntnisses, das noch nie etwas anderes als Spaltung gebracht hat hier unten. Wirklich, es hat schon auch sein Gutes, ja. Aber das war die Kinderkrippe, möchte ich mal sagen. Ich möchte es ja nicht abschaffen, ich möchte es auch vervollständigen. Versteht ihr das? Ich möchte den Namen vervollständigen, ja, durch das Sein. Ich möchte das Gesetz vervollständigen durch das Gesetz des Lebens. Ich möchte das Bekenntnis vervollständigen durch das Mitfließen, mit dem Jetzt-Bekennen, was Gott tut. Wir sind auch, die neue Welt ist auch frei von Glaube an etwas. Glaube an Jesus, dann bist du gerettet. Und ich sage immer wieder, schon seit Jahrzehnten sage ich, Glaube an Jesus klingt in meinen Ohren wie, der Unterschied ist wie Noah an der Arche. Ja? Glaube, oder geh an die Arche, halte dich an die Arche im Sinn von außen fest irgendwo, glaube an etwas. Nein, die Schrift sagt immer hinein in Vertrauen, nicht an etwas glauben, sondern es geht noch tiefer. Es ist der Glaube Gottes selber, versteht ihr? Wenn du den griechischen Text der Bibel liest, redet er immer wieder vom Glauben Gottes in uns. Nicht wir glauben an Gott, das tun wir natürlich freilich auch, sonst wären wir gar nicht unterwegs. Aber wir erwarten den Glauben Gottes in uns, weil Gott ja in uns drin lebt. So steht es in den griechischen Urtexten, ohne jetzt lange Studie, oder? Also wir vervollständigen das Glauben an etwas durch den Glauben Gottes in uns. Wir erwarten Gottes Glauben in uns. Und das ist die Dynamik, das ist das Vorwärtsschauen. Gottes Glauben in uns, mitten in der Krise zum Beispiel, mitten in dieser unglaublichen Krise, in der wir stecken, in dieser Herausforderung, wo du den Antichristen wirklich so einen Schritt vor der Nase hast. Der Glaube Gottes in mir bezwingt dieses Problem jeden Tag. Es ist nicht mein Glaube an Gott, der mich rettet. Es ist der Glaube Gottes in mir, der mich rettet. Der aktive, jetzt und heute Glaube. Die neue Welt ist auch frei von Zukunftshoffnung. Ja?
Eben Johannes 17 haben wir gelesen, ich habe ihnen deine Herrlichkeit gegeben, Punkt. Das ist hier und jetzt, meine Hoffnung ist im Jetzt. Gott ist jetzt hier. Meine Zukunft, meine Hoffnung liegt nicht in der Zukunft. Ich freue mich nicht auf den Himmel. Ja? Und ich bin schon seit Jahrzehnten in der Verfolgung drin. Versteht ihr, mein Leben hier unten ist menschlich gesehen die Hölle. Ja? Die Apostel sagten es schon mit den Worten, wenn es allein um diesen Lauf ginge, wären die elendesten von allen Menschen. Ich weiß, es kommt noch mehr. Ich weiß, es kommt noch besser. Aber wie im Himmel, so auf Erden bedeutet, hier unten wird aufgeräumt, bis die Sache gelaufen ist. Vorher hört er nicht auf. Ja? Also hier und jetzt Hoffnung, nicht auf den Himmel und dann in die Passivität, in die Ohnmacht verfallen. Frei von Himmels Hoffnung dafür leben im Hier und Jetzt bedeutet das. Ja? Auch frei von Himmelsschätzen da oben. Ja? Ich habe es übersetzt, es gäbe es 1000 Dinge zu sagen. Es steht geschrieben, dass die Schätze im Himmel, die wir im Himmel haben, abholbereit sind, zurückgelassen, abholbereit. Hat die Christenheit nie begriffen. Sie freut sich auf die Schätze, die sie haben, wenn sie in den Himmel kommen. Nein, der Himmel ist hier. Und die Bibel sagt, wir wurden in himmlische Dimensionen versetzt. Und die Schätze liegen da im Geiste bereit, abholbereit, aber vernachlässigt. So heißt es wörtlich im Griechischen. Fürs Hier und Jetzt zu nehmen. Also lernt den Himmel herabzuholen, lernt den Himmel hier unten aufzurichten, meint das. Das ist die Botschaft, die Jesus uns gebracht hat, oder? Also wir sind auch frei von fernen Himmel, bedeutet das, weil der Himmel, wie im Himmel, so auf Erden, hier unten wird der Himmel aufgerichtet. Das ist die Mission. Wir sind darum auch frei von einem Erlöser vom Himmel, ich meine jetzt physisch daherkommend, um uns hier die Arbeit abzunehmen. Nein, er hat gesagt, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Ja, was sagt denn das? Wir hätten es eigentlich von Anfang an gewusst, oder? Wenn er sagt, ich gehe weg, ihr seht mich nicht mehr und es ist gut so, aber ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Ja, bitteschön, wenn die Vollendung da ist, oder? Verstehst du? Ist er immer noch da? Also er war immer da, oder? Das ist der Punkt. Also kein Erlöser vom Himmel physisch, sondern der Erlöser wirkt vom Himmel her in uns physisch. Das ist die Wahrheit. Und durch uns physisch. Und darum können wir Gottes Kraft entwickeln, wie es die Alten schon vor Jahrtausenden taten, wo einzelne Menschen ganze Völker verändert haben, ganze Völker verändern konnten, ganze Kriegsheere beherrscht haben, allein durch Geistesgewalt, einzelne Menschen. Das sind alles Predigten, die ihr bekommt, wenn ihr eure Kontakte fragt. Wir haben das im Detail dort besprochen. Ja. Also, nichts von ferner Zukunft, Aufbruch inmitten der Welt der imaginativen Zellen, frei von allen, von der alleinselig machenden Religion, schon ganz, ja. Dafür Gott alles in allen und alles in allem. Siehst du, wenn du das verstehst, dass Gott der Gott aller Menschen ist, ja, und du machst nachher eine alleinselige Religion daraus, knüpfst es an einen Namen, an eine Theologie, an eine Dogmatik, an ein Ritual oder nimm, was du willst. Was für eine Zerstörung richten wir an, wo wir potenziell alle den Ruf haben, ihr seid Söhne Gottes, allesamt Söhne des Höchsten. Macht das bitte den Menschen bekannt und sagt, wir haben ein Modell dafür, das bewiesen hat, dass es geht, das ist Jesus. Und dann ist dieses Spiel fertig, wo es eine Bekehrung braucht unter diesem Namen zwanghaft und bevor du das nicht hast, ist derselbe Schaden, den wir anrichten wie die Juden, die sagen, aber zuerst musst du Jude werden, zuerst einen Schnabbi abschneiden oder beschneiden besser und dann kannst du echt erst Christ werden, oder? Versteht ihr? So Wahnsinn, wir machen genau dasselbe. Mögt ihr noch ein bisschen? Oder der Punkt ist, ich predige hier bis morgen früh und habe meine Blätter nicht durch, oder? Aber ich muss es noch sagen, ich sehe hier im Moment die größte Gefahr auf uns zukommen, hinsichtlich auch diesen Großdemonstrationen, die jetzt zustande gekommen sind. Ihr merkt an diesen Großdemos, wenn jetzt Berlin, da hast du das ganze Spektrum der neuen Welt, Aufbruch der neuen Welt, oder? Ich schließe dann mit dem 9. Phänomen noch mit dieser Sache. Aber der Punkt ist, da hast du alle, da sind alle drin, oder? Alle Religionen sind dort vertreten. Da hast du alle Politrichtungen von Linken bis zu Rechten, von Ultralinks, Ultrarechts, alles ist dort. Habt ihr das bemerkt? Ja. Das ist das Geheimnis der Imagination. Wenn sie durchbricht, Aufbruch der neuen Welt, ist dieser Durchbruch, oder? Und jetzt, was ich am allermeisten fürchte, ist, dass dieser Aufbruch, wie der erste Aufbruch, als Jesus damals kam, dass der unterhöhlt wird,
Durch was wurde die erste Christenheit unterhöhlt? Sie waren in Machttaten, Zeichen und Wunder unterwegs. Gott konnte in ihnen wohnen. Sie haben wie Jesus dieselben Werke getan. Sie haben geheilt, sie haben Zeichen, Wunder gemacht, Tote auferweckt. Sie waren Jesus' Kopie, wenn du so willst, die Reproduktion von Jesus. Und dann sind die Juden eingefallen und haben das alte System, eben Imago, native Zelle, die alten Systeme wollten sie fixieren. Sie sagten, nein, ihr müsst zuerst das Gesetz halten, ihr müsst zuerst Juden werden und so weiter. Und haben damit alles zerstört, oder? Also vieles zerstört, nicht alles, aber vieles. Und seht ihr, wenn ich jetzt sehe, dass sich Christen unter diese Menge mischen, die jetzt jahrzehntelang uns drangsaliert haben, in dem Namen Jesu uns drangsaliert haben, weil wir diesen Weg gegangen sind und jetzt stehen sie mitten unter dieser Menge und haben das Schild in der Hand. Jesus, oder? Jesus. Ich sage dir, dann überkomme ich einen Schauer. Ich sehe die neue Welt sterben, ich sehe sie in Lebensgefahr, wie damals. Ich fürchte, sie benutzen das als Missionsplattform, um dort zu sagen, glaub an Jesus dann, oder? Das, was ja die ganze Zeit funktioniert hat bei ihnen, oder? Nein, nichts hat funktioniert. Spaltung und Zerstörung, Verfolgung von uns über Jahrzehnte hinweg, das hat funktioniert, oder? Ich habe die große Befürchtung, wenn das losgeht, wenn diese Missionierei beginnt, wenn die in scheinbarem gleichem Kampf erscheinen, ähnlich wie bei Nehemia, bei dem Mauerbau und dem Tempelbau, wollten die eigentlichen Gegner, die ganz was anderes wollten da mitbauen. Das geht nicht, versteht ihr, ihr Lieben? Aber das zu bewältigen, ohne dass es wieder Spaltung gibt, versteht ihr? Und seht ihr, darum haben wir das Gesetz des Geistes des Lebens. Und ich sage es allen euch da draußen, macht keine Spaltung zu diesen Missionaren, wenn sie kommen und die Gelegenheit nutzen, um euch in die alte Schiene zu festigen oder zu gewinnen, zu bekehren oder was weiß ich was. Macht es mit dem Gesetz des Geistes des Lebens. Wenn sie euch begegnen, sagt, bei mir geht es runter, wenn es runter geht. Wenn es hoch geht, ist ja okay, oder? Wenn du eine Bekehrung suchst oder brauchst, ist ja okay. Ich sage nicht, dass Bekehrung falsch ist, versteht ihr? Aber dieses Plakative, dieses typisch Christliche, das alles ausschließt und nicht erkennt das Potenzial, dass Gott in allen Menschen drin wohnt, die einen völlig falschen Weg verkündigen, der immer nur in eine Sekte reinführt, anstatt in Gott selber, oder? Wenn ihr spürt, es geht runter, sagt, es geht runter. Ja? Markiert sie. Aber ich möchte sie nicht spalten in dem Sinne, dass sie nicht dabei sein sollen. Das wäre auch verkehrt. Ich sage nur, es ist meine tiefste Befürchtung, dass sie hier eine Geschichte wiederholen könnte, wie sie schon einmal war. Denn die erste Christenheit hat genau auf diesem Weg ihre Kraft, ihre Salbung, ihre neue Welt verloren. Ja? Und so haben es die alten Apostel gesagt. Sie haben gefürchtet vor ihrem Sterben. Sie gesagt, ich fürchte bei meinem Abgang, es kommen nachher Wölfe unter euch, die euch alles mögliche falsche Zeug bringen, euch wieder zurückreißen ins Gesetz. Und es war ja schon zu Galaters Zeiten und so weiter ein Riesenkampf in diese Richtung. Ich muss jetzt den letzten Gang irgendwo einlegen. Ich kann nur... Super, danke. Ja. Also ich sage mal fertig in der neuen Welt mit alleinseligmachender Religion. Es gibt einen alleinseligmachenden Gott, der in Kraft, in Wirklichkeit unter uns wirkt, der uns zusammenführt, der alles Wunderbare jetzt da draußen als sein Christus zusammenführt. Ich sage, das ist der Christus, zusammengesetzt mit diesen Leuten, die du siehst in Berlin und überall. Freilich der Kampf der Zellen ist noch im Gange. Es wird sich noch entscheiden, wer zum Kokon mutiert, wer hier als bloße Hülse zurückbleibt und wer wirklich ins neue Leben durchbricht und Flügelschlag macht, wird sich noch zeigen. Aber ich sage, das ist der Christus, der Wiederkommende. Christus hat gesagt, wenn ich wiederkomme, wird es sein wie der Blitz, der von Osten nach Westen fährt. Du kannst den ganzen Himmel überall, ich komme überall gleichzeitig, heißt das, oder? Freilich glaubten auch wir Christen zuerst, er kommt nur durch uns Christen. Aber das ist derselbe Irrtum, den die Juden schon im Kopf drin hatten. Sie dachten, die ganze Welt muss nachher jüdisch sein. Es ist falsch. Die ganze Welt muss göttlich sein, versteht ihr? Göttlich, 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 ja. Also es bedeutet auch frei, die neue Welt ist auch frei von aller bloßen Zungenanbetung, die mit den Zungen der Lippe bekennt. Es geht um Leib Gottes sein, verfügbarer Leib. Und wenn Gott durch uns denkt und fühlt und will und begehrt und tut und schafft,
Wir fühlen uns nie mehr als wirklich vollkommene Menschen als genau dann. Du erlebst es als dein eigenstes Leben, wie es keine höhere Stufe der Selbstempfindung gibt, als wenn Gott durch dich liebt, wenn Gott durch dich glaubt, wenn Gott durch dich will, wenn seine Willenskraft dich motiviert, wenn seine Heiligkeit dich durchpulst, weil es seine ist, nicht deine. Du knüpfst an dem unendlichen Gott als Sohn mit seinen Veranlagungen, die in dir wach werden, wie in einem Samen, und das hört nie mehr auf. Und darum sind wir frei von aller Dogmatik, allen religiös gehabten Gesetzen, Liturgien und all diesem Klimbim. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, ich muss den noch kurz streifen. Neuntes Phänomen, ein imaginaler Kampf. Im imaginalen Kampf überwinden alle zuerst sich selbst, dann die eigenen Reihen, um dann zum Gesamtleib vorzustoßen. Ich sage den Satz nochmal, das neunte Phänomen, im imaginalen Kampf überwinden alle zuerst immer sich selber, dann die eigenen Reihen, um so zum Gesamtkörper in die Gesamtfunktion durchzustoßen. Und alle vervollständigen, sie zerstören nicht. Und ich sage das nochmal, was ich jetzt gesagt habe in diesem Paradigmenwechsel, was ich über Jesus gesagt habe, über seinen Namen, ist keine Zerstörung seines Namens, sondern eine Heiligung seines wahren Seins, dass man aufhört, an dem Namen festzuhalten. Ja? Und er selber sagt in Offenbarung 2 und 3 und auch am Schluss wieder, dass er einen neuen Namen bekommt, dass er einen neuen Namen haben wird. Er hat immer neue Namen, Gott hat überhaupt tausende von Namen. Ja? Das sind Wesenszüge, Charaktereigenschaften. Ja? Das ist mir ganz wichtig. Also ich habe damit nicht seinen Namen zerstört, nicht seinen Namen in Frage gestellt, nicht seine Macht gekürzt oder irgendwas, sondern wir haben es geheiligt, vervollständigt, in die Vervollständigung geführt. Und so wird es sein, wie jede Gruppe sich selber vervollständigt. Ja? Also das heißt, in meinem Leben, ich lebe in dieser neuen Welt schon länger, ich beginne immer bei mir, jeden Tag, beginnt die Selbstverwaltung, dass ich dazu schaue, dass Gott in mir Raum gewinnt, dass ich ganz zu mir selber werde, sage ich mal, in der göttlichen Natur. Und dann schaue ich, dass meine ganze Familie im Gesetz des Geistes Lebens, im gemeinsamen Zeugnis sich erhält. Und wenn jemand sich nicht selber verwaltet, nicht mündig, gemeinschaftsfähig macht, dass wir immerzu miteinander einen einzigen Strom des Lebens und der Kraft und der Liebe haben, der immer zunimmt. Wenn es da Nachholbedarf gibt, bringe ich zuerst meine eigenen Reihen in Ordnung. Also ich arbeite nach innen, zuerst an mir selber, in meiner Familie, dann in meinem Team. Und erst dann gehe ich hin und predige euch. Und erst dann gehen wir hin und machen die Sendungen, die Predigten oder was, die Reden und was alles kommt, dann mit Klar-TV und nimm, was du willst. Siehst du, das ist das Wesen dieser neuen Welt. Sie kommt von innen nach außen und man überwindet zuerst die eigenen Reihen. Und siehst du, das kannst du jetzt wunderbar beobachten, gerade an dieser Demo. Siehst du es in Berlin, schau dir die Sendungen an. Wer steht denn dorthin? Wer gehört zu dieser neuen Welt? Da siehst du einen Kriminalkommissar, oder? Irgend so ein Kommissar, der sich hinstellt. Was macht er? Er sagt, ich habe mir genau überlegt, und ich schreibe es auf, dass ich keine falschen Dinge sage, ich habe mir genau überlegt, was ich jetzt sage, und dann deckt er die Schwachstellen im eigenen Staat, in der eigenen Kripo auf. Versteht ihr? Und was kam gestern? Glaube ich, gestern war es. Der Grüne, oder? Stellt er sich auf die Bühne, und dann sagen sie, er kommt von den Grünen, und dann buh. Namen, oder? Namen, oder? Ich muss nur sagen, grün oder rot, buh. Und dann macht der Mann den Mund auf, sein wahres Sein kommt hervor. Und der Mann richtet seine eigenen Reihen, verstehst du? Er steht hin als diese wirklich fantastische, imaginale Zelle und sagt, was bei den Grünen und im Bundestag gelaufen ist, wie er sich eingebracht hat, wie er sich mit dem ganzen Betrug, der jetzt gerade läuft, weltweit, wie er das, die Fakten gebracht hat, wie er von allen Seiten gedemütigt, geschlagen, ausgegrenzt wurde. Ja. Er stellt sich hin und sagt, und ich stelle dazu, er richtet die eigenen Reihen zurecht, versteht ihr? Er versucht, die eigenen Reihen hochzukriegen. Und wenn es nicht geht, stellt er sich hin vor die ganze Welt und macht dort weiter.
Und dann der Polizist wieder dasselbe, hat seine eigenen Polizeikollegen aufgerufen, um sie zu vervollständigen, um sie näher zu bringen. Was ist geschehen mit allen? Ausnahmslos. Wurden alle rausgeworfen. Alle wurden rausgeworfen. Ja. Hier siehst du den imaginalen Kampf. Man erachtet sie als Feinde, man merkt gar nicht, was sie für Heil mit sich bringen. Ja? Weil sie decken ja gerade einen riesen Betrug auf, oder? Den Corona-Betrug, den Kronenbetrug. Ja? Sie werden reihum rausgeworfen, jetzt können alle zuschauen, wie das läuft. Und sie stellen sich hin und sagen, und jetzt erst recht, jetzt, ich bereue nicht, sagt der Kripo-Chef, oder? Ich bereue nicht, der Polizist sagt, ich bereue nicht, der Grüne sagt, ich bereue nicht. Siehst du, und so muss es der Christ dem Christentum gegenüber machen. Wir sind berufen, den eigenen Laden aufzuräumen. Ich habe über 20 Jahre nur im eigenen Lager aufgeräumt und dann in der Christenheit aufgeräumt, bevor ich zur Welt hingegangen bin und sie belehrt habe. Ja? Wenn ich heute auf KlarTV rede zu Menschen, außerhalb des Christentums ist es, weil ich das Christentum überwunden habe. Und das, was mit mir gekommen ist, ist mit mir gekommen. Die anderen müssen ihre Übungen allein machen, in der Vereinzelung, wie auch immer. Wir gehen in Ketten, oder in Reihe und Glied, in einer Schwingung gehen wir weiter und nehmen alle mit auf als Christus, ganz egal, woher sie kommen. Also der Moslem muss die Moslems bessern, vervollständigen. Das ist seine erste Mission, bevor er rausgeht. Oder? Seht ihr? Und so steht es auch geschrieben, Lukas 14, 24, 47, ich habe den auch schnell neu übersetzt aus dem Griechischen, nicht jetzt in einer ganzen Tiefe, aber um den Kern hervorzuholen, das war schon immer die Mission. Da heißt es, aufgrund von dem wahren Sein musste seine Zusammenwahrnehmung ausgerufen werden. Da redet es von Gott, von seinem wahren Sein. Aufgrund von seinem wahren Sein musste seine Zusammenwahrnehmung, das heißt Gott nimmt in uns wahr, ausgerufen werden. Bis hinein in die Loslassung der Verfehlung für alle Völker, beginnend in Jerusalem. So ist dort jetzt neu übersetzt, Lukas 24, 47. Das meint, es musste ausgerufen werden aller Welt, Gott bringt uns in seine Zusammenwahrnehmung. Wir bekommen Teil an seinem Wahrnehmen, an seiner Weisheit, an seiner Erkenntnis, an seiner Heiligkeit, an seinen Kräften und Tugenden, an seinen Tüchtigkeiten in jeder erdenklichen Weise. Und es ist Leben für das Gesamte, Tod überwinden für den Organismus, um den Organismus in die Fülle zu bringen. Ja. Und jetzt komme ich zum letzten Vers, damit muss ich einfach irgendwo einen Schlussstrich ziehen. Komme ich noch wieder einmal auf Römer 8, Vers 19 bis 21 zu sprechen. Grundsätzlich sagt die Bibel von sich selber, es ist besser, du nimmst keinen Strich weg von der Wirklichkeit, die sie bezeugt. Man soll nichts kürzen von den Wirklichkeiten, die bezeugt sind. Ja. Die Bibel sagt ganz klipp und klar am Schluss, siehe, ich mache alles neu. Und da redet er von dieser Welt hier unten. Ja. Der Himmel ist ja schon neu. Siehe, ich mache alles neu. Ja. Diese Welt wird neu gemacht, diese Welt hat eine Zukunft, bedeutet das. Ja. Aber jetzt noch einmal, das ist der Schlusspunkt, Römer 8, 19, 21, wie ist die Zukunft der Welt, durch was, durch wen? Wir können alles zusammenfassen, was gesagt wurde in diesen neuen Phänomenen, können wir nur sagen, die Hoffnung der Welt, die besteht, sie wird neu gemacht, besteht in dem, was du jetzt hörst. Denn so sagt es der Nationapostel Paulus wieder. Denn das sehnsüchtige Harren der ganzen Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Siehst du, so wurde es gelehrt. Nicht, sie waren nicht auf Gott, sie waren nicht auf Jesus im Alleingang vom Himmel. Die ganze Schöpfung sehnt sich in Wehen nach der Offenbarung, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Wer sind die Söhne Gottes? Was heißt wir? Sind das die Christen? Alle Menschen sind als allesamt Söhne des Allerhöchsten, aber sie sind nicht alle geweckt in dieser Natur, verstehst du? Weil sie gebunden werden. Die einen sagen, du musst zuerst so, und dann sagen, nein, ich möchte nicht zuerst so, ja? Und dann sagen, du musst zuerst das, nein, ich möchte nicht zuerst das, sagt der Mensch, und wird dadurch abgehalten. Also hier ist die Botschaft, die er gebracht hat. Die Söhne Gottes sollen offenbar werden, seid ihr alle da draußen.
ganz egal aus welchem Hintergrund, solange ihr Menschen seid, seid ihr berufen, Söhne Gottes zu sein, seid ihr berufen zu erkennen, was Jesus gebracht hat. Er hat die Offenbarung gebracht, dass ihr Gottes Vollkommenheiten in euch drin habt, dass ihr, wenn ihr damit rechnet, dass alles okay ist, dass alles gut kommt, dass alles, solange ihr mit ihm mitgeht, dass man nicht über Sünden nachher fragen muss. Die Sündenfragen ist erledigt, die Verfehlungsfragen. Die Fehler werden wieder gut gemacht, weil er in euch pulsiert, ja. Und dann heißt es, denn die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen worden, in berechtigter Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Sklaverei des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ja, eben, und das ist es, was Jesus uns bringen wollte, was er wollte. Wir sind die Rettung für diese Welt, die Söhne Gottes, jeder einzelne Mensch, der begreifen lernt, ich habe Flügel, wir haben Flügel, wir sind etwas völlig Neues, eine völlig neue Welt und wir möchten diese Welt okay machen. Seid ihr dabei? Ja. Amen. Danke fürs lange Ausharren, fürs Zuhören. Ich werde am Schluss dann noch einmal auf Wiedersehen sagen.